Wiki-Wah, meine Damen und Herren, die Deutschen, herzlich willkommen, ja, an die Zuschauer und Zuhörer, den geilsten Podcast der Welt in deinem Ohr, mit meinem wunderbaren Partner, den ich über alles liebe, der sehr sexy aussieht, ja, schreibt ihn auf Insta und schickt ihn Fußbilder, weil Frauen ab 42 kommen nicht ins Haus, Alter. Deswegen, meine Damen und Herren, Nisa, der Superstar. Meine Damen und Herren, was für eine Einleitung. Sehr sympathisch und vernünftig vor allem. Ja, klar. Ich bin hier mit dem bezaubernden Cheyenne, ja. Sein schönes, unvergleichbares Aussehen wird nur von seiner Weisheit und seinem Charakter übertroffen. Ja, so. Fakt. Und wenn ich das nur selber verstehen würde, das wäre so krass. Ja, und wir sind natürlich nicht alleine hier, meine Damen und Herren. Wir haben ihn hier. Wir haben keine Kosten, keine Mühen gescheut, ja, einen ganz besonderen Gast. Ich kenne ihn, glaube ich, 20 Jahre jetzt, ja, er bereut das auch, dass er mich so lange kennt. Wir haben ihn hier, wir haben oft darüber geredet, dass wir sehr gerne im 3Hs essen gehen, der Burgerladen. Ja. Wir haben den CEO, den Kopf, den Sensei, den Sifu, den Meister. Vom Shushudi. Ja, vom ja, Shudushi, ja, Tanaka, richtig, ja, des 3Hs. Oma Afke, meine Damen und Herren, einen fetten Applaus. Ey. Danke, dass ich hier sein darf. Gerne. Ja. Wie geht's dir, Oma? Mir geht's gut, wie geht's euch? Auch gut. Endlich bist du aus deiner Batman-Höhle rausgekommen. Nach Jahren CEO-Versteckmodus. Jetzt bist du da. Warum zeigst du dich? Warum bist du jetzt am da? Ja, erstmal gut, dass ich hier sein darf. Ja. Ist mir eine Ehre, weil ich glaube, wie vielte Folge ist das jetzt? Ich glaube 314 oder so. Das weiß man schon gar nicht mehr, ne? Ja. Ah? 318 schon. Haben wir über 300 Folgen? Ja, guten weil Morgen. Wir nie ein Special machen. Das wusste ich sogar. Wir haben doch nur erst die 200. letztens gemacht. Der verschätzt sich einfach um 118 Folgen. Ja, das ist so Nisa. Nicht so 3. 118. Ja, 118. Ey, sicher 318? Wie sicher? Natürlich. Also, erstmal muss ich sagen, riesen Respekt. Also, die Leute denken, ihr setzt euch hier hin, quatscht einfach ein bisschen und das war's. Also, wenn die Leute wissen würden, wie viel Arbeit dahinter steckt, da ist erstmal wirklich riesen Respekt. Natürlich Dankeschön. Mit eurem Schweizer Taschenmesser da hinten, Reda. Ohne den wäre gar nichts mehr. Reda! Applaus für Reda. Geil, danke. Ja, und jetzt darf ich auch mal hier sein. Einer, der das Volk der Mitte vertritt, nachdem ihr alle Superstars hier gehabt habt. Genau. Alles, was Rang und Name hat. Keiner hat mehr Geld als du. Alles. Und den Dieter. Das ist ja von daher. Aber jetzt, der Kreis schließt sich. Genau, wir jetzt fangt ihr wieder bei Null an. Genau, jetzt bin ich hier. Nein, nicht bei Null. Ganz the normal one. Ich meine den anderen Kreis. Ach so, okay. Dieses weil er berechnet ja Fame nur an Verdienst. Ja, genau. Das heißt, für mich bist du der größte Superstar, den wir haben. Nein, nein. So, guck mal. Bei mir ist ganz einfach. Vorstellung, the normal one. Ja. Der ganz einfache vom Volk der Mitte. Ja. Ich vertrete heute alle normalen Menschen hier. Ja. Okay, super. Ja. So, mich könnt ihr alles fragen, was normale Menschen machen. Weil wie ihr Superstars, ihr kriegt das ja nicht mehr mit. Ich bin doch ein Penner. Du, Bruder, du bist ein richtiger Superstar. Hä? Ja, das stimmt. Richtiger Superstar. Muss man echt zugeben. Einer, der nur First Class fliegt, der hat mit bescheidenen Menschen nichts zu tun. Ich bin doch wegen dem geflogen. Warum? Was hat der dafür? Ja, ja, weil er mich doch überredet hat. Das ist doch dein Podcast. Ja. Was habe ich denn damit zu tun? Er hat mich emotional erpresst am Flughafen, dass ich gezwungen war, das zu machen. Erzähl mal, wie denn? Ego. Hab ich die doch. Ego-Probleme. Okay, aber alles andere, was er versucht, wo seine Existenz von abhängig, schafft er nicht. Aber First Class schafft er am Flugzeug. Erklär mir das. Ja, warte. Ja, das ist sehr stark. Das ist sehr stark. Das gefällt dir, ne? Ja, das ist geil. Er ist erstmal sehr froh, dass du hier bist. Hä? Warte. Alle Kooperationen. Ja. Der wäre schon Multimillionär. Ja, das stimmt. Das muss man ehrlich zugeben. Warte. Ich bin ja am Flughafen. Genau. Ich bin da. Genau. Er leitet es ein. Soll ich ihn blamieren und sagen nein? Was meinst du? Ja, aber das, ist ja, das beantwortet ja nicht die Frage, die er gerade gestellt hat. Warte, ich frag dich hier erstmal. Ja. Was denn? Okay, das ist. Da konntest du nicht mehr machen, also sagen nein. Nein. Okay, aber also, weil ich meinen Freund liebe. Genau, aber die andere Liebe existiert nicht, wenn die dir zeigt, mit Fakten, Businesspläne, mit Existenzen, mit Problemen. Doch, dann liebe ich ihn auch. Aber warum? Aber ich bin ja, ich handle ja nicht immer richtig. Ich handle mal richtig. Ich bin auch ein schwacher Mensch. Ich kann auch nicht mal perfekt sein. Okay, aber haben wir eine Sache festgestellt? Du bist ein Superstar. Nein. Doch. Wirklich. Okay, wie viele Auftritte hast du gehabt letztes Jahr? 60. Was redest du? Vielleicht Britney Spears gehabt. Britney Spears? Nennt der Dieter sofort kaputt ist. Du hast mehr als 60 gehabt. Ja, aber Mario Barth ist ein Superstar. Ja, wie viele Auftritte hat er gehabt? Mario Barth, okay, komm.
Ja, der muss nur 12 Mal auftreten. Und du hast aber 200 Mal in einem Jahr gehabt. Ja, aber der tritt nur 2 Mal auf, weil er vor 10.000 Leuten spielt. Nein, das ist aber nicht Superstar-Level. Ja, richtig. Was? Wenn du jetzt das runterbrichst, wie viele Zuschauer du hast insgesamt 200? Ich habe nicht mehr als er, niemals. Doch. Wenn, nein. Rechne doch mal aus. Wenn du 100 durchschnittlich hattest, yeah. 200 Mal, wie viel sind das? 2000. 2000. Ja, oder 20.000, warte mal. Nein, der spielt nicht mehr vor 5.000, 6.000. Doch, hä? Mario Barth, doch. Nein, nein. Frankfurt, Fraport Halle. Fraport Halle heißt die? Ja, glaube ich, irgendwie sowas. Vor einem Monat. 20.000, ne? War 3.000. Nisa hat vor 20.000 gespielt. Ja. Wo? Ja, 200. Ja. 200 nichts mal 100 sind 20.000, oder ja. nicht? Ja, klar. Oder Reda? Unser Schweizer Taschenmesser. Mario Barth hat insgesamt vor 12.000 gespielt, 5 Mal, du aber vor 20.000. Nicht 5 Mal? Leute. 10 oder 12 Mal? Nein, 5 Mal. Also, halten wir fest. Wir können, guck mal, wir wollen dich hier als... Du bist größer als Mario Barth. Wir wollen, wollen dich hier als authentischen Geschäftsmann darstellen. Das geht nicht, wenn du versuchst, den Leuten zu erklären, dass ich größer bin als Mario Barth. Doch, bist du. Das ist unmöglich. Also darfst du natürlich als okay, Freund. Meine Wahrnehmung. Ja, ne? Deine Wahrnehmung. Okay. Darf, ja, das ehrt mich. Vielen lieben Dank. Danke. Danke. In meiner Wahrnehmung ja. bist du ein Superstar. Ja, okay, und Cheyenne auch. Ja, Cheyenne. Danke. Ja, Cheyenne ich nehme das Cheyenne dankend sieht nämlich an. Auch aus wie ein Superstar. Der sieht unnormal aus. Ja. Unnormal, wirklich. Ja, ja. Also, weil du auch so verkrüppelt bist. Ja, so dick. Nein, das so verformt. Nein. Der sieht gut aus. Sieht gut aus. Okay, bescheiden kann ich jetzt nicht sagen, aber sieht auf jeden Fall gut aus. Ja, danke, das reicht. Intellekt stimmt auch. Ja, ich nehme es an. Rhetorisch begabt. Ich will es nicht weghaben von mir, wie er. Rhetorisch begabt. Ja, ja, auf jeden Fall. Dekadent. Ja. Leicht, ne? Ja. Oder? Ja, ja leicht. Reicht. Leicht. Leicht, leicht. Aber jetzt kommen wir mal zu dir. Ja, der kannst du nachlegen. Ja, jetzt kommen wir mal zu dir. Ja? Du bist ja nicht ohne Grund da. Du bist ja der angefochtene Weltmeister im Daumenwrestling. Unangefochten. Ja. Unangefochten. Erstmal das. Undisputed. Thumb Wrestling Undefeated. Undefeated, genau. So. Aber mit beiden Händen. Hier, guck mal hier. Mit beiden Händen. Ja, okay, das ist schon. Ja. Dieser Finger ist kein Spaß. Das ist der Daumen des Todes. Ja. Gut. The Thumb of Death, Allah. Also, ich muss sagen, ich will auch was loswerden über dich, ne? Ne? Also, man muss ja auch sagen, so ein. Auch mal ein bisschen Real Talk sprechen, ja. Ne? Weil wir sind ja nicht wie andere Podcasts, die lügen. Wir sind ja sowieso nur unter uns. Genau. Sieht keiner. Sieht keiner. Was so mich an deiner Person fasziniert, ist extrem dein Mindset. Und ich rede nicht von diesem Mindset wie diese Dubai-Heuchler, ja, die dann so es sagen. Es muss immer irgendwer gedisst werden. Ja, ja weißt du, was mein Problem ist? Ich versuche irgendwie in meinen Kopf herauszufinden, wer das sein kann. Ja, das ja. Auch aber die Zuschauer. Aber man kommt gar nicht hinterher. Ja, weil zu viele Leute angegriffen werden. Wir sind wie Eminem 50 und Pac. Jeder wird gedisst. Jeder wird gedisst. Und jeder, der unser Feind ist. Sehr genau. Ja. Auf jeden Fall, und ich war ja vor 3 Wochen bei dieser Entrepreneur University. Ich war ja hier in Wiesbaden in der Und, wie war's? Auf jeden Fall sehr interessant, wie viele Spinner da rumlaufen. Ja, und die dir was erzählen, so. Ja. Ich habe eine Frage. Ja, bitte. Ja. Wenn du, warum lachst du mich aus? Aber das ist ein gutes Thema. Ja, deswegen wollte ich ja darauf warum lacht du mich aus? Ja, weil du ein erwachsener Mann bist und in deinem Podcast dich meldest. Ja, weil ich respektiere euch. Ihr seid meine Brüder und deswegen wollte ich euch nicht unterbrechen. Gibt es irgendwelche Regeln, Jan, die ich mich halten muss? Muss ich aufzeigen? Nein. Ich eine Frage nein. Okay. Wäre gut zu wissen, weil ich bin natürlich hier. Nein, wenn du da rumlaufst, guck mal, dieses Entrepreneur. Du musst dich nur benehmen in sein. Entrepreneur, der benimmt sich besser sogar als ich. Entrepreneur-Messe war das. Ja. Das heißt, die Leute, die da hingehen ja, und Eintritt zahlen. Gute Frage. Zahlen die, weil die dann sagen wollen, ey, ich will ein Geschäftsmann werden und hier lerne ich was? Ist das die Intention, mit der man da hingeht? Ich glaube, es gibt zwei Arten von Personen, die da hingehen. Einmal die Leute, die diesen Traum haben wollen. Also der wirklich was lernen will. Der sagt, ich rede jetzt mit diesen Geschäftsmann und nimm was für mich genau. mit. Genau. Und okay. die Geschäftsleute, die schon Geschäftsleute sind, aber immer mehr wollen. Die gehen auch dahin. Die gehen auch dahin, weil die sagen, ey, ich bin zu einem gewissen Punkt, da stagniere ich oder da läuft so. Ich möchte aber wirklich jetzt so 600.000 am Tag machen und nicht mehr 600.000 im Jahr. Also wie Scheier. Ja, okay. So wie ich. Okay, und gibt es da auch, weil so wie du es teilweise beschrieben hast, weil das waren ja auch viele erfolgreiche Geschäftsmänner aus dem Internet. Ja. Ne? Wie zum Beispiel der, wer ist er nochmal? Markus Baulig. Und da hast du ja auch gesagt, er hat ja aber auch selber Fans. Ja, die Superstars. Ja, genau. Hast du das Gefühl, dass diese Leute da hingehen, weil sie wirklich was lernen wollen? Oder der ist für die einfach so wie für mich Michael Jackson, die wollen einfach sehen und ein Bild machen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist auch wieder so eine zwei Arten von Menschen, weil die sind in ihrer Szene absolute Superstars, ne? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, Leute, das ist so eine eigene Welt. Fotos, die zittern, weil sie mit denen jetzt reden und so. Ich denke, dass sie, also ich sag mal so, jetzt Marcus Baulig mal weggenommen, ja. So was ich da teilweise gesehen habe, das war schon Art Sektenverhalten. Boah, also das wirklich, hört man oft so bei diesen Sachen. Ja. Also ich war auf so einer Aftershow-Party, da war absolute Sektenverhalten. Da hat der Typ auf der Bühne gesagt, springt und erwachsene Männer sind gesprungen. Und dann sagt er, jetzt High Five und dann musst du so fremden Leuten, ja, du schaffst es, super, und du auch, und du wirst auch erfolgreich. Aber warum machen diese Geschäftsspeaker das immer? Die machen das immer, das bekomme ich auch mit. So, und ja, jetzt haltet eurem Partner die rechte Hand fest und spürt gemeinsam den Erfolg. Den, und dann kommt einer so und sagt zu mir, ey. Das ist dieses, man glaubt an irgendwas Übergeordnetes. Dieses Manifestieren? Genau. Das, was man sagt, wenn du dir das manifestierst, wenn du das bildlich vorstellst? Ja, die wollen einfach wissen, also der Mensch will einfach, dass jemand denen sagt, es liegt nicht an dir, ne? Also hinterfrag nicht dich, sondern du musst nur das hier annehmen. Genau. Wenn du jetzt das machst, dann bist du wie wir auch erfolgreich. Aber siehst du das so? Das ist vermeintlich erfolgreich. Aber siehst du das so? Nein, auf gar keinen Fall. Das ist der größte Quatsch, um im vernünftigen Wortjargon zu bleiben. Darauf wollte ich hinaus, deswegen habe ich das Thema angesprochen. Hier. Als ich einen Mental Breakdown hatte. Geil! Was? Wie hat das jetzt rausgekriegt? Keine Ahnung. Du bist so. King. Ich bin auch Speaker. Ja, also, als ich einen Mental Breakdown hatte vor circa 5 Monaten, saßen wir zusammen. Ja. Ne, muss man sagen. Und ich sehe noch eine Cola Zero, es scheint sehr interessant zu werden. Das war geil. So, da muss man ja ehrlich sagen, da saßen wir ja zusammen bei dir im Laden. Genau. Und dann hast du mich erstmal zerstört. Du hast meine Mental Breakdown nochmal zu einem Tief gebracht. Ernsthaft? Ja. Also kam mir gar nicht so vor. Ich habe eigentlich gedacht, ich habe dich richtig aufgebaut. Ja, warte, jetzt kommt's ja. Das heißt, du hast mich erstmal, wie er immer sagt, so deoxyniert. Genau. So. Ich hab dich verstanden. Ja, genau. Guck nicht auf den. Ja, wir sind auf eine Welt, weil wir sind normale Menschen. Ja. Und dann hast der du. Ist ja intellektuell. Dann hast du. Rhetorisch diese, begabt. Dann hast du ja die komplette Situation hast du so aufgeschnitten, wie so ein Stück Fleisch, ja. Und hast mir gesagt, guck mal, du kannst dir jetzt Sachen nehmen, das musst du wegschmeißen, das ist faul, das nicht. Und hast mich mental wieder aufgebaut. Sehr gut. Muss man sagen, ne? Mental wieder aufgebaut, als ich zurückgekommen bin, dass ich gesagt habe, okay, alles klar, ich muss jetzt in den Beast-Mode, ja. Aber nicht so schlafen auf der Couch, sondern richtige Beast-Mode. Was das? Richtig. So. Oh mein Gott. Aber das gefällt mir, das finde ich sehr gut. So, das ist meine Retourkutsche für diesen einen Satz. Ah, ich weiß, er hat mir erzählt. Ja, ja. Weil du sauer, der hat mir erzählt, der Schein ist sauer auf mich. So. Wegen dem Schluss sehr gut. So. Wenn ich da reingucke, gucke ich in die... Ja, genau. Okay. Also so. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Okay. Ich höre nur zu. Das heißt, du hast mir geholfen, aber mit einem richtigen Mindset. Nicht so ein Quatsch, glaub an dich, dass dann so ein Fettsack auf der Couch, so 2 Zähne nur, sagt, ey, ich kann jetzt auch 30.000 Euro am Tag verdienen. Nicht so ein Quatsch. Da wollte ich erstmal danken dafür. Ne? Sehr gerne. Und deswegen wollte ich darauf hin, weil du bist ja ein Experte, was Mindset angeht. Du kümmerst dich drum, du bist aktuell, du bist so wie die Industriehandelskammer. So immer was Neues. Also, Vergleich habe ich noch nie gehört. Ja. Ist das gut das oder schlecht das für gut. mich? Okay, weil die aktualisieren ja auch immer diesen Jugendschutz, der muss immer neu gemacht werden. Richtig. Das kennen ja die Jungs. Die Rechnung kenne ich einmal im Jahr. Ja. Keiner weiß für was, aber muss man bezahlen. So sieht's aus. Was machen wir? Jetzt haben wir jemanden hier, der wirklich gutes Mindset hat und ich bestätigen kann, dass mir das geholfen hat. Ja? Was würdest du sagen, wenn du sowas hörst? Das ist ja absoluter Quatsch, teilweise. Aber kann man das so definieren? Ist es absoluter Quatsch? Oder könnte einer da rausgehen und sagen, ja, und er hat auf einmal so 16 Unternehmen? Nein. Da bist du dir sicher? Ja. Ehrlich? Das ist aber eine sehr harte Aussage, ja, genau. Omar Afgir. Ja, das musst du erläutern, das kannst du nicht einfach so sagen. Also wir können, also das Thema ist natürlich ein Thema, was hier den Rahmen sprengen kann. Egal. Weil ich mich sehr viele Jahre damit beschäftige. Ja, egal. Das ist so gut, wir haben Zeit. Ja, wir müssen auch mal über interessante Sachen reden und nicht nur über Jean-Claude Van Damme. Okay, ne? Ich brauche aber erstmal ein paar Fakten, weil mich das interessiert. Du warst ja da, ne? Ja, genau. Sorry, du warst ja da. Mhm. Wie viele Leute waren da? Ich glaube, zahlende Tickets waren 7.500. Wo ein Ticket, glaube ich, 200 Euro kostet. Wie? Wie machen die das? Ja. Okay, du warst da. Wie viele Stunden ging das? Ich war
Rede aber auch mit dem. Ich war am ersten Tag, ich glaube, 6 Stunden da, aber es ging von 10 Uhr morgens bis 22 Uhr abends. Okay, und dann sind da die ganzen, also waren vorher erstmal so Vorsprecher, ne, auf der Bühne. Achso, du willst einmal so erklärt haben, ganz kurz erklärt. Ja, ich will nur wissen, wie es. Okay, du kommst rein, es gab einmal links, gab es komplette Stände, wo Leute ihre Unternehmen vorstellen, ihre Produkte, ob Dienstleistungen, Produkte. Ach, es war sowas wie eine Messe. Ja, ja. Es war jetzt kein Speakerabend. Nein, es war Messe und Speaker. Ich komme dazu. Und links, veranstaltet von deinem Freund? Nein, nein, nein. Das war von einer anderen. Die wurden gebucht. Genau. Als Speaker. Genau. Also links gab es so Messestände, da war eine riesen Messehalle, wo dann jedes Unternehmen was vorstellen konnte. 7.500 Leute. Ich muss Speaker werden. Rechts. Dann rechts. Bruder, was für Burger? Speaker, Bruder. Fertig, Alter. Fertig. Bisschen Mindset. Stirnband anziehen. Ja. Yeah. Bisschen Hände hoch, Hände runter. Ja, yeah, genau. Abklatschen, das nicht vergessen. Das ist schon sehr wichtig. Richtig, ja. Ey, ich habe einen gesehen, auf neben mir war so ein 20-jähriger Junge, der hat den anderen so genommen, ne? Wie bei dieser Szene bei Bloodsports. Ja. Der so. Ja, ja, genau. Und so, wir werden erfolgreich und so. Aber weißt du, dass diese Sachen schon vor 30, 40 Jahren in Amerika genauso laufen? Ich war auch mal da auf so einer Convention in Las Vegas. Ja. Geht noch 10-mal schlimmer. Okay, das ist krass. Aber der richtige Massenmanipulation. Der Amerikaner ist aber ein bisschen anders. Also der ist nicht so konservativ. Also der Amerikaner, wenn der dich umarmt, ne, oder dir was sagt, der meint das wirklich so. Also der wünscht dir wirklich diesen Erfolg. Hier ja nicht. Ja, also hier Fakt, nicht. Ist ja Fakt. Der umarmt dich schon hinter dir schon einen Brief geschickt. So, dann gab es auf der rechten Seite gab es dann so ein bisschen Essenstände und dann gab es in diesem großen Raum, haben sie so Speaker geholt. Aber du wurdest natürlich eingeladen als Superstar. Ich wurde eingeladen. Ja, okay. So, ich wurde nicht eingeladen. Ich wurde dann eingeladen, ich bin dann... Du hast ja ein bisschen Stress gemacht. Mit den falschen Leuten. Ja, so. Und dann ist zum Beispiel Markus Baulöck auf die Bühne gegangen, hat gemeint, wie er es geschafft hat, was ihn dazu bewegt hat. Du kennst ja, ne? Ich kenne ihn. Ich sehe ja immer nur, weil die meine, wenn ich so ganz wichtige Dokumentation gucke auf YouTube, unterbrechen die mich immer. Deswegen habe ich ein bisschen leichte... Antipathien. Also ja, Markus erhegt Antipathie. Also Markus, glaube ich, hat das Advertising falsch verstanden. Weil ich glaube, der, also ungelogen, gefühlt haut er 300.000 Euro im Monat nur in Werbung raus. Also ich glaube, es gab mal einen Aktionärabend von Google, die Firma Google. Ja. Und da, glaube ich, haben die den persönlich bedankt bei sie. Nein. Nein, Quatsch, Mann. Weil er so viel bezahlt, haben die sich persönlich bei den Baulig-Brüdern bedankt. Ja, ja. Für den Umsatz, den die gemacht haben. So, also pro Aktie. Also wirklich sehr, sehr viel. Aber du kennst die ja jetzt. Ja, ja. Sind das zwei Brüder, drei? Also ich habe, weil ich sehe immer zwei. Ja, also diesen Familienstammbaum kenne ich jetzt nicht. So, ich weiß, die sind zwei. Zwei, okay. Zwei und Aber was machen die? Ich habe immer noch nicht verstanden, was die machen. Das außer, dass die verschiedene Uhren anhaben. Das werden die vielleicht... Irgendwann nur rauskommen. So. Aber du weißt das auch nicht, was die machen? Nein, irgendwo in einem Format vielleicht. Was die genau machen. So, das kommt jetzt bald raus. Ah, okay. Klar, warum nicht? So, aber da gibt es immer noch andere. Da war Aiken da. Aiken war auch da. Ja. Der Sänger, Aiken. Ja. Der hat dann auch so Spiritual Mindset gehabt, dass er so irgendwo in Angola nichts hatte, Pfützenwasser getrunken hat. Und Senegal. Jetzt, oder Senegal. So, da war er da in Senegal und jetzt, wie er das aufbaut, sein Multiunternehmen, Multimilliarden-Konzern. Der baut doch gerade, glaube ich, eine Stadt da. Genau, oder so, ne? In Nigeria baut er eine Stadt. Wir waren gerade in, wo waren wir? In Angola? Senegal. Er ist aus Senegal. Angola, dann war er in Senegal und jetzt sind wir wo? Er baut in Nigeria, glaube ich, gerade so eine Riesenstadt. Mhm. Ja. Genau, und der war dann, hat auch ein bisschen gesprochen. Und war ja mit dem letzten Ticket, das ist ja immer so, es gibt immer so eine emotionale Geschichte, wie er mit dem letzten Ticket nach New York geflogen ist und dann da sein Business aufgebaut hat. Mhm. Und ja. Und du warst ja 2 Tage da, hast du eben gesagt, ne? Nee, ich war einen Tag nur. Einen Tag. Was hast du mitgenommen aus diesem Tag, aus diesen 6 Stunden? Sage ich dir? Jetzt kommt irgendwas Behindertes. So, wie soll ich dir sagen? Also, was mir hängen geblieben ist? Ja, du warst ja da. Du hast jetzt... Keine 200 Euro bezahlt? Ja. Ne, wegen deinem Superstar-Status? Ja, hast du sagen. Ne? Erzähl weiter, der ist ein guter Gast. Ne? Hast du bestimmt gehabt, ne? Nee, ich hatte... All Access Area bestimmt. Ja, genau. Ja, ist ja normal. Ist super. Also bei mir stand... Warum frage ich überhaupt? Ja, genau. Ich war durcheinander, weil da stand VIP, weißt du? Ja, genau. Deswegen. Also, okay. Ja. Du warst ja da den ganzen, du hast ja auch zugehört, weil du bist ein sehr respektvoller Mensch.
Warum? Der zuhört, der Leuten eine Chance gibt. Ja, ja, klar. Du hast ihn nicht direkt verurteilt. Nein, das nicht. Das bist du. Nein, der verurteilt ihn. Ja, ja, nicht. Ich überlege, ich gucke mir das du an. Du guckst dir das hier nur an und dann machst. Genau. Ziehst du dich erstmal zurück einige Tage. Genau. Bevor du überhaupt deinen Mund aufmachst. Sehr aufmache, rational. Was genau, ey, der bringt das gut auf. Nein, der ist wirklich so. Objektiv, rational. Gute der hinterfragt sich. Ja. Guckt nochmal. Und der handelt nie emotional. Niemals. Direkt. Und recherchiert die Information erstmal selber, bevor der sie weitergibt. Ja, ich bin stolz auf dich. Nicht unterbrechen, bitte. Ja. Und nach diesen ganzen Tagen, was hast du mitgenommen? Als ich 4 Tage lang überlegt habe und mir auch Notizen, ich habe mir Notizen aufgeschrieben, aber aufs Handy natürlich. Mit Markern, ne? Genau. Bunten Markern. Habe ich gemerkt, also Überschrift, absolute Spinner. Absolute Spinner. Teilweise sogar Miskins, wo ich sage, ey, wir müssen übersetzen. Miskins. Kohlehosemarke. Ist umgangssprachlich Opfer. Ja. Also teilweise wirklich und nicht alle. Ich glaube, dass da 2, 3 coole dabei sind, ja, wo man wirklich was lernen kann, aber es wirklich mit Hoffnung von Menschen spielen. Teilweise. Also sehr oft sogar, weil es sind so. Also die werden ja gefeiert wie Superstars, aber die zeigen zum Beispiel einerzeit seine Yacht, ja, wie er Yachten hat, aber er vermietet die einfach nur. So, dann erzähl doch einfach den Leuten, wie du sie vermietest, weil dann können sie auch vielleicht Yachten vermieten. Dann machen sie trotzdem Geld und sind vielleicht erfolgreicher als vorher. Aber suggerier doch nicht den Leuten, dass du die besitzt, aber du vermietest deinen Schwager dein Neffe vermietet die nur so, weißt du? Das geht ja nicht. Und ich glaube, das sind so Leute. Die machen Geld eigentlich nur, dass Leute so Coaching kaufen und mit diesem Geld zeigen sie, was sie haben und dann wiederum generieren sie wieder Geld, weil Leute wieder das sehen wollen. Und ich glaube, das ist einfach nur so ein Kreislauf. Ja, das ist einfach ein Schneeballsystem, ne? Auf moderne Art. Das heißt jetzt Network Marketing. Das wollte ich damit sagen. Also es ist eigentlich immer dasselbe Modell. Aber wie ist das Modell wirklich aufgebaut? Es wird anders immer verpackt. Im Endeffekt, die Hürden sind nicht so hoch, weil jeder kriegt irgendwie 5.000 Euro zusammen. Weil er denkt, dann werde ich Millionär. Es liegt nicht an mir, es liegt nicht an meiner Faulheit, es liegt nicht an meinen Fähigkeiten, es liegt nicht an meinen, dass ich einfach mir keine Fähigkeiten eineignen will, sondern ich muss nur zu dem hingehen, der legt die Hand drauf und dann bin ich erfolgreich. Und dafür muss ich nur 5.000 Euro. Dann kratzt er seine letzte 5.000 Euro zusammen oder an dem Tag 200 Euro. Ja. Die tun ja die Hürden immer weniger machen, weil die gehen auf Masse. Und das war's. Aber im Endeffekt, ich halte gar nichts davon. Also du denkst, selbst wenn einer echte Absichten hat, sagen das wir mal. Das ist was anderes. Nee, der Gast, der sagt, ey, ich geh jetzt dahin, weil aus mir wird dann was. Okay, also du musst mir eine Sache verraten. Wie viele Bücher gibt es über Leute, die tatsächlich viel erreicht haben, die alles niedergeschrieben haben? Tausende. Wie voll ist das Internet davon? Millionenfach. Okay, wenn ich jetzt die Absicht habe oder ich tue einen Entschluss fassen, ne? Ja. Wie jetzt zum Beispiel Cheyenne vor ein paar Monaten, wo ich sage, okay, ich nehme das alles selber in die Hand. Ja. Was passiert, ist passiert. Ich schneide mir jetzt, welches Bein schneide ich ab? Ich nehme das linke, damit schieße ich nicht so gut, weg und ich ziehe jetzt durch. Ja. Ab dem Zeitpunkt, wenn du aktiv eine Entscheidung triffst und akzeptierst, was passiert, ist erstmal das kein Problem mehr. Egal, was passiert ist in deinem Leben. Und dann kannst du recherchieren gehen. Dann gehst du hin und recherchierst. Mhm. Brauchst du dann jemanden, wo du 5.000 Euro bezahlst, der dir dasselbe sagt und dir dann noch so ein PDF mitgibt? Vor allem, du kommst ja nicht mal an diese Leute ran. Diese PDF? Nein, aber guck mal, du kommst doch an diese Leute nicht ran. Ja? Jetzt nimm mal die 5 Größten, keine Ahnung. Dirk Reuter, ne? Ist das der sogar Langsessarena so voll macht? Genau, das ist derjenige, der vorher nicht gelispelt hat und sich die Zähne machen lassen hat und jetzt lispelt. Echt? Was für ein Downgrade. Ja, Dirk. Wärst du zu Nebo gegangen? Wärst du zu Nebo gegangen? Genau, wärst du zu Stankovic gegangen? Ja, wäre das nicht passiert. Ja, der hätte das nicht passiert. Viele Grüße an Nebo. Ja, viele Grüße. Viele Grüße. Ja. Geile Sau. Auf jeden Fall. Und ja, wen gibt's da noch? Bodo Schäfer, Dieter Lange. Kennst du die, Schein? Also ich kenne. Den Namen sagt mir was, aber ich weiß nicht. Also ich kenne viele von denen. Ich habe mich jahrelang viel damit beschäftigt. Ich habe auch die meisten Bücher von denen gelesen. Ja? Ja, ja. Du kommst ja eh nicht an die Leute ran. Das heißt, du füllst irgendwas aus, überweist Geld, dann kommst du in so ein Online-Coaching rein, was die vor, weiß ich nicht, 40 Jahren oder 50 Jahren einmal abgedreht haben. Ja. So, dann musst du dich durchklicken, dann kommen wieder Fragen, dann beantwortest du, aber die tun so, als wäre das live. Das heißt, diesen Menschen, der dir wirklich helfen könnte, sagen wir jetzt ein Bodo Schäfer, der mit dir 1:1 Coaching macht, der kommst da eh nicht dran, egal wie viel Geld du hast. Weil mittlerweile ist das so groß, dass du kommst an diese Leute nicht ran. Was? Und wenn er an einem Abend ist, jetzt zum Beispiel wie an dem Abend, der wird,
der sagt doch nichts, was individuell gut für dich ist. Der redet doch nur pauschal. Und mit diesen Pauschalaussagen trifft er natürlich immer 95-90% der Leute. Weil der Mensch funktioniert ja immer gleich. Also wie so ein Horoskop in der Bravo. Richtig. Ja. Das ist nichts anderes. Boah, ich liebe den heute. So, weißt du, so. Aber das ist ja nicht für dich. Weil normalerweise um dir müsste dich ja erstmal fragen. Und erstmal wissen, wie es mein Unternehmen strukturiert ist. Genau. Was bist du für ein Typ? Nein, aber genau, das ist wichtiger. Ja. Lass mal Unternehmensstruktur. Also wenn ich mit Leuten spreche oder wenn mich mal einer fragt nach meinem Rat, frage ich meistens immer nur persönliche Sachen. Weil es bringt nichts, ihm beruflich oder geschäftlich Tipps zu geben, wenn ich weiß, irgendwo das Problem herrscht ganz woanders. Ne? Der hat irgendeine Sucht als Beispiel jetzt. Ja. Was bringt das denn? Da kannst du ja noch so viel zu viel Geld verhelfen, das wird sein Problem nicht lösen. Also dieses Symptom, sondern muss an die Ursache gehen. Und deswegen können diese Leute eigentlich gar nicht helfen. Wie sollte der denn helfen? Aber ich habe eine Zwischenfrage. Ja, ich habe auch eine. Aber du zuerst. Du zuerst. Wenn das so ist, was wir dir glauben. Das ist meine ne, Meinung. Hier ist doch freie Meinung, oder? Ja, ja. Ja, ja. Aber es muss nur einmal eine sein. Wir waren mal Nordkorea, aber wir sind jetzt nicht mehr Nordkorea. Okay. So. Weil ich bin irgendwann wir machen nur so Ausflüge am Wochenende nach Südkorea. Genau, genau. Wenn, also irgendwann muss ja das System zusammenbrechen, weil wo sind die erfolgreichen Leute aus diesen Coachings? Genau, das ist die Frage, die ich dir dann auch gestellt hätte jetzt. Ja. Wenn doch so viele, da waren 7.500 Menschen. Genau. Die müssen doch jetzt alle erfolgreich sein. Meine Zwischenfrage war, die aber auch darauf aufbaut, ist, was ist aber die Faszination, weil wie du gesagt hast, in Amerika bekommt man das ja auch mit, die sind ja Superstars, also die füllen ja, die gleichen Hallen wie so Bruno Mars und Kevin Hart. Ja, das Schlimme ist, ja, sagen wir jetzt einen Tony Robbins, ne? Ja. Der so der absolute Nummer 1 ist. Ja. Wenn du dir die Deutschen anguckst und guckst, was Tony Robbins vor 10 Jahren geschrieben hat, meint man ein bisschen, da hat doch der eine oder andere ein bisschen was abgeguckt. Ja, das kennen die Comedians in Deutschland auch. Das ist so, genau. Da ist auch nicht viel Unterschied. Ja, das zwischen Comedians, das ist kein Unterschied. Okay, aber jetzt meine Frage. Viele klauen ja auch von Özcan. Ja, genau. So, das ist ja auch so eine Sache, die müssen nicht nach Amerika gehen. Die klauen einfach um die Ecke. Das ist dreister. Ja, ja. Ja. Aber meine Frage ist, warum bricht das nicht? Also irgendwie muss man ja... Wo sind diese 10.000 unerfolgreich? Aber wie soll es dann brechen? Es wird ja noch mehr. Und es wird noch mehr. Warum? Weil ja dieser vermeintliche Erfolg um die Ecke liegt. Das heißt, heutzutage, die Leute durch diesen Konsum der sozialen Medien, die fangen ja morgens an, die haben gerade mal ein halbes Auge auf. Dann wird schon das Handy gesucht und dann ballern die erstmal eine halbe Stunde. Ja. Und dann sehen die ja, es gibt ja nur zwei Effekte daraus. Entweder ein Effekt, alles gleich, mach Selbstmord, weil an die komme ich nicht mehr dran. Da sind 18-Jährige, fliegt Privatjet, wo bin ich? Guckst, weißt du, schläfst noch im Etagenbett mit 35, was soll das bringen? Oder du sagst dir, weil du guckst erstmal die und dann kommt einer von denen rein, sagt, ey du, dann fühlst du so angesprochen. Ey, der meint mich. Wenn du das Online-Coaching buchst, dann mache ich dich zum Multimillionär. Guck meine Umsätze, guck meine Uhr, guck mein Auto, guck mein Sakko, wie die alle machen. Und dann denkt der, boah, ich muss nur das machen. Und so fängt das halt an. Aber wieso funktioniert das? Ja, weil durch diese Medienkonsum, weißt du? Aber die sind auch wie Zombies. Weißt du, wie die reden? So Leute kommen so, hey, ich war medizinische Fachangestellte. Vor 6 Monaten habe ich mit dem Traden angefangen. Ich habe jetzt halbe Million Umsatz gemacht. Genau. Dann sage ich, ja, was willst du jetzt von mir? Ja, schau ja, so willst du mir das einfach erzählen? Ja, so, aber ich will, dass du es auch schaffst. Aber guck mal, um die Frage zu beantworten, Nisa, ne? Ja. Wenn das doch so wäre. Ja. Ne? Also wenn das doch so wäre, dass es nicht mehr weitergeht. Es wird, wie ich gerade schon gesagt, es wird sogar noch mehr. Ja, aber warum? Exponentielle Wachstum. Ja, weil durch diese Medien einfach. Weil früher... Aber warum sind denn nicht jetzt so Leute... Ich vor 20 Jahren, ja. Ein Beispiel, ich vor 20 Jahren. Ja. Wo habe ich denn erfolgreiche Leute kennengelernt? Wo habe ich jemanden kennengelernt, der erfolgreich ist? Wo? Wo hast du denn gefunden? Es gab ja kein Internet. Musst du selber suchen. Aber den du gefunden hast, der war wirklich erfolgreich. Ja, genau. Genau. Ja. Aber heute ist ja nur vermeintlich Erfolg. Ja, genau. Können wir erstmal gleich dazu kommen, was überhaupt Erfolg ist. Ja, genau. Wir definieren mal gleich Erfolg für uns alle drei. Ja. Weil das würde mich interessieren. Zwei Sachen würden mich interessieren. Erfolg und was Talent für euch ist. Ja, okay. Aber dazu kommen wir gleich. Zum Beispiel, als ich erfolgreiche Menschen kennengelernt habe, also das hat man ja denen früher angesehen. Ja. So, dann hat man natürlich irgendwo Mut genommen und diesen Moment genutzt, um eine Frage zu stellen. Hast du das gemacht? Ja, ja. Okay. Ne? Habe ich natürlich eine Frage gestellt. Und dieser Mensch hat mir gesagt, genau das, was ich dir auch empfohlen habe, dass ich dieses Buch lesen soll. Da war ich 18 oder 19. Mehr hat er nicht gesagt. Das war's. Ohne, ich mach dich, genau, gib mir gar nichts. Man hat ja natürlich gesehen, ne, wenn du natürlich Economy sitzt, so, also nicht wie First Class, ne, sondern so Economy, ne, so wie danach kannst du im Zirkus auftreten, so. Und dann gehst du natürlich durch und kommst irgendwann mal an den Bereich, wo ihr immer sitzt, ne.
wo natürlich schon der Geruch nach Geld, da riechst du nach Geld. Ja, ja. Dann ja. Weißt du, okay, alle, die da drin sind, und da waren wirklich Leute. Guck, Leute, wer redet, guck mal bitte. Leute, die da wirklich gesessen haben früher, die waren ja wirklich, das waren Macher. Mhm. Also wenn man früher jemand erfolgreich war, war der wirklich erfolgreich. Also jetzt nicht nur vermeintlich mit Geld, sondern... Genau, Social Media ist auch voll oft Blenderei, das ist ja, sehr oft. Safe. Nein, aber was ich meine mit erfolgreich, die waren wirklich, das waren wirklich gestandene Menschen, also mit Werten, ja. Die haben ein funktionierendes Privatleben gehabt. Also das waren solche Leute, ja. Ne? Also keine Blender. Mhm. Und dann bin ich da durch und habe dann diesen Herrn gesehen, wo ich direkt gesehen habe, alles klar, der weiß, wie es funktioniert, und habe den halt die Frage gestellt, welchen Rat oder Tipp würden Sie mir geben? Da hat er gefragt, ob ich lese. Habe ich gesagt, nein. Da hat er gesagt, okay, du musst sofort anfangen zu lesen und fang mit diesem Buch an. Interessant. Aber hat das Buch was verändert? Ja, sehr in viel. In deinem Mindset, im Leben ernst? Viel weil viele können sich das auch nicht vorstellen. Nein, ich habe wirklich viel mit dem Buch, von dem Buch erstmal viel profitiert. Und ich habe mit dem Buch auch viele Sachen wirklich auch angewendet. Und es hat funktioniert. Hier, bestellen einmal bei mir auf meinen Online-Shop. Nee, Spaß, ich habe keinen Online-Shop. Das Buch hier liegt hier unten? Das liegt da unten. Ja, ah, ich weiß welches. Genau. Der Titel ist nicht so toll, da hört sich komisch an, aber das Buch ist gut. Ja. Mhm. Und auf Englisch ist es noch besser. Für unsere International, muss man auch sagen. Ja. I speak English. Ja, klar. I Nizar. Ja, ich bin doch gar nicht. Ja, aber ich war voll enttäuscht, als du mir gesagt hast, du guckst Filme auf Deutsch. Warum? Das hat mich nicht schlafen lassen. Ich habe lange darüber nachgedacht. Aber unsere Synchro ist super. Hä? Deutsche Synchro ist super. Es gibt keinen Grund, einen Film auf Englisch zu gucken, für mich jetzt persönlich. Okay. So, außer, wie gesagt, es gibt immer Ausnahmen, die Regel bestätigen. Oder wenn ein Film so 4 Jahre, manche Filme gibt es ja gar nicht auf Deutsch. Ja, deswegen, und heutzutage ist es halt ein bisschen anders. Heutzutage kann ja jeder einfach schnell tun, als wäre er erfolgreich. Und das ist ja die Frage, was ist denn Erfolg? Was ist Erfolg? Definier mal, Cheyenne, was ist für dich Erfolg? Erfolg, denke ich, ist es erstmal finanzielle Unabhängigkeit. Was ist für dich finanzielle Unabhängigkeit? Wie definierst du die? Kein Arbeitgeber zu haben und selber mein eigenes Geld zu verdienen. Ich glaube, das ist schon Erfolg für mich. Mhm. So, dann ist für mich Erfolg, der größte Erfolg, den du haben kannst, ist, dass deine Mutter und dein Vater keinen Taschenrechner nehmen muss und im Lidl rumlaufen muss, um zu gucken, ob das Geld reicht. Wenn du deinen Einkauf hast und deine Eltern... Nicht blind, die sind sowieso bedacht, weil sonst wären sie nicht, hätten sie uns nicht 40 Jahre, 50 Jahre mit wenig großgezogen, so viele Kinder, dass sie einfach ohne Bedenken einfach einkaufen gehen können. Das ist für mich der größte Erfolg. So, wenn ich da bin, dann bin ich glücklich. Also rein auf finanziell bezogen. So, dann natürlich Gesundheit. Und ich glaube, der größte Erfolg für mich persönlich ist, dass du Zeit hast. Weil was bringt mir, einen Mercedes-Benz zu fahren, aber ich muss jeden Tag ins Office und ich könnte aber mit dem Fahrrad zum Strand. Oder umgekehrt sogar mit dem Mercedes-Benz zum Strand. Dann bin ich für mich erfolgreich. Wo ich sage, okay, Zeit ist für mich das Wichtigste, was ich haben kann. Zeit für Familie, Zeit für Freunde und nicht jeden Tag 15 Stunden irgendwo sitzen zu müssen. Das ist eh die wertvollste Währung, die jeder Mensch hat. Ja. Ist Zeit. Genau. Wenn die weg ist, ist die weg. Die kriegen wir nicht mehr zurück. Auch jetzt die Zeit, wo wir sitzen. Ja. Und noch Talent? Nicht auf unsere Soßen aufmerksam gemacht haben. Nee. Und Talent ist für mich so Nizar. Ne, Talent kommen wir gleich zu. Also das ist für mich Erfolg. Was ist für dich Erfolg, Nisa? Gesund sein. Dass ich gesund bin und meine Familie. Das war's. Das war's. Beruflich, finanziell. Shit happens, interessiert dich nicht. Es ist schön. Aber First Class fliegen. Ich bin doch nur wegen dem First Class geflogen. Einmal, aber du bist öfters First Class geflogen. Lass ja, auch Thema, immer mit ihm. Lass uns das Thema nicht vertiefen. Ja. Fliegen eigentlich Flugzeuge nach Afrika, gibt es da First Class? Sonst habt ihr ein Problem. Weil, wie wollt ihr denn jetzt normal fliegen nach diesen ganzen First Class fliegen? Kriegst du das überhaupt noch hin, mental, also von der Psyche? Ja, oder ja. Müsst ihr vorher erstmal eine Therapie begehen? Nee, es ist schon mental so. Eine Therapiestunde. Wie können wir jetzt wieder mit dem normalen Menschen fliegen, wie mich? Ja, normal das, One. Das geht nicht. Ne? Der nervt mich, der will reden. So, ich will meine Ruhe, ich will mein Handtuch, um mein Gesicht zu waschen und so. Das machen die doch für dich. Ja, so tu jetzt nicht so, als willst du dich selber waschen. Ja, genau, das machen die doch. Ja. Er bucht doch auch extra mal so, dass die ihn bedienen und mich nicht. Ja, ist doch so. Okay, bleib mal sachlich. Das heißt, finanziell ist das für dich total unwichtig. Wenn wir jetzt finanziellen Erfolg auch definieren müssen? Ja, musst du ja, weil das Problem... Weil das ist für mich eine Nebensächlichkeit. Ja, aber, also ich bin lieber aber das Ding, schon, dass ich unterbreche. Mhm. Aber das Ding ist doch, wenn wir das ja nicht definieren, dann sind wir ja, wo Cheyenne gerade war. Dann, du musst ja irgendwo Geld finden. Das heißt, du wirst ja dann keine Zeit haben.
Das heißt, du musst ja deine Zeit, du hast ja ungefähr gemacht, also, 82.000 Jobs. Ja, ne? Das stimmt sogar. Genau. Und dann musst du ja wieder zu McDonald's gehen. Ja. Aber mittlerweile kannst du ja auch so drei Hasenburger. Stellst du mich ein? Direkt, sofort. Ja. So. Ich habe auch einen super Job für dich. Ja? Ja. Okay. Du musst nur die Leute an der Kasse zum Lachen bringen. Ja, okay, ja, das doch. Links. Das stimmt. Aber die Kasse wird nie stimmen. Nein, nein, der steht nur daneben. Weil er dann falsch vertippt? Oder der steht nur daneben. Ach so, ja, okay. Also nicht direkt übertreiben. Scheiße, bitte, der muss hocharbeiten. Ja. Und finanzieller Erfolg oder wirtschaftlicher Erfolg ist für mich, wenn ich einfach mit der Sache leben kann, die mir Spaß macht. Wenn ich meine Miete zahlen kann und essen. Also das, was du gerade machst. Genau. Würdest du sagen, das ist für dich gerade so, wie es für dich läuft? Diese 6-7-stelligen Umsätze. Das stimmt nicht. Du machst das, was dir Spaß macht. Du musst dich nicht verstellen. Genau, ich bin zufrieden. Der verstellt, also das ist einer, oder beide hier, einer der wenigen Menschen, die ich kenne, die sich nicht verstellen. Kamera an, Kamera aus. Die sind eigentlich immer gleich. Ja. Punkt, Punkt, Punkt. Nur, dass ich mehr Erfolg haben will. Ja, ich will dann auch mehr Erfolg. Aber ja, danach, was denn jetzt? Das Problem ist, ich habe ihn 8 Jahre dazu versucht, dass er so erfolgreich denkt. Ja, mach dann ich bin doch. Ich so auf die Fresse geflogen, jetzt habe ich Nein, ich habe natürlich auch, jeder Mensch will deswegen, erfolgreich. Deswegen bist du mit dem First Class geflogen. Ja, ja. Das hat irgendeiner. Ich bin mit ihm First Class geflogen. Ja, meine ich doch. Der hat dich mitgenommen. Wer hat das nochmal gesagt? Fliegt First Class irgendein Amerikaner? Damit ihr einmal das spürt. Ja, aber ich definiere mich nicht darüber. Diesen Privileg, um dann Gas zu geben. Das hast du vor mit dem, ne? Ja, so wie bei Drake. Psychologisch Drake sehr stark. Damals nee, aber das war schlau. Jetzt habe ich es verstanden, ja. Ich habe auch viele Sachen in meinem... Und was hat das danach mit dir gemacht? Aber viele Sachen, wie ich agiere in meinem Beruf, und habe ich mich ja auch durch ihn geändert. Weil ich sage, aber ey, der hat recht. Ich lebe so in den Tag hinein. Das stimmt. Ich kann mich sogar noch erinnern, als die Idee mit dem Podcast kam. Und jetzt 318 Folgen normalerweise jetzt, ne, statt 200. Ja. Ist ja bei 200. Ich dachte echt, wir haben es. Ja, getan. Hier sind 218 Folgen. Haben wir nicht letztens geredet, ey, wir machen die 200. Folge, wir müssen was Besonderes machen, dann haben wir es nicht gemacht. Das war die 300. Das war vor 6 Monaten. Das war aber die 300. Folge. Ja. Bei 300. Da war ich sogar bei der Diskussion, war ich sogar dabei. Ja. Okay. Ja, krass. Und dann habe ich natürlich auch durch, weil... Das natürlich auch so in den Tag hineinleben funktioniert für mich. Ich bin glücklich in diesem Sinne. Aber es ist natürlich auch nicht das Wahre, weil man kann ja sein Potenzial viel höher ausschöpfen. Und da brauchst du natürlich jemanden wie Cheyenne, der gesagt, und ich habe gemerkt, wenn ich so ab und zu auf den höre und mache, dann... Klingelt's in der Kasse. Dann klingelt's. Dann rollt der Rubel. Dann rollt der Rubel. Dann rollt der Rubel. Ja. Was aber für dich Erfolg? Finanziell? Allgemein. Also finanziell... Man muss das ja definieren, ne? Also in verschiedenen. Also wenn wir mal in euren Ebenen bleiben, sagen wir finanziell erstmal, fangen wir bei finanziell an. Ey, wer redet das so krass? Das ist so asozial. Also finanzieller Erfolg ist schon eigentlich das, was ihr auch gesagt habt. Wenn ich jetzt zum Beispiel, vertrete ja das normale Volk. Du gehörst nicht mehr zu normalen Volk. Doch, doch. Nein. Nur Volk der Mitte. Wenn ich in ein Restaurant gehe und muss zum Beispiel nicht auf die Preise gucken. Ja. Das ist für mich schon Erfolg. Ja. Oder ich habe jetzt Bock, irgendwo hinzufliegen und gehe einfach rein und buche einfach was. Ja. Das ist schon Erfolg. Das ist ein schönes Gefühl, ja. Genau. So, und dann ist natürlich der nächste Erfolg, dass ich meine Zeit nicht mehr für Geld tauschen muss. Ja. Sondern aktuell ist so ist, dass... Du deine Verwandten nimmst, die kostenlos für dich arbeiten. Ja. Erstens das. Erstens das. Geil. Ja, so ist mit 3000 Verwandten. Ja. Geil. Und das ist aber auch gutes Geschäft, Unternehmerdenken. Ja, ich habe 3000 Verwandte. Die müssen alle umsonst. Die muss ich einsetzen. Ja, bevor die am Fließband stehen, warum nicht? Ja. Kamen die alle in eine Filiale, geht denen doch auch gut. Super. Genau. Und dass ich natürlich, wie gesagt, meine Zeit nicht für Geld eintauschen muss. Und natürlich das, was ich schon immer schaffen wollte, dass Geld irgendwann mal Geld für mich macht. Ja, darüber wollten wir auch noch reden. Genau, das ist so die absolute, das geht ja irgendwann mal, du fängst ja im ersten Lebensabschnitt an, dir Fähigkeiten anzueignen. Das heißt, du tauschst deine Zeit für Fähigkeiten. Das würde ich zum Beispiel auch jedem jungen Menschen empfehlen. Geh und arbeite einfach. Von Rasenmähen, von Kellnern, von Pfandflaschen. Wann hast du angefangen zu arbeiten? Ja, wenn ich das jetzt sage, dann lacht ihr euch sowieso. Nein. Mit 12. Ernst? Ernst. Was war der erste Job, den du gemacht hast? Ich habe Unkraut gezupft. Mit 12? Mit 12. Okay. Das heißt... Aber ich musste erstmal den Job kriegen. Das heißt, die ersten 5 Bauern, ich komme so eine Bauerecke hier in Deutschland, die haben mich nicht genommen, bis ich einen gefunden habe. Und der war voll der Nazi. Voll. Vom Beleidigen, von auf Boden schubsen, von alles. Aber hat mich gar nicht interessiert, ich habe trotzdem gearbeitet. Also so viel zu den Jammerlappen heutzutage, ne? Ah, danke, dass du es sagst. Ich kenne das. Ah, wirklich, nee, der ist ein Nazi. Warum?
Aber ja, der guckt so und bei Max guckt er nicht also, so, heul nicht rum. Also, nee, aber bei mir war offensichtlich. Ja, aber war egal. Der Mann hat mir Arbeit gegeben. Krass, du hast erst mit 29 angefangen zu arbeiten. Ne, genau. Ja. So, und deswegen würde ich jedem empfehlen, wirklich in jungen Jahren, und das ist wichtig, und das lernst du leider nicht in der Schule. Okay. Das heißt, deine Zeit, das ist das größte Gut, was du hast. Deine Zeit und natürlich auch andere Faktoren. So viel zu Talent. Es gibt so viele Eigenschaften, die man haben kann ohne Talent. Richtig? Ja. Aber viele verstecken sich halt immer hinter dieser Schablone Talent. Ich habe ein bisschen Talentforschung betrieben die letzten Jahre, auch wegen Fußball damals. Okay. Weil das war immer zu einfach. Weil er war ein Fußballagent, das müssen wir auch noch mal. Du kennst ja diese Shisha-Laden-Diskussion, ne? Ja, also, oder ich war viel besser als der, wenn nicht der und der Trainer. Der ist und so mein fett. Knie und mein Knie. Er sagt, ich hatte Kreuzbandriss, ich wäre fast Profi geworden, Eintracht. Aber so ein Fettsack. Aber wo der reinkommt, ist der normal gelaufen. Nach der Geschichte ist er gehumpelt. Ja, ja. So, mein Trainer war ein Nazi. Ja, genau. Ja. Diese ganzen... Auf jeden Fall biete ich auch bald ein Jammerlappen-Seminar an. Aber kostenfrei. Ja? Ja, ja, kostenfrei. Super. Wir gehen dann in den Wald. Ja, sehr weil gut. Weil für Dieter Lange zahlst du 10.000 Euro für das Täter-Seminar. Da gehst du in den Wald und darfst dann mit Bäumen reden. Bei mir umsonst und darfst sogar den Baum umarmen. Ja, wow. Für die Jammerlappen. Aber schon aus, ist aber schon ausverkauft. Okay, also aber nur für Fußballer. Okay, du hast, das heißt, damit wir das jetzt auch nicht so vertiefen, du hast schon sehr früh... Genau. Gelernt, mein eigenes Geld zu verdienen und warst dir auch für nichts zu schade, solange, solange die Mark reingekommen ist. Das heißt, dich hat nicht interessiert, was du machst, sondern ey, ich will arbeiten. Genau, ich habe überall gefragt. Alles, was man machen konnte im Freibad, Müll aufgeräumt. Wo sich ja heute schon einige Leute zu schade sind. Ja, aber da musstest du ja erstmal reinkommen. Ja. Das hat ja damals 1,50 Mark gekostet. So, das heißt, das erste Mal hast du natürlich den kreativen Weg gesucht, wie du da reinkommst. Ja. Und dann durftest du natürlich, bist du dann zum Bademeister gegangen, hast gesagt, ey, pass auf, kann ich dich hier unterstützen? Und ich kenne heute... Dann hat er gesagt, ja, dann hast du aufgehört, dann hast du 2 Freikarten bekommen. Und du kennst, ich kenne jüngere Leute, 19, 18, die haben sogar eine Ausbildung. Und er sagt, ich brich die Ausbildung wohl ab, warum? Ja, ich gehe doch nicht für 1.500 Euro arbeiten. Ja. Wer bist du, Penner? Du hast doch gar nichts erreicht. Ja, ja, aber, das ist aber das guck mal, der hat wenigstens eine Ausbildung. Schlimmer sind die Studenten. Die studieren einfach 10 Jahre und dann fragst du dich, ja, ich muss noch gucken, ich weiß nicht wohin. Bruder, du bist 30, du bist 32, wo warst du noch? Du musst doch schon wissen, was du machst. Aber wenn man sich früh ausprobiert, deswegen sage ich, Zeit für Fähigkeiten eintauschen. Dann kommt der zweite Lebensabschnitt, wo du Zeit für Geld eintauschst, weil irgendwann mal musst du ja dir Fähigkeiten aneignen, wo jemand bereit ist, dir Geld dafür zu bezahlen. Das heißt, diese Fähigkeiten, da musst du Wert draus schöpfen können. Ja. Ne, und heutzutage ist es ja so einfach geworden. Das heißt, du gehst ins Internet und lernst einfach Videograf. Wie man Videos schneidet. Ein Jahr, du bist der Experte, kannst du schon halbwegs kleine Image-Videos machen. Ja, ja. Leute, weil die werden ja überall gebraucht. Genau. Ne, so Making-of-Videos, so. Dann kannst du doch schon nach einem Jahr, hast du schon eine Fähigkeit, wo du Wert rausschöpfen kannst. Und na klar, aus diesem Wert musst du natürlich eine finanzielle Bildung haben, die natürlich vernünftig ist, dass du irgendwann mal Geld investierst, um dann ein Vermögen anzuhäufen, dass du irgendwann mal wieder das Geld für die Zeit eintäuschst oder Geld für dich Geld macht. Weil Geld schläft nicht. Geld wird nie müde, Geld wird nie krank, Geld arbeitet 24 Stunden 7, du aber nicht. Unsere Ressourcen sind begrenzt. Genau, und da bin ich jetzt irgendwo die letzten Jahre angekommen und das ist eigentlich für mich Erfolg. Okay, wann kam der Punkt, dass du gesagt hast, ich arbeite nicht mehr, ich will kein Arbeitnehmer sein, sondern ich will Arbeitgeber werden? Also das war bei mir nie, dass ich das irgendwie geplant habe. Also wenn du mir früher gesagt hättest, ey, mach doch Unternehmertum, hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall. Das ist nichts für mich, weil, jetzt kommen wir wieder zu dieser Opferrolle, das System war ja komplett gegen mich oder gegen uns damals, kann man ja offen sagen. Ja, ich bin ja Deutscher. Genau, also der ist damit viel verantwortlich, ja. seine Vorfahren. Ja. Und war nicht, aber ich bin irgendwie so da reingerutscht, weil du musst kreativ werden. Ne? Wir sind nicht in der besten Viertel jetzt groß geworden und. Ich kann eine Sache erzählen mit 12, das war auch ungefähr 12, 13, wir haben Hochhausviertel gewohnt und du weißt ja, wenn du ein bisschen weiter rausfährst, dann kommen natürlich diese Einfamilienhäuser und die gut betuchten Menschen, ne, die da leben. Und wenn Sperrmüll war, haben die natürlich den ganzen Sperrmüll weggeschmissen. Das waren gute Sachen noch. Ja. So, die habe ich dann da gesammelt, das, was noch gut war, und habe es im Gebüsch versteckt, weil ich hatte ja keinen Keller. Ja. Ich konnte ja nirgendwo das verstecken. Und dann, wenn Trödelmarkt war, habe ich die Sachen da hingetragen und habe einfach einen Platz gemacht und habe die Sachen verkauft. Ja, krass, du warst aber schon immer im Businessmann, schon mit 12. Ja, so habe ich angefangen. Auf so eine Idee wäre ich nie mal im Leben gekommen. Ja, da waren noch andere kreative Ideen, aber das wird jetzt hier den Rahmen sprengen und das ist auch keine Empfehlung an andere junge Menschen. Okay. Nee, aber wirklich, also jeder Mensch hat Fähigkeiten, ne? Ja. Jeder. Ja, jeder. Das sage ich auch immer, jeder. Ja, aber das Problem ist, jetzt kommen wir zum Talent, ist diese Talentgeschichte. Wa-
ich würde gerne noch da reingrätschen. Ja, warnende Finger. Ja, bevor du dann Unternehmer geworden bist, ja. Okay, also um deine Frage zu Ende zu beantworten. Also es war nie, dass ich gesagt habe, okay, weißt du was, ich mache jetzt meine Firma auf. Das kam irgendwie automatisch. Das heißt, ich habe irgendwann mal angefangen, Werbung zu machen für Leute. Ne? Also Zeitung zu verteilen, Flyer zu verteilen, Plakate aufzuhängen. So, und da ich mir immer sehr viel Mühe gegeben habe, das ist zum Beispiel eine Sache, wo du kein Talent für brauchst, einfach dir Mühe zu geben und versuchen, dein Bestes zu geben, dafür brauchst du kein Talent. Kam natürlich der Nächste, der mich angesprochen hat. Und der Nächste, habe ich mit 16 meine erste Marketing, Promotion oder wie man das sonst nennt, Firma gegründet. Aber ich habe gleichzeitig auch immer gearbeitet. Bei mir war das auch so ein bisschen eine Hybridlösung. Ja? Ja. In seinem Jargon eine Twitter-Lösung. Aber wann bist du in die Gastro reingerutscht? Auch da. Ja? Ja, auch zu der Zeit. Da habe ich wieder jemanden kennengelernt, habe da wieder jemanden angesprochen und gesagt, ja, komm vorbei. Dann habe ich da angefangen, dann habe ich bei McDonald's gearbeitet, bei Burger King gearbeitet. Ich habe eigentlich ständig gearbeitet, ich habe immer mehr als ein, zwei Jobs gehabt, immer. Wow. Und jetzt irgendwann bist du CEO von 3 Haas-Burger, die jetzt ein Franchise-System ins Leben gerufen hat, um eben halt anderen Leuten die Chance zu geben, das zu machen, was du machst. Ja, genau. Mein Glück mit anderen Menschen zu teilen. Wow, was ein Slogan. Jetzt muss so Chuck Norris reinkommen. Also, wenn du, bevor ich wollte erstmal zu seiner Frage noch ja, genau. Bevor du das aber gemacht hast, bist du ja aufgrund deiner Liebe zu dem Fußballsport, bist du ja Spielberater geworden. Fußballagent, was weiß ich, wie man das nennt. Genau. Also beides stimmt, ne? Genau. Genau. Das hat aber auch was mit diesen Talentsachen zu tun. Okay, wie bist du da reingeraten? Wir wissen ja, dass du da auch nicht unerfolgreich warst. Der hat im Stadion aufgeräumt, hat gesagt, warum sind die Spiele alle so? Dann ist der Ja, erzähl mal ein bisschen. Also wie ich da reingekommen bin. Genau. Also ich habe ja selber als Kind, wie jedes dritte Kind in Deutschland spielt Fußball. Ja. Ne? So habe ich auch natürlich auch Fußball gespielt. Bei uns, weil damit du Anerkennung in deiner Community bekommst, musstest du was drauf haben im Fußball. Geil. Sonst hast du keine Anerkennung bekommen. Also entweder Fußball oder Thai-Boxen. Ja? Deswegen haben wir beides gemacht. Ja, wir haben ja natürlich so Spiele gehabt, Schienbein gegen Schienbein, wer zuerst aufgibt. Ja. Deswegen kommen auch diese komischen, da haben wir leider selber das gleiche Problem. Wir können nie Nein sagen, wenn es um sowas geht. Ja, also egal, ich habe sehr viele Probleme bekommen. Egal, wer mich herausfordert, auch Habib, ich kann nicht Nein sagen, auch wenn ich weiß, ich sterbe. Auf jeden Fall. Ich habe sehr viele Probleme dadurch. Ich auch. Sehr viele Niederlagen. Sehr viel Kopfschmerzen. Sehr viele Niederlagen habe ich eingesteckt. Ja. Eine kann ich mich sehr gut erinnern. Ich weiß. Hoffentlich weiß. Und das Video hat, ne, du weißt, wer das hat. Der das nicht haben darf. Ja, genau. Der. Aber warum schickt der mir das nicht? Ich habe tausendmal gesagt, bitte schick mir das. Ja, der so, will nein. Der will auch schlau machen. Wenn Nisa kommt, dann sitzen wir uns zusammen, dann gucken wir das auf Leinwand. Ja, was mit dir? Du Wiesel. Der ist so richtiges Wiesel, aber egal, erzähl weiter. Anderes Thema, ja. Auf jeden Fall, und die Liebe war halt immer da. Und dann, ich habe das nicht gesehen bei mir. Also ich konnte kicken, ne? So wie jeder andere auch. Aber für mich waren diese Leute im Fernsehen einfach viel zu weit weg. Also es war, weil aus unserem näheren Kreis hat nie einer weißt du, wie ich das meine? Als wenn du sagen würdest zu mir, du kannst Arzt werden. Das war früher nicht für uns greifbar. Genau, greifbar. Und dann hat es tatsächlich jemand von uns geschafft. Und da habe ich das erste Mal gesehen, oh, es ist doch möglich. Wäre ich doch nicht lieber arbeiten gegangen, wäre ich doch lieber beim Fußball geblieben. Ja. Wäre das die Abkürzung zu den Millionen. Aber ich bin einen anderen Weg gegangen und das hat mich nie in Ruhe gelassen. Und als derjenige, der das geschafft hat, wo ich gesehen habe, okay, aber von uns allen war der gar nicht der Talentierteste. Da waren andere, die waren viel heftiger. Woran kann das liegen? Und dann habe ich mich irgendwann mal in der Gastronomie selbstständig gemacht und hatte eine Lokalität, der Nisa kennt das auch noch. Und da haben sich diese geilen Nudeln gegessen. Genau. California Chicken Pasta. Diese Orangen, ne? Mit ja, den Hähnchen, ja, boah. Ja, war wirklich. Kann ich nicht mehr machen. Ja, du kannst es nicht. Doch. Das hat doch immer der Koch bei euch gemacht. Nein, ich kann die. Ich mach die besser als der. Niemals! Doch. Mach die. Habt ihr Küche hier unten? Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Und da hing halt, ich hatte sehr, sehr viele Kundschaft aus der ersten Bundesliga. Mhm. So, die ganzen Brasilianer waren oft da und. Weil es halt mit in Köln war. Genau, war ein bisschen, sagen wir mal so, angesagt. Und ich habe mich halt natürlich auch mit vielen von denen unterhalten und dann kam irgendwann einer um die Ecke, ey, Omar, kannst du mir helfen? Da habe ich gesagt, ja, worum geht's? Ja, das und das. Und da ich ein sehr gutes Netzwerk habe, war für mich das eigentlich nie irgendwie ein Akt, was zu besorgen, was zu machen, was zu tun. Und dann kam auch irgendwann mal der Erste und sagt, ey, pass auf, ich habe hier Stress mit meinem Trainer, so und so und so. Ich sage, ja, okay, was jetzt? Ja, kannst du mal mit dem reden? Ich sage, ja, gib mal seine Nummer und habe den angerufen. So, und der war halt so perplex, dass ich einfach so normal mit ihm geredet habe. Ja, und so ist das halt langsam gekommen, dass dann irgendwann mal der Erste kam und gesagt, ey, pass auf, mein Berater bringt nichts, kannst du mir helfen? So, aber das ist,
mich hat eigentlich mehr interessiert, okay, ich wusste, ich habe mich dann sehr viel mit dem Thema beschäftigt, Fußball, Deutschland, Profi, NLZs, Fußballausbildung in Deutschland, der Nisa weiß, wenn ich mich auf etwas einschieße, yeah, dann ist es vorbei. Freak. Genau, dann wusste ich, okay, nein, das funktioniert so nicht. Das heißt, viele fallen aus dem System raus, die am Ende eigentlich in der Bundesliga hätten landen können. Ah. Genau. Weil das System scheiße ist? Genau. Also ich kann, wenn du willst, kann ich einige Statistiken nennen. Ja, gerne. Ja, genau, gerne. Okay, ja, dazu, gerne. Dazu kommen wir gleich. Ja. Weil ich weiß, dass der empirische Studien, das ist ja sein Ding, wo du mit denen kriegst, auch wenn die nicht stimmen. Ja, du musst ja nur so reden, weißt du? Ja, empirische, genau. Studien und von so 4000 Nummern Wissenschaftlern, sagen. Die waren fünf, an der Attraktion. Ja, ja. Fünf Nummern noch so. Ey, die Studie 8, 3, 6, 7, 4. Genau, die vier. Nummer, genau, ist sehr wichtig. Du darfst aber nicht 5000 sagen. Ja, das müssen so Komma 2 einfach, genau, daneben noch. Der wird nicht denken, warum Komma 2? Der wird sagen, boah. Ja, ja. Das ist krass, wenn man Nisa so in- und auswendig kennt. Geil. Auf jeden Fall, da wusste ich, okay, das System, so wie es ist, und dann nochmal zurückgedacht, habe ich gedacht, okay, viele von unseren Jungs, ich nenne die jetzt mal unsere Jungs, hätten es schaffen können. Und dann habe ich gedacht, okay, ich kann viel reden, ja, ne, also viel behaupten, aber beweisen muss man. Ja. Gut. Bevor ich zu den einzelnen Spielern komme, ich habe jetzt keine Superstars gemacht, aber die Geschichten, die ich gemacht habe oder die wir gemacht haben, ich habe ja im Endeffekt nicht gespielt, aber die wir dann geschafft haben, geht eigentlich gar nicht. Aber das waren Profispieler in der Bundesliga. Ja, ja, klar. Aber es geht eigentlich nicht. Weil, du musst dir vorstellen, 100.000 Spieler gehen in jedem Jahrgang an den Start. 100.000 Spieler gehen in jedem Jahrgang an den Start. Was heißt jedes an den Jahr Start? Ja, die fangen an, Fußball zu spielen. Ach so, okay, ja. Genau. 30.000 kommen in den Leistungsfußball. Du weißt, in Deutschland dreht sich alles über Fußball, ne? Ja. Ja, ja. Ne, 57 NLZs. Ne, NLZs sind Nachwuchsleistungszentren. Jeder Bundesligist und Zweitligist ist dazu verpflichtet, ein NLZ zu haben. NLZ, Nachwuchsleistungszentrum. Genau. Und am Ende, wie viele von davon werden Profis? Was schätzt ihr? Von 30.000? Also von 100.000, die an den Start gehen. Von jedes Jahr? Jedes Jahr, ja. Ich denke mal, also mal 10%, unter 10%, 5, so 5.000? Was sagst du? Nein, 5.000 kann gar nicht sein. Nee. In den Profi. Das gilt ja nur für Deutschland, ne? Meinst du die Bundesliga? Ja, ja, Bundesliga. Also Profivertrag. Profivertrag. Ab wann zählt also wenn die Regionalliga schon ein Profivertrag? Nein. Profi. Ich rede jetzt ausschließlich von Bundesliga. Erste und zweite Liga. Erste und zweite Liga. Dritte nicht mehr? Oder dritte Liga zählt nicht. Das ist gar. Das sind. Also gleich, wenn wir zu. Statt auch zu, wenn finanziell, wenn ein bisschen finanziell. Ne, weil die, ja. Das wollen wir auch gleich hören. Vermeintlich reiche Fußballer da gibt. 80% sind nach ihrer Karriere pleite. Das ist keine Studie. Von mir könnt ihr alle nachrecherchieren. Ja, okay, wir, aber dazu können wir gleich kommen. Ich sage 150 Profis. 150. Von 100.000. Sagst du? 80. 80. Erstens werden jedes Jahr nur 30 Plätze frei. Was? Davon werden ausländische. In einem Fußballland? Ja. Also es schaffen insgesamt 10, also 10 bekommen einen Erstligavertrag und 10 einen Zweitligavertrag. Wir reden noch nicht von Karriere, ne? Die unterschreiben nur den Vertrag. Das heißt, eine. Das kann nicht so wenig sein. Kannst du ja recherchieren. Das heißt, am Ende, pass auf, Nisa, am Ende. Dieser Übergang, das ist der schwerste Übergang vom Jugendfußball in den Männerfußball. Das heißt nochmal, von den 10, die so hochgelobt wurden, schafft es am Ende unter einer Karriere zu machen. Unter einer, ich weiß, das ist jetzt statistisch. Ja, ich weiß, ne? Genau. Okay. Aber unter einer scheiern. 1000 Spieler kommen aus dem NLZ, 1000. Ich dachte, es ist hier ganz anders, so 100 Spieler. Ich dachte, es ist eine Fabrik. Ja. 1000 Spieler kommen von den NLZs raus. Das heißt, in Deutschland gibt es 57 NLZs. Bayern, Dortmund, Schalke. Da kommen Stuttgart. Dann diese Talente, die entdeckt werden, genau, hin. Und die spielen bis zu U19, ja, also unter 19 Jahre. Und dann kommen die ja in den Männerfußball. Ja. Davon kommen 1000 Stück, hat dann Deutschland ausgebildet. Mit Nachwuchs, hier mit Nationalmannschaft, Jugend, also U-Nationalmannschaft, ja, mit Stützpunkte. Du kennst das bestimmt, ne? Ich bin Stützpunkt, ich bin das, ja, ich bin das. Von den 1000. Ja, wirklich, auch in Mainz ist auch ein großes Leistungszentrum. Genau. Von den 1000, Nisa, von den 1000, die, ja, eigentlich schon, wo du sagst, die mit Tasche rumlaufen und sagst, der ist Profi. Und der, ja, die können auch wahrscheinlich geil spielen. Die sind gute Zocker. Ja. Schafft es am Ende unter einer. Wie kann das sein? Was, eine Karriere zu machen? Ja. Karriere zu machen, ja. Also jeder, zum Beispiel ein Thomas Müller war einer, so unter dieser einer. Genau. Ja. Woran liegt das? Falsch ausgibt. Das System ist falsch. Warum ist es falsch? Weil man, Fußball ist immer noch die Eins im Entertainment-Business, im Geldumsatz machen. Aber dann kommt dann so irgend so ein 14-jähriger Mukaku oder wie der heißt, oder 15, und spielt dann schon. Und 16, der jüngste Spieler. Ja, der ist der eine in seinem Jahrgang. Aber wie oft siehst du so Mokoko heißt der? Yusufa Mokoko. Ja. Der ist gut, der Junge. Das ist meine Ehre, 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 Gebühr. Das heißt, der Junge ist stark. Das heißt, ein. Wenn du unterschreibst.
Okay, das heißt ein Erling Haaland. Boah, Erling Haaland darfst du mit keinem. Der ist ein Mutant. Wollte ich gerade sagen, ist er ein Mutant? Das ist ein Mutant. Ach, so krass? Der ist nicht normal, der Typ. Was ist das für ein Land? Also, das ist wirklich anders Universum. Skandinavien. Viking. Aber es sieht auch aus wie so ein Viking? Wie ein Viking. Letztes Mal hat der Tor gemacht, der ist aus Versehen seinen Zopf aufgegangen, da hast du seine Mähne gesehen, so wie der Tor. Also, der Haaland ist selten, was ich gesehen habe. Aber wenn ich so. Man hat ja Netzwerk, ne? Und man fragt so. Das ist zum Beispiel jemand, der nach. Also, der hat sich im Vertrag reinschreiben lassen, dass sie ihm nicht sagen können, wie viel er trainieren darf. Boah. Weil in Deutschland ist immer diese sogenannte Überbelastung. Na, bis, weißt du, die züchten auch ein bisschen diese Jammerlappen, muss man auch dazu sagen. Auch in den NLZs. Ja. Das ist zu viel, du musst Pause machen und hier und da, Regeneration und bla und bla. Genau, der Haaland hat sich das in Vertrag schreiben lassen. Ist er schon so mächtig und hat so eine Verhandlungsposition? Damals, es gab einen Verein, da war er mit seinem Vater und die wollten 1000 Euro mehr haben. Also als Jugendspieler, ne? Hm. Die wollten nur also das hat der Verein mir selber erzählt, weil ich habe einen Spieler reingebracht. Mhm. Und die haben gesagt, nein, wir haben eine Regel, ein Salary Cap, ne, nur bis dahin und fertig. 1000 Euro. Sie haben das nicht genommen. Das ist so deutsch, so vor, weißt du, formell. Ja. Dann ist er nicht dahin gegangen. Jetzt spielt er bei City, ne? Ja, aber nicht der spielt, der nimmt auseinander. Das ist nicht spielen, was der macht. Der hat in seiner ersten Saison den Torrekord schon geknackt. Ich glaube, 7 Spiele vor Ende. Seit es die Premier League gibt, ne? Aber kann er so werden wie Messi und Ronaldo? Anders. Aber jetzt ist die Frage, dass die Zuschauer und die Zuhörer das verstehen. Ein Haaland ist nicht mehr unter einer von 100.000, sondern das ist so einer von einer Million. Der ist so der die Anomalie. Ja. Mehr. Der ist so der Wolverine. Ich würde sagen sogar mehr. Mehr? Ja. Von 10 Millionen? Ja, ungefähr, kann man sagen. Also statistisch kann ich das nicht nennen, weil ich jetzt dazu so keine Statistik gelesen habe, weißt du? Aber das ist schon außergewöhnlich. Der ist wirklich außergewöhnlich. Und der ist anders. Der ist jetzt nicht so ein Messi- oder Ronaldo-Typ. Der ist mehr, wie soll ich sagen, der ist rustikaler, weißt du? Der einfach nur Power an dieser. Das ist nicht, wenn er den Ball annimmt, dass der irgendwas macht, wo du sagst, boah, so wie Ronaldinho. Das sind ja Fußballer, die du kennst. So ist der nicht. Der ist so wie Undertaker. Ja, jetzt verstehe ich. Ja, das ist ein gutes Vergleich. Ich muss das erklären. Ja, jetzt weiß ich, der ist so der Undertaker und den Fußball. Also wenn er auf dich zukommt, du gehst weg. Ist vorbei. So, keiner will gegen den in Zweikampf geraten. So. Okay, zurück zum Thema. Genau. Dass wir das verstehen. Ich finde das voll interessant. Ja, sehr interessant. Das heißt, das System in Deutschland ist schon falsch. Genau. So. Und dann habe ich gesagt, okay, ich beweise das. Guck mal, wenn wir eben festgestellt haben, ne, von 100.000 und 1000, die es schon geschafft haben, die schon denken, die sind Profis, die auch schon ein bisschen Geld verdienen, ne? Für so einen 18-Jährigen oder 17-Jährigen, der dann plötzlich 7.500 Euro verdient. Das ist ja viel Geld. Ja. Und plötzlich aber kein Profi wird oder irgendwo in der Regionalliga, aber dann so tut. Wenn du siehst dann sein Instagram, Professional Footballer, bla bla, wo du so Fotos denkst, der ist Profifußballer. Ja, nicht mal blaue Haken. Genau. Obwohl mittlerweile gibt es ja ein paar, die haben blaue Haken, die spielen Oberliga. Ja? Ja, kriegt man, ja. Und jetzt müsst ihr mir sagen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer, der 5 Jahre im Gefängnis sitzt, auf 10 Quadratmeter Zelle, rauskommt und einen von denen den Platz wegnimmt? Ja, null. Schlimmer als null. Ja. Das ist doch unmöglich. Minus 17. Haben wir einmal gemacht. Hä, wie kann man da einen Knacki da reinkriegen? Der hat doch diese... Ja, aber der hat das richtige Mindset gehabt, ne? Und wenn der, weil ich wusste, diese Stellschrauben, die ich drehe, da muss jemand verrückt für sein. Zum Beispiel Sean Parker. Den habt ihr ja kennengelernt. Der war der Fußballer. Ah, ja, der bei ihm war, ja. Genau. Ich weiß gar nicht, ob man das hier erzählen darf, aber ja, klar. Wir sind ja eh nur unter uns. Ja. Das guckt ja keiner in dieser Podcast. Nein, nein. Das ist ein paar Leute. Unbekannt. Paar Leute. Drei Leute. Ja, okay. Die sind ja auch dann von uns. Ja, genau. Ja, ja, genau. Nur Familienmitglieder. Ja. So sieht's aus. Genau. Auf jeden Fall, der hatte damals mich angerufen, weil der wusste, okay, da ist jemand, der macht das ein bisschen anders wie andere. Und dann habe ich mich mit dem getroffen und habe gesagt, pass auf. Dann fing der auch an, ne? Trainer ist schuld, das ist schuld, die ist schuld. Ich habe gesagt, tu das mal auf Seite. Wie geht's dir überhaupt? Erzähl mal von dir. Und dann habe ich natürlich festgestellt, woran das liegt. Ja. Der war durch und durch ein Jammerlappen. DNA, Jammerlappen. Wenn du den untersucht hättest, kam Jammerlappen raus. Ja. Dann habe ich gesagt, guck mal, lass das alles weg. Wir müssen diese Sachen bearbeiten. Hat er mich natürlich komisch angeguckt, weil die verlangen ja von dir immer, dass du kommst und dann einfach einen neuen Verein, also weglaufen von Problemen. Einfach einen neuen Verein. So aus, aber jetzt hast du schon dabei. Genau, aber mit Trainer kennst du, die Medien kennst du, die Fans kennst du. Also, dass du allen Fans sagst, wenn der reinkommt, klatscht. Nicht seine Leistung. Du musst das klar machen. Dass du Trainer sagst, du machst Aufstellung, der spielt. Egal, wie der trainiert. Und wenn der schlecht trainiert, dass du reingehst im Platz, dass du den Ball wirst, dass er so Tor macht. Dass alle sagen, boah, der hat Tor geschossen. So, das ist wirklich die Einstellung, mal überspitzt gesagt. Die sind wirklich. Sehr
Ich meine, ihr kennt ja auch einige. Auf jeden Fall habe ich dann mit dem gesprochen. Der war damals ausgeliehen an Nürnberg von Augsburg, also vom Bundesligisten zum Zweitligisten. Und dann wollte der natürlich nicht zurück nach Augsburg, weil da waren ja die Monster, seine Riesenprobleme haben darauf hingewartet. Und ich habe gesagt, du wirst in Augsburg Fußball spielen. Nur dann können wir zusammenarbeiten, ansonsten musst du jemand anders suchen. Okay, was soll ich machen? Hab ich gesagt, okay. Dann haben wir natürlich ein bisschen was aufgemalt, ein bisschen was aufgeschrieben, Ist-Zustand, Soll-Zustand, ein paar Modelle gemacht, ne? For free, keine Coachings, sondern Sachen, die auch funktionieren, nachweislich. Und der ist dann zurück nach Augsburg und dann haben wir angefangen. Und der durfte damals nicht in der zweiten spielen und auch nicht in der ersten. Also der Verein wollte ihn loswerden. Also die Vereine sind ja genauso, muss man ganz deutlich sagen, asozial wie die Spieler. Boah. Und wie die Berater. Die gehören alle zusammen. Okay. Oh, das ist interessant. Das ist sehr interessant. Ich zieh mal meine Schuhe aus. Ja, das ist sehr interessant. Erzähl weiter, mein Freund. Ja. Puma, hey, wow. Klar. Du tanzt auch auf allen Hochzeiten. Nike-Schuhe, Puma-Socken. Ja, also ist der Markt ist noch offen, ne? Ja. Wer zuerst kommt, kriegt Exklusivität. Es kommt vorbei, bucht. Auf jeden Fall, dann habe ich natürlich versucht, mit dem Verein zu sprechen. Pass auf, ne? Die haben gesagt, ganz klar, der muss weg. Egal wohin, ist es egal, einfach weg. So jemand, ablösefrei? Einfach weg. Egal. Ach so. Ja, interessiert keinen. Also der Mensch juckt da keinen. Die tun natürlich immer nach draußen so, aber der Mensch interessiert wirklich keinen. Den sie vorher mit 19 oder 20 als größtes Talent, da war ja das größte Talent in seinem Jahrgang, aus Mainz geholt haben, nachdem er gegen Bayern Tor geschossen hat, ne? Gegen Neuer und Boateng. Aber der war in seinem Jahrgang, ich habe ihn als Jugendspieler gesehen, eine der besten Spieler in seinem Jahrgang, die ich persönlich gesehen habe. Ich habe ja früher viel, war ja früher unterwegs, habe ja gescoutet, geguckt. Nur leider hat sich in dieser Zeit noch keiner für mich entschieden, weil sonst hätten wir jetzt schon den dritten Ballon d'Or in der Vitrine, du und ich, aber du bist zu spät gekommen. Ja. Auf jeden Fall, dann habe ich gesagt, okay, alles klar, akzeptieren wir, aber der hat Vertrag. Was machen wir jetzt? Der geht nicht weg, der bleibt da. Ja, okay, der wird normal, dann drohen die immer gleiche. Ja, dann kriegt er einen Fit-Athletiktrainer und dann kann er hinkommen, dann wird er mit den 3 Stunden im Kreis laufen und dann kann er wieder nach Hause gehen. Ich sage, das ist kein Problem. Und dann haben wir natürlich unser Bruce Lee Van Damme-Mindset angefangen. Wie bei Karate-Kids in diesem Raum. Richtig. Ja. Und ich bin immer abends zu ihm gekommen als Geist, der hat mich nicht gesehen. Auf jeden Fall haben wir dann angefangen. Oma Daigir. Genau. Und es war wirklich, also es ist nicht ein, also diese Sache, die ich dann mache, das kann nicht, das schafft nicht jeder. So, aber das war mir wichtig. Und dann kann man den gerne fragen. Also der hat, sein Tag hat jeden Tag um 6 Uhr angefangen. Um 6 Uhr. Angefangen. Mhm. Also musste da schon ready sein, ne? Auf der Pritsche. FaceTime. Ich kürze das jetzt ab. Nach 3 Monaten, wer hat Bundesliga gespielt? Sean Parker. Sean Parker. Jawohl. Genau, aber dann ist er leider wieder in alte Muster verfallen. Alte Muster, aber das hatte dann nichts mehr mit seinen Fähigkeiten zu tun oder seinem Mindset, sondern der hat abgeschlossen mit diesem ganzen Fußballbusiness. Der war erschöpft, also müde davon. Nicht müde. Vom Business. Nee, der hat gezeigt, also der hat für sich selber bewiesen, okay, ich kann das alles noch, aber ich will das eigentlich gar nicht mehr. Weil, wenn du natürlich finanziell, und das muss man sagen, der geht vernünftig mit seinem Geld um, der ist bescheiden. Okay. Und wenn du dann sagst, okay, ich muss es nicht, dann triffst du auch andere Entscheidungen. Ja. Dann hat er sich zu Hause hingesetzt, hat er mich angerufen, da war er, glaube ich, 26, 27 erst und hat gesagt, ey, pass auf, Bruder, lass uns treffen, ich will aufhören. Krass. Und der hat danach, obwohl er das hat, wovon genau, tausende Jungs in Deutschland träumen, Millionen. Fast, genau, und der hat bestimmt danach noch 25 Anfragen gehabt. Und da war sogar eine Anfrage aus Los Angeles, glaube ich, ja, weil der ist ja Amerikaner. Ja. Und habe ich gesagt, guck mal schon. Wirklich. Ich habe gesagt, guck mal schon, bitte. Geil, diese Art, ja. Ich weiß genau so. Wir haben jetzt so viel durchgemacht, ne? Der hat das Geld gekriegt. Nein. Der wollte den Urlaub machen. Ja, ja. Ah? Ja. Den Urlaub noch mitnehmen. Ich habe gesagt, guck mal schon, wir haben so viel durchgemacht die letzten Monate, Wochen. Lass mal 2 Wochen chillen gehen. Ja, geil. Wir lassen uns First Class Flüge schicken. Wir fliegen dahin, Hotel, weil das war am Meer. Boah, dieser Verein war am Meer. Da guckst du dich das 2 Wochen an, dann kommen wir wieder zurück. Ja. Aber hat er leider nicht mit sich machen lassen. Genau. Starkes Mindset aber. Hä? Ja, wie starkes Mindset? Was ist damit starkes? Was ist mit Mitgefühl? Was ist mit Empathie? Was ist mit nicht aus der Reihe gerufen werden? Ich war zweimal aus der Reihe gerufen. So Kreuzverhör. Kann ich mir gut vorstellen. gut, dass du anders aussiehst. mit Chayan Garcia. Meinst, sie glauben dir das da, wenn da ein Flughafen ist? Ja, klar. Ja, auf jeden Fall. Ich bin Europäer. Richtig. Mit dem wird schwer. Weißt du, was das Schlimme ist? Guck mal, das Schlimme ist, ich sehe ja so aus. Aber ich weiß es, dass ich rausgerufen werde, 100%. Aber jetzt warte ganz kurz. Aber er sieht wirklich nicht so aus,
Aber sein Nachname, sein echter, da kann... Wie echter? Nicht Garcia? Ja. Sein anderer Nachname, der hat ja zwei. So. Da kann keiner mithalten. Ja, ja, keiner mithalten. Garcia da Costa. Ich schwöre, guck mal, wenn Cheyenne sich für die ISIS oder die Taliban bewerben würde und die würden seinen Nachnamen lesen, ich schwöre, die würden sagen, ja okay, das ist auch uns ein Tick zu extrem. Bleib da, wo du bist. Wir haben genug Augen auf uns. Da ist eine Geschichte im Schacht. Aber wirklich, einer wie der, du bist richtig auffällig. Ja, der ist ja auch so hibbelig. Du bist so 50 mittlerweile. Aber so Wu-Tang, die werden denken, ey, der versteckt irgendwas. Weil das ist kein, weißt du, so Hulk-Socken. Ja. Der so verkleidet sich. Der ist so ein... Der hat irgendwas vor. Weil das klauft ja keiner ab. Na, guck mal jetzt, wie die übertreiben. Guck mal, was die jetzt anziehen. Ja, genau. Guck mal jetzt, wie die übertreiben. Ja, ja. Die denken auch, wir sind doof. Ja, ja. Mit seinem Wu-Tang-T-Shirt. Ja, der weiß nicht, was Wu-Tang ist. Ja, ja. Naja, also das hat er abgelehnt. Aber das der hat jetzt also, eine Fußballschule, ne? Genau, der hat eine Fußballschule in Wiesbaden und macht das, also der hat die Fußballschule gemacht, weil er natürlich, wir haben uns viel ausgetauscht über die letzten Jahre, wir sind heute noch sehr, sehr gut befreundet und der will halt Leuten mit dem richtigen Mindset jetzt dahin führen und der will auch mitbeweisen, dass das System falsch läuft. Mhm. Und 10 von solchen Sachen habe ich dann gemacht, 10. Ich habe ungefähr dann die letzten 10 Jahre knapp 100 Verträge gemacht. Aber waren das alles Bundesliga-Verträge? Nein, nein, nein. Ausland, okay. Zweite Liga, Dritte Liga. Und aber alles so, dass die Fußballer, die du vermittelt hast, die konnten dann davon leben, vom Fußballspielen? In der Zeit, ja. Wenn ja okay. Man kann natürlich auch viel ausgeben, ne? Also ja, genau. Viele haben keine finanzielle Bildung, nicht nur Fußballer, ne? Allgemein ist in Deutschland finanzielle Bildung... Ist ja ganz mager. Ganz, ganz mager. Also ich kenne ja, wirklich CEOs, die ganze Firmen leiten, aber können mit Geld nicht umgehen. Okay. Die wirtschaftlich sehr, sehr starke Probleme haben. Findest du das etwas, was ins Schulsystem implementiert werden 100%. Sollte? 100%. Oh ja, 100%. Aber da sind wir ja wieder bei dem, was ich eben gesagt habe. Wenn aber ein Kind... mit 12 Jahren beim Nachbarn Rasen mäht, für 5 Euro die Stunde, dem musst du nicht mehr viel beibringen. Weil der sagt, okay, bevor ich jetzt Schuhe für 400 Euro kaufe, dann rechnet er aus, 400, wie viel Stunden er dafür arbeitet, und dann kauft er die nicht. Da musst du als Elternteil gar nicht viel erziehen. Das heißt, du sagst, das ist das, was den Kindern heute fehlt, dass das sehr viel Charakter stärkt, wenn man jung arbeitet für sein Geld. Der Mensch ist dafür erschaffen, was zu tun. Ja. Nicht zu Hause zu sitzen, YouTube zu gucken und der bestellt einfach auf Amazon Schuhe. Ein Junge, der 12 Jahre ist oder 8 oder 7, der kann sich doch kein iPhone leisten. Das heißt, wer ist dann am Ende für der verantwortlich? Ja, der hängt nur die ganze Zeit am Telefon. Ja, du Idiot, du hast ihm doch das iPhone gekauft. Du hast ihm doch die Schuhe gekauft. Du hast ihm doch das iPad gekauft. Du hast ihm doch das Internet gemacht. Stimmt, Eltern beschweren sich. Mein Sohn hängt ganz Zeit. Ja, aber kann ein 8-Jähriger das kaufen? Und wenn er sich das leisten könnte, wäre das ein Macher. Weil wie viel muss er für 1400 Euro gearbeitet haben? Geil, ja. Dann mache das kaufen. Stark. Genau. Und deswegen ist das schon Erziehung von alleine. Muss nicht viel machen. Und das jeder denkt so, ey, ich bin voller Rabenvater. Ja, ich wollte nur was Gutes tun. Nein, aber auch zu Hause Aufgaben geben. Wirklich, das ist gut für, nicht nur gut, auch gut für das Kind. Aber wie schafft ein Vater das? Weil ein Vater denkt ja, wenn der Sohn ist 8 und sagt, Papa, ich will ein Handy, meine Kinder. Und du denkst, du bist ein schlechter Vater, wenn du es ihm nicht tust. Was? Werte. Ja, aber wie? Wenn du deinem Sohn vernünftige Werte mitgibst, hat er immer einen Maßstab, was er anwenden kann. Da musst du auch keine Angst haben von irgendwelchen Richtungen, die aktuell herrschen. Ja, weiß ja nicht, wie wir das hier vertiefen dürfen. Ja, nee, das aber das wäre auf jeden Fall ein Thema für mich. Ja, nee, das ist schon sehr wenn wir nicht gesperrt werden wollen, na, lass uns nicht reingehen in dem Thema. Nein, nein, weil ich kann mich da reinsteigern. nee, alles gut. Also die Leute wissen ja, ne? Ja. Also da musst du auch keine Panik haben, weil... Der hat ja Werte, das heißt, der wendet immer die Werte an und sagt, nee, das ist nichts für mich. Aber ein Kind ist nicht mental, der ist ja nicht so ausgeprägt mental und der hat ja nicht so einen richtigen moralischen Anker. Ja, weil du bist leicht beeinflussbar, du bist... Ja, aber dann hast du als Vater viel falsch gemacht, weil der war ja 8 Jahre bei dir. Das hast du ja 8 Jahre lang gemacht. Ja, aber ein 8-Jähriger ist trotzdem leicht zu beeinflussen. Ja, aber egal von wo. Aber wenn der geht in die Schule, sieht, alle haben ein Handy. Genau, aber genauso. Genau, der ist 8 Stunden in der Schule. So. Das heißt. 8 Stunden? Was ist das für eine Schule? Oder wie lange sind die in der Schule? Doch, die sind mittlerweile. Bis 14 Uhr, oder? Ja, nicht? Nee, manchmal bis 16 Uhr jetzt. Ja, 16 ja. Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr. Okay. Weiß nicht. Nee, ich wollte jetzt was sagen, aber das wäre gegen mich so. Yeah. Ich muss vorher mal nachdenken, weil. Wenn die Zunge schneller ist als der Kopf, hast du immer Probleme. Ja. Ach echt? Ja, das ist doch von ganz schön Lied singen. Ja. Diese Krankheit herrscht. I have many problems. My Zunge is faster than my mind. Ein guter Song. Ja. Ja. Auf jeden Fall, wenn er Werte hat und ihm zu Hause Werte vermittelt, muss er gegensteuern, weil diese Sachen existieren ja. Soziale Medien existieren, ne? Ja. Materialismus existiert, Konsum, aber die Werte gehen irgendwo verloren. Hm. Aber wenn du dem Werte vermittelst, der kann das abwägen. Also ich kann das ja
aus erster Hand sagen. Mhm. Ich habe ja ein paar Koala zu Hause. Ein paar Koalas, das ist gut. Ja. Okay. Nee, wir wollen ja nicht so viel. Aber wirklich, das ist so, da, wir machen das doch. Okay. Wir machen, wir haben den Fernseher gekauft, wir haben das iPad gekauft, wir haben das, das iPhone gekauft. Und dann immer das, das ist immer dieses Totschlagargument, was dann alle, ja, die machen doch alle anderen auch. Genau. Wo ist dann die Grenze irgendwann mal? Wenn er so einen Löwen mit nach Hause bringt. Ja. Was machen wir dann? Ja. Machen doch andere auch. Musst oder, du die Saar fragen. Oder wenn er plötzlich sagt, ich will ein Fuchs sein. Das stimmt. Ja, warum? Das machen doch alle anderen auch. Ja, gutes Argument. Ja, die Stefanie ist auch eine Taube. Die neben ihm sitzt. Ja. Der Feuerteufel aus Arbeit. Ja, was machen wir dann? Das ist die beste Geschichte aller Zeiten. Wie stolz du mir das bist. Ich weiß nicht, worum es geht, aber ja, ich muss ein bisschen mitlachen, ja, dass die Zuschauer denken, wir sind Freunde, weil er eben gesagt, wir kennen uns 20 Jahre. Ja. Aber man merkt so, eure 20 Jahre sind anders. Bei dem anderen, die haben ja fast rumgemacht, der und Farid, so, weil die sich 20 Jahre kennen. So, ey, wir sind so Brüder, wir lieben uns. Ey, macht der doch noch? Mit Farid auch immer. Echt? Ja. Die machen so oft, wir sind Homies, wir sind immer füreinander da und so. Ja, aber das fuckt echt ab. Ja, das sind so erwachsene Männer. Wann hast du das denn? Wo hast du das mitbekommen? Wenn ich mit euch chille. Ja. Wann hast du das letzte Mal mit uns gechillt? Erzähl mal, Nisa. Das war? Erzähl mal. In dieser Halle in Dortmund. Ah, du meinst zu seiner Eröffnung? Ja. Wann war die? Weiß ich nicht. Wann war die? Ja. Vor 2 Jahren. Nein, das ist nicht, du betreibst das. Ist nicht zwei, das kann nicht zwei Jahre sein. Du warst doch gar nicht da. Nein, es kann nicht 2 Jahre sein, weil, ich weiß warum. Weil ihr zu der Zeit gestritten habt? Nein, weil wir, du, Farid, er und ich im Dezember hier saßen. Ja, und? Und das war danach. Nein. Nein, das war viel, viel weiter davor. Also haben wir schon im Dezember hier gechillt, ja. Zu dritt. Also warst du nicht da das letzte Mal. Das war aber nicht zu dritt. What's da up? Waren wir hier, da war ja ein Podcast eingeladen, das war ja beruflich. Ja, wir haben ja gechillt. Ja, wie der das so ausgrenzt. 90% dieses Tages gingen eh auf dich. Ja. Na und? Oder wir waren nur so. Und dann war ich irgendwann mal so, hab ich gesagt, boah, Cola Zero wird jetzt gut, wenn es wird interessant. Ja. Wir waren so, oder okay. 4 Stunden mussten wir aufmerksam zuhören. Ja, das ist schön. Ja, hab ich ja. Ihr seid gute Leute. Ja. Dankeschön. Ihr auch. So, jetzt, wir haben, zurück zum Thema. Wir haben jetzt Mindset. Genau, dann warst wir du haben Fußballagent irgendwann. Wie kamst du jetzt zu den leckersten Chicken Sticks, die ich jemals gegessen habe? Und bevor er das sagt, was eventuell wichtiger für die Zuschauer ist, weil da können wir über Erfolg und Glück und also ich bin innere Erfolg, Frieden. Also in meinen, ne? Ja. Also in meiner Wahrnehmung, in meinen Maßstäben bin ich erfolgreich, ne? Ja. Bevor jetzt alle im Internet gucken. Nein, du warst ja dieser Fußballagent. Ne? Ja. Das heißt, du hast mit deinem Job zu tun. Ich war ein Berater, also kein Agent. Ja, Berater. Du das hast heißt, eine irgendwo im Jargon dasselbe. Hä? Du hast eine Agency gehabt. Agency, genau. Yeah. Nee, ja, wie ein Agency. Agency. Wie manch anderer. Ja. So, genau. Unnötig Investierende. Ja. So. Ja, guck mal. So, und das war ein Job, den du magst. Und der ist ja auch gut betucht. Das ist ja kein Geheimnis. Ja. So. Du bist ja mit hierzu zu tun. Mit Privatjets bist du rumgeflogen. Das wäre ein Job, wenn Schein den hätte, der würde nur den machen. Das wäre mega. Nee. Nein. Warte, genau, nein. Das sollst du jetzt erklären. Niemals. Was passiert, dass du sagst, obwohl stimmt, Schein hat ja auch jetzt etwas, was eventuell erfolgreich ist. Nein, auch so nicht. Also auch so nicht. Ja, was war der Grund, dass du sagst, nee, ey, ich mach das nicht mehr, mir egal. Ja, das hat ja auch was damit zu tun, dass ich eine bewusste Entscheidung getroffen habe für 3Hs. Ach, okay, weil das lief parallel eine Zeit lang. Nee, als wir uns entschlossen haben, das 3Hs in ein Franchise zu packen. Und als ich gesehen habe, also wir haben viele Bewerber, also knapp 300 Bewerbungen bekommen. Und als ich dann gesehen habe, was die Leute, also wie sehr an dieser Marke glauben, an diese Ideologie, an dieser Firmenphilosophie, dann habe ich gedacht, okay, und natürlich ihr Hab und Gut investieren, ne? Ja. So, dann war ich in der Schweiz mit unserem Unternehmensberater, haben wir ja auch, den hast du ja kennengelernt. Ja, genau. Aus Bonn. Ja, genau, der ist geil, Alter. Genau, ja. Ein bisschen eine andere Art von Unternehmensberater. Ja, genau. Den kenne ich doch auch. Brauche keinen Namen zu nennen. Ja, genau. Wo du gesagt hast, er hat der Kamera zu Hause gehabt. Genau der. Ja. Und da haben wir gemeinsam die Entscheidung getroffen. Und dann hast du gesagt, ich will dieses Fußballding nicht mehr machen. Genau. Aber warte, da müssen wir nochmal zurückgehen und nicht erst zum Franchise. Wie kamst du darauf, einen 3-Hass-Burger aufzumachen oder 3-Hass zu erfinden? Genau, also ich habe, bevor ich 30 erfunden habe, habe ich ungefähr 10 Jahre Gastronomie gemacht. Verschiedene Konzepte, französische Küche, spanische Küche, mexikanische Küche, denn dieser hat
musste mit alles miterleben, ja. Ob er wollte oder nicht. Ja. Und er musste auch alles mitmachen, der Arme. Auf Bühnen stehen. Ja? Ja, ja, er muss. Das ist, er hätte die AGBs lesen sollen, als er mir die Hand gegeben hat. Ja. Auf jeden Fall. Dieser Bloodsport-Film hat alles kaputt gemacht bei mir. So diese Verpflichtung. Das hört schon wie Auftrag des Teufels dran, ja. Al Pacino. So. Auf jeden Fall, dann habe ich irgendwann mal dann entschlossen, Fußballmanagement zu machen und habe ich die gastronomischen Sachen abgegeben. Okay. Und bin zu der Zeit war ich schon öfters in Dubai. Also ja, so lange vor dem Hype. 2006, 2007, ja, ja. So diese Zeit war ich oft in Dubai und wollte eigentlich. Da gab es nicht mal den Burj Khalifa. Du warst da, war doch nicht. Ich glaube 2008 oder 2009. Ja, den ist einmal kurz die Puste ausgegangen mit dem Geld. Wisst ihr, warum der so heißt? Ja, weil der sollte Burj, von Abu Dhabi. Genau, kam. Der sollte Burj Dubai heißen. Dann ist das Geld den Ausgang, dann ist er wieder, weil Dubai hat ja eigentlich kein Geld. Das Geld ist ja alles in Abu Dhabi. Dann ist er wieder zum großen Bruder gegangen und sagt, guck mal, ich bezahle den Rest, aber nenn den Burj Khalifa. Ach, stylisch, hätte ich auch gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ja, Burj Nisa. Ja. Auf jeden Fall war Burj ich die deutschen Podcaster, bitte. Auf jeden Fall war ich dann zu oft dann in Dubai, wollte da eigentlich geschäftlich. What the fuck? Und dann hätte das durchgeschrieben. Burj die deutschen Podcast. Und der hat die Leute alle gezwungen mit seiner Diktatorenart. Dass die alle die so nennen müssen. Ja klar. Ey, wenn du ein Land herrschst, ne? Ja. Dann sind wir alle verloren. Ja, vorbei. Ey, dann sind wir vorbei. Jeder, es läuft jeden Tag 7-mal am Tag so Bobby Brown. Ja, sehr witzig. Ja, ihr seid so behindert. Jeder war so Bobby Brown und Jeff. Und jedes Kind muss James heißen. James Brown oder Michael. Und ich hab gedacht, das wird seriös. Ich hab extra Sakko angezogen. Ich hab extra mit Sakko gekommen. Unten sieht man ja nicht, ne? Ja, nein, sieht man nicht. Unten sieht man nicht, genau. Wir werden verloren. Wenn ich nichts mehr, ich bin einfach mit Kapuzenpulli gekommen. Ich hab sogar Haare gemacht. Auf jeden Fall, sorry, ne? Kein ich Problem, bisschen, alles gut. Ich darf nicht trinken. Drin. Alles gut. Ist das geil. Oh mein Gott. So. Ja. Meine Damen und Herren. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Du hast 10 Jahre Gastro gemacht. Genau. Fußballmanagement. Warst du genau, ich war in Dubai. Wollte da geschäftlich Dubai. Anschluss finden. Ja. Hab leider nichts gefunden, was ich da machen konnte. Also ja. Ich war zu der Zeit fest überzeugt. Warum wolltest du kein Scammer sein? Nein! Hey, das ist gut. King Cheyenne. Wirklich, ich habe alles überlegt, ne? Ja. Aber am Ende soll es einfach nicht gewesen sein. Und da bin ich halt immer hin und her gependelt. Ja, und dann ist mir einfach dieser Bedarf bewusst geworden in Deutschland. Ne? Weil da konntest du ja sag ich mal, Fleisch, Essen. Was islamisch geschächtet wird. Genau, für jede Glaubensrichtung hätte ich jetzt ausgedrückt. Ja, schön, besser. Ich habe vorher ein Briefing bekommen, ja. Wie es natürlich in professionellen Podcasts so ist. Ja. Genau. Da kommst du hier vorher rein, kommst hier in eine Kabine, da kommt jemand rein und erklärt dir genau, wie das hier abläuft. Genau. Genau. Und ich halte mich an Regeln. Ja, das ist gut. Genau. Auf jeden Fall, und habe gesehen, dass der Bedarf hier ist, aber ich hatte gar keinen Bock auf Gastronomie. Ja. So. Das heißt, du bist dann im Ausland, kannst ohne nachzudenken essen, denn Isa kennt das gut, Cheyenne nicht. Ja, ich bin ja Europäer. Und wenn du zurückkommst, hast du immer geschmachtet, richtig, Nisa? Ja. Kannst du das bitte einmal bestätigen? Ja, man hat echt geschmachtet, aber so richtig. Genau, und dann war das 2011 zu 2012, gab es einen Mitarbeiter von meinen alten Restaurants, der sich selbstständig gemacht hat. In dem Laden, wo das 3Hs jetzt drin ist in Köln. Ah, okay. Eine Pizzeria. Mhm. Und hat mir so ganz stolz erklärt, dass er jetzt reich ist. Und habe gesagt, okay, lass uns mal hinsetzen und mal die Zahlen durchgehen. Ja. Und dann haben wir schnell festgestellt, dass wenn das so läuft, ist er innerhalb in 3 Monaten ist er verschuldet. Ja. Also der war jetzt geschäftlich nicht so... Ja. Nicht so das war so ein Nisa. Nein, anders. Du bist schon jetzt mittlerweile im sehr guten Segment. Ja, aber wir reden hier vor 10 Jahren. Dann Nisa. Auf jeden Fall. Und dann habe ich gesagt, okay, lass mich mal den Laden angucken. Dann bin ich da hingefahren und diese Straße war tot, Nisa. Also da war gar nichts. Gab es den Meckes gegenüber? Den gab es. Okay. Aber die andere Seite, das war einfach so verlassene Stadt. Okay. Gab es noch nicht das Wettbüro daneben? Nein. Und diese Pizzeria. Ja.
Und dann bin ich da reingegangen, hab mir das angeguckt, hab mir den Mietvertrag angeguckt, der hatte, glaube ich, noch 4 oder 5 Jahre. Und Gewerbemietvertrag, wie du ja weißt, es läuft ein bisschen anders, das heißt... Ja, ja, ich hätte den mal vorlesen müssen. Ja, genau. Läuft ein bisschen anders. Ja, das wird heute hier spannend. Ja, ja, auf jeden Fall. Wie gefällt das? Das ist gut. Written by Jace. Ja. Der lief halt noch, das heißt, wenn er nicht mehr zahlen könnte, hätten die den gekündigt und er müsste die ganze Summe für 5 Jahre aufkommen. Ja. Und der arme Mann hätte aber das. Muss man das auf einmal dann machen? Ja, ja. Also die gehen ja vor Gericht, du kriegst eine Räumungsklage, musst raus und bist dann die 5 Jahre verschuldet, obwohl er morgen wieder vermieten kann. Mhm. Okay. Genau. Und da sind die aus dieser besonderen Gesellschaft, haben da sehr, sehr starke Fähigkeiten in dieser Richtung, Scheiern. Ja. Das wollte ich einfach mal so mitgeben. Jason Derulus. Ich will mich nicht sagen. Was denn? War eine politisch korrekte Aussage. Ja, ja, okay. So. Auf jeden Fall, dann saß ich da und hab dann geguckt, so McDonald's mir angeguckt, den Laden angeguckt. Und dann hab ich gesagt, komm, weißt du was? Ich mach einen Burgerladen auf. Nee, ich hab gesagt, ich nehme den Laden. Okay. Irgendwo ihm auch ein bisschen zu helfen. Mhm. Irgendwo hab ich gesagt, okay, dann machen wir hier, nur für uns. Ja. So, für uns damals, ja. Ein Burgerladen, wo wir Burger essen können. Ja. Aber vernünftig. Auf Qualität, handmade. Ja. Das, in meinen alten Restaurants war es ja auch. Ja. Habe ich auch auf Burger gemacht. Kannst du dich noch erinnern? Mit Presi. Ah, nee, ich komme nicht mehr. Warst du nicht dabei? Nee. Wo warst du denn dabei? Bei Lammkeule? Ja, das ja, aber kein Burger. Burger? Nee, nee, Lammkeulen. Okay. Aber haben wir oft gemacht. Ja. Ne? So, also da habe ich schon immer für mich so Sachen gemacht. Ja, als ich den Laden genommen habe, habe dem Jungen dann ein bisschen Abstand, also Geld gezahlt, so dass er ein bisschen, wollte jetzt nicht als Wohltäter stehen, aber ich habe ihm geholfen. 150 ja. Euro hier. Bitte. Nein, war schon ein bisschen mehr. Das ist korrekt. Jede Menge, viel, viel mehr. Auf jeden Fall, und habe mich da hingesetzt und habe dann ein Jahr lang an diesem Konzept gearbeitet. Ein Jahr? Ungefähr, ja. Hab Köche kommen lassen, wir haben an Soßen ausprobiert, das dann weiß gemacht, ich, ja, getan. Das, weiß ich auch noch, ja. Ne, das kannst du dich noch erinnern. Dann Fleisch ist ja auch besonders, ne? Soßen sind besonders, dann in Brot, ne? Wie wir wissen, ist da diese Aminosäure drin, die aus Schweinebrüsten gewonnen wird. Was machst du jetzt mit Brot? Willst du selber backen? Findest du einen Hausbäcker, der das für dich macht? Also ich habe dann irgendwann mich da so reingesteigert, dass ich eine Wissenschaft draus gemacht habe. So wie er mit Kamera und Sound. Genau so. Weil wenn ich, oder jetzt die letzten 5 Monate aber mit Kaffeewille. Aber ja. Meine andere Frage, warum sind hier so viele Kameras, Alter? Willst du mich klonen oder was? Eine Kamera für mich, eine Kamera für ihn, eine Kamera auf dich und eine insgesamt. Wo sind einfach 18 Kameras, Alter. Egal. Auf jeden Fall aber Respekt. Danke. So viel Mühe. Das müssen die Leute einfach mal zu schätzen wissen. Deswegen. Danke, Nisa. Wie viele gucken das, ohne zu abonnieren? Danke, Schein. Guck mal, nimmt mal alle den Igel aus der Tasche und tut ihm mal ein bisschen Support. Ja, wir wollen doch keine Niere, seid mal keine Geier. Aber wirklich, ey, guck mal, wie viel Aufwand die betreiben. Ja, das stimmt. Ernsthaft? Keiner schätzt das. Und Leute also meckern manchmal, wenn denen die Folge nicht gefällt. Ja. Ja, und das ist kostenloser Content. Kostenlos. Die sagen so, ja, ihr habt wieder vom Van Damme geredet. Pff, lass mich nicht anfangen. Nee, aber... Supportet mal, obwohl die sind ja schon gut betucht, die sind schon erfolgreich, wie er eben ja gehört hat, nach deren eigenen Aussage. Wir machen jetzt das Patreon. Wir machen das. Könnt ihr nicht, ja, könnt nur könnt da. Ihr nicht einfach euer PayPal. Was dann? Da wollen wir mal sehen. Ja. Ja, dann könnt ihr nur sehen, wenn ihr zahlt. Ja. Genau. Könnt ihr nicht einfach hier so PayPal einblenden? Das ist Patreon, das ist schön. Nein, PayPal, die sollen einfach direkt überweisen. Ja, der Patreon ist so. Aber du musst doch Gebühr bezahlen. Nein, nein. Die machen das umsonst. Ja. Gibt es nicht. Doch. Das machen nur diese Coaches, wo du warst. Die machen alles umsonst. Mir wurde erzählt, dass du so umsonst sind. Aber PayPal nimmt auch Gebühren. Ja? Ja, ja, klar. Du sagst doch selber, es gibt nicht. Wer hat der Dings in seine Raketen gebaut, ne? Elon Musk. Ja. Da muss er immer die Kohle haben. SpaceX. SpaceX, war ja gut. Mhm. Okay. Gute Firma, wo man investieren könnte. Ich lass das erstmal. So. Der unnötig Investierende. Ja. Das habe ich eben noch vergessen als Attribut. Ja, okay. Genau, genau. Nach gut aussehen, erfolgreich. Ja, ja, genau, genau. So, erzähl weiter. Ja, und dann kam irgendwann mal, wo ich gesehen habe, okay, das Produkt passt. Dann habe ich mir überlegt, habe ich gesagt, okay, was hat mich alles gestört an der Gastronomie? Ah, okay. Kellner, stör mich, weg. Koch, stört mich. Wirklich, habe noch in meinem Leben einen Koch kennengelernt, der vernünftig funktioniert. Ja, die sind alle krank. Die sind echt? Ja, ja, richtig krank. Die haben alle einen Schaden. Also ich habe viele kennengelernt, ne? Also sehr viele, mit denen ich gearbeitet habe. Lisa, das kannst du dir nicht vorstellen. Wirklich? Das kannst du dir die nicht vorstellen. Die haben alle so ein Brat ab. Danach dicht gefolgt vom Barista. Boah. Aber warum? Die machen doch nur so. Oder Da Vinci.
Ist gar nichts gegen die. Oder die sind Künstler. Bruder, die machen so Eichhörnchen und so eine Scheiße. Der bring den Kaffee raus, so. Alter. Der bring macht Eichhörnchen, aber derzeit hätte der 6.000 Euro Umsatz machen können. Genau. Aber der zeigt dir ganz stolz. Der sagt so, ey, wir müssen einen neuen Schlauch holen für 180 Euro, weil der Kaffee nicht 65 Grad Milch erzeugt, sondern 63. Also weil die Milch schäumt dann auf. Bring den Kaffee raus und halt deinen Maul, Alter. Auf jeden Fall alles, was mich gestört hat, Nisa, weil du musst ja überlegen, dass so eine Küche, da sind ja mehrere Leute. Das heißt, einer macht nur Fleisch, einer macht nur Fisch, einer macht nur Salate, einer macht nur Soßen. Also ist ja nicht so ein einfaches Konzept, wie es die heute gibt. Also früher Restaurants, das muss ja alles ineinander laufen. Das heißt, wenn der Kellner nur einmal reingegangen ist, hat gesagt, ja, der Gast hat Teller auf den geschmissen. Ja, die haben alle einen Schaden. Die denken, die sind Künstler. Und dann habe ich gesagt, okay, weg. Ja, sie sind wie ich? Ja, aber du bist die ja denken. Wirklich Künstler. Ist der? Wer? Der? Egal. Auf jeden Fall haben wir, genau, habe ich alles gesagt, okay, wenn ich nochmal Gastronomie mache, nur mit Lebensqualität. Ja. Das heißt, es muss unabhängig von mir sein. Ich will keine 17, 18 Stunden da stehen. Wow. Und dann habe ich immer weiter am Konzept gefeilt, immer weiter am Konzept gefeilt, immer weiter. Und dann haben wir dann 2013, als ich gesehen habe, Konzept passt so, aber da haben wir noch auf offene Flamme gegrillt, das war noch sehr kompliziert. Habe ich gesagt, guck mal, weißt du was, mach die Tür auf. Weil als das, wenn das, das sage ich auch immer den Leuten, investiert eure Zeit und Geld in Produkt, nicht in Ambiente, weißt du, ins Interieur. Ja. Köln ist das beste Beispiel dafür. Genau. Als der Laden anfing, der war gar nichts. Als das ist ja meine Einzimmerwohnung, so Trump-Plaza. Hab ich gesagt, guck mal, stell drei Tische auf, noch von der Pizzeria, die alten, mach die Tür auf. Dem sagt, na, wir müssen noch, ich hab gesagt. Was ist? Mach den weiter. Ach so. Ah, der muss eine Liegestütze machen. Ach so, ja, erzähl. Auf jeden Fall, ja, aber du kennst das, egal, für die Zuschauer ist ja wichtig. Ja, genau, genau, nicht für mich. So behandelt man normale Menschen. Bei den Superstars stehen die nicht einfach auf. Deswegen, ich vertrete euch heute alle hier. Die normalen Menschen. Erzähl. Zieh. Bist du noch da? Ja, ich bin noch voll da. Perfekt. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, mach die Tür auf. Und Ambiente ist unwichtig. Stühle, du hast ja selber noch mitbekommen. Yeah. Die Leute sind reingekommen. Produkt hat gestimmt, dann kommen die. Also die Leute setzen sich sogar aufs Boden, auf den Boden. Das heißt, du bist überzeugt, auch wenn ein Laden nicht gut aussieht? Nicht, ich bin überzeugt. Das ist so. Weil wenn du sagst, das ist aber eine harte Aussage. Nee, das ist so. Wenn du sagst, du bist überzeugt, das ist ja meine Wahrnehmung. Ist es nicht. Das ist Fakt. Das heißt, du glaubst, wenn ein Laden, sagen wir mal in der Frankfurter Innenstadt, der sieht nicht gut aus, der ist simpel gemacht, der ist, sieht nicht ein Gegenfrage. Land aus, aber da ist das beste Baguette. Gehen die dann da rein? Gegenfrage. Hätte ich lieber ein 3Hs aufgemacht. Gegenfrage. Ja. In wie vielen Läden wart ihr schon, ob Döner, ob Baguette, ob Nudeln, Pizzerien, die nach nichts aussahen, wo die Leute vielleicht auch sogar unhöflich waren, aber die hatten die beste Pizza und die geht trotzdem rein? Ja, ja, gibt's. Ja. Wo war's? So. Ja. Ja, aber ich bin das so. Das ist nicht meine. Ja, du sagst ja, nein, es ist Fakt. Okay. Wenn das Produkt passt und das stimmt und das schmeckt, weil der Hunger ist sensibel, mit Hunger lässt sich nicht spielen. Das heißt, auch wenn du einen Laden aufmachst und ich bin verpflichtet, bei dir zu essen, weil du mein Freund bist, aber es schmeckt nicht, das werde ich einmal machen, das werde ich zwei machen. Beim dritten Mal komme ich nur noch Kaffee trinken und beim vierten Mal trinke ich nur noch stilles Wasser. Ich werde nicht aus Gefallen bei dir essen. Auch wenn ich dein eigener Bruder bin. Das stimmt. Genau. Gut gesagt. Und deswegen ist das Produkt. Darauf müssen sich die Leute fokussieren und konzentrieren. Und danach kannst du drumherum machen. Was bringt dir am Ende zwei? Wie viele haben gebaut? Bei wie vielen Öffnungen wart ihr denn? Ihr seid doch Superstars, wird doch immer eingeladen. Riesendings, 5 Millionen, Wasserfall, da, dies, Licht. Guck mal, der Stuhl, was der kann, der dreht sich, das dreht sich so. Koch kommt raus, Kellner, Feuer, Käse, alles durcheinander. Und am Ende kommt das Produkt. Und dann habt ihr zweimal Spaß gehabt mit dem Produkt. Einmal da und einmal nochmal zu Hause. Ja, und vor allem viele Leute, die neu investieren wollen oder vor allem Leute, die aus der Entertainment-Branche kommen, die wollen, dass das geil aussieht, haben aber gar keine Ahnung von Gastronomie. Das Essen schmeckt dann. Und da kennen wir echt ohne Ende Beispiele von YouTubern, Fußballern, Rappern, genau. Die Läden aufgemacht haben. Aber der läuft die erste Woche, weil die Fans alle kommen. Genau, das ist, aber da sind wir wieder. Es ist nicht tiefgründig, es ist nicht nachhaltig, es ist nicht durchdacht. Ja. Gastronomie ist knallhart. Und das habe ich die letzten 6 Monate... Der kann ja gleich davon reden. Boah. Das ist ja ein Beispiel dafür. Aber ich war stolz auf ihn, weil als ich jetzt bei der Comedy-Show... Ich bin übertrieben stolz auf ihn. Als wirklich. Ich weiß ja, was dahinter steckt. Das kann sich keiner... Du kannst dir das nicht vorstellen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich sehe nur, dass der so jeden Tag Selbstmord gefährdet ist. Der war ja vorher auch. Ja. Nein, der Ist-Zustand hat sich nicht geändert.
Nur die Richtung. Ja, die Richtung. Das war da lang gelaufen. Sein Ziel verändert, das muss Schein lassen, wirklich. Ja. Schein ist jemand, der ändert nie sein Ziel, nur seinen Weg. Ja. Wenn der Lang nicht funktioniert, geht er da lang. Das respektiere ich. Ja. Weil der sagt nicht, okay, ist nicht. Ich sage, okay, wenn das nicht funktioniert, ich gehe da lang. Wenn das nicht funktioniert, ich gehe da lang, bis ich dieses Ziel erreiche. Aber ich kann mich erinnern, das ist Respekt an dem Bruder. Er hat ja wirklich lange zum Beispiel am Essen gearbeitet. So muss man ihm lassen. Er hat sich wirklich den Kopf zerbrochen. Ich war da. Und dann hat er diese, ich wusste nicht mal, was das ist. Sagt er, Stulle. Sauerteig. Sag ich, was ist eine Stulle? Sauerteigstulle. Sagt er, das ist so ein Brot, bla bla. Und dann reden die über die Preise, ne? Dann sage ich, ich zahle das doch nicht für dieses, wer zahlt das? Ne? Das kostet ja mehr als ein Döner. Und der so, du bist typisches Beispiel für diese Leute, die alles mit Döner rechnen. Ja. Alles, aber... Ja. Deswegen, wie Dulli, nur hier, dass er den noch isst, der Fettsack. Viele Grüße an Kemal, ne? Kemal, unser Gastroflüsterer. Ja, ja, der hat dafür gesorgt, dass der Döner teurer wird. Das kannst du nicht mehr so, weil Döner kostet 7 Euro. Ja. Nicht mehr 3 Euro. Ja, aber nicht so teuer. Auf jeden Fall. Und ich habe Leute gesehen, die diese Stullen gegessen haben. Die diese Stullen gegessen haben. Und alle haben gesagt, boah, das schmeckt brutal. Ich war bei der Verkostung. Und? Was sagst du? Obwohl ich krank war. Ja, das muss man sagen. Also, wir haben bald Wiesbaden. Ja. Das ist gut. Also, er war bei der Verkostung und ich weiß, was er sagt. Wenn man sich darauf fokussiert, das Produkt gut zu machen, ey, das hat Nächte gekostet, ne? Ja. Wochenlang. Ja, und wir haben ja nicht nur 5 Stullen gemacht, sondern 100. Echt? Ja, guck mal, dann haben wir 17 Mal das Brot geändert. Das musstest du auch ändern. Ja. Hab ich auch gesagt. Ja, ja. Tag. Aber das ist ja das Interessante, dass du das sagst, weil einen Prozess habe ich ja selber persönlich mitbekommen. Weil, guck mal, du weißt ja zum Beispiel, dass wir hier immer bei dem Pakistaner bestellen. Ja. Ne? Weil wir nicht bei KFC essen können. So. Und dann kann ich mich erinnern, dass er irgendwann gesagt hat, weißt du noch, der so, ey, ich mach Wings wie KFC, ich will jetzt selber machen, dass wir auch so einen eigenen KFC haben. Sag ich, okay. Hat der Koch eingestellt oder mehrere. Zwei? Mehrere. Nicht eingestellt, beauftragt. Beauftragt, wochenlang. Er hat immer gesagt, ich gehe jeden Tag hin, probier. Und dann habe ich ihn immer genervt. Ey, Oma, wann kommen die? Der so, schmeckt noch nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass ich beim dritten spätestens sagte, nimm das doch, wen juckt das? Die da, wo ich so esse, die so KFC-Kopien, die schmecken auch nicht so geil. Aber er hat gesagt, nein, ich will, dass das besser schmeckt sogar als da, damit die Leute kommen. Genau, es hat aber mehrere, guck mal. Und dann hat es im Endeffekt gelassen, darauf wollte ich hinaus. Genau, du hast dann nicht gemacht. Ich bin dann auf die Chicken Sticks gekommen. Genau, auf die Chicken Sticks. Das ist ja meistens so. Du willst was anderes erfinden und da kommt so ein Side-Effekt. Side-Goal, Side-Bla raus. Und dann haben wir da, ich habe es ja auch nur aufgenommen, diese Chicken Sticks, die wir ja gleich hier verkosten werden. Boah, geil, hast du dabei? Ja, ihr kritisiert mich ja immer, dass ich nichts mitbringe. Ja, jetzt bin ich sehr froh, dass du da was bringst. Jetzt bin ich sehr froh. Ja, auf jeden Fall, zum Beispiel, du hast ja jetzt deine Produktpalette fertig. Das ist ja der erste Schritt, Nisa. Jetzt geht's ja los. Du musst ja die ganze Wertschöpfungskette, musst du einmal durchdenken. Und da musst du gucken, dass du das ja hinkriegst, dass es jeder machen kann. Ja. Weil, wenn du nur einen Weltklasse-Koch hast, der kocht, wenn du isst, leckst du dir die Finger danach. Ja. Was ist, wenn er morgen nicht kommt? Deine ganze Existenz ist von ihm abhängig. Und das hast du schon bedacht? So. Das musst du bedenken. Das heißt, auch bei den Wings, was du gerade sagst, auch wenn die jetzt Weltklasse waren, wenn in der Wertschöpfungskette irgendwo was ist, wo ich sage, okay, nee, das macht mir zu viel Stress, weg. Das heißt, um ein Produkt aufzunehmen, ist kein Problem. Ich kann doch auch alles machen. Ich habe ja, du kennst mich ja schon lange, ich habe ja alles Mögliche in Gastronomie gemacht. Mhm. Mir kann keiner, das kann ich selbstbewusst sagen, das Wasser reichen, wenn es um Burger geht. Aber warum soll ich denn diesen Wettrennen, warum soll ich das mitgehen? Das ist ja immer okay, zu welchem Preis? Ja. Zu welchem Preis mache ich das? Okay, ich verliere Lebensqualität. Das heißt, du siehst Freunde nicht, du hast keine Freizeit, du kannst keinen Sport machen. Du bist jeden Tag eigentlich nur am Überlegen, okay, fahre ich Bauhaus, kaufe ich einen Strick? Oder springe ich vor Thalys oder ECE? Was bringt dir dann so viel Geld, du verdienst? Ganz stimmt. Und genau, und das habe ich gesagt, okay, für diesen Preis machen wir das nicht. Deswegen auch das Konzept, was ich jetzt habe, ist auch für die Partner so bedacht, dass die Lebensqualität haben. Das habe ich sogar mitbedacht. Das ist das Geile, ja. Genau, das habe ich sogar mitbedacht. Der muss nicht im Laden stehen. Der kann 4 Wochen Urlaub machen und alles läuft. Aber das kam von den ganzen 20 Jahren gute und schlechte Erfahrungen, weil ich habe ja auch einige Sachen gegen die Wand gefahren, wie dann dieser ja weiß. Und das noch nicht ohne. Oh. Aber genau, diese Sache. Und sehr schlimme Wände. Genau, also richtig Betonwände. Ja. Und genau, und das kam mir jetzt alles irgendwo zugute, als ich an diesem Konzept saß. Und während dieser 10 Jahre, weil die Marke gibt es jetzt mittlerweile 10, wir sind im 10-Jährigen dieses Jahr, ihr seid eingeladen.
Danke. Ihr müsst ja kommen. Ja. Wo wird denn das 10-Jährige stattfinden? Ich hoffe, in der neuen Systemzentrale, die gerade gebaut wird. Wo wird die gebaut? In Köln. Wird die gebaut extra? Das Gebäude steht schon, also innen muss noch ausgebaut werden. Okay, okay. Und ein neuer Laden wird auch in Köln gebaut. Auch noch? Neue Flagship-Store, ja. Aber wird der zweite in Köln, also der jetzt in Köln, klar, bleibt der? Klar, der 100%. Ja, der ist wie der Kölner Dom. Ja, okay. Das ist Weltkulturerbe. Weltkulturerbe. Und du, weil du jemals 20 Jahre Erfahrung hast, du hast hier ganz andere Sachen, die man gar nicht vorher bedenken kann, sondern die in der Situation entstehen. Genau. Weil ich kann mich mal bei mir erinnern, als ich 18 Mal das Brot gewechselt habe, nach unserer Verkostung noch, ne? 18 Mal. Und ich dann ach, gesagt, wirklich 18? Ja. Ich dachte, so nein, ich habe gezählt. 18 Mal habe ich das Brot gewechselt. Und dann musste ich ja, nichts für mich. Für das Brot, was ich mich am Ende entschieden habe, musste ich ja auch erstmal einen Lieferanten finden, der mir das genau in der Größe backt. Richtig. Extra nur für mich. Richtig. Und wer macht das? Für die Stückzahl. Für die Stückzahl. Dann habe ich natürlich den besten Laden gefunden und die größte Firma sogar hier in Wiesbaden, die das für mich macht. Ja, bei dir ist natürlich ein Vorteil, du bist bekannt. Genau, das hat er auch gesagt. Ja, genau. Ist so, das wird sonst keiner machen. Tja. Ich habe ja keinen gefunden. Ich habe wirklich, am Ende bin ich bei so einer alten deutschen Bäckerfamilie gelandet und ich habe ganz offen erzählt, was ich mache, wie ich es mache, warum ich es mache. Das waren auch, ich sag mal so, die gegen andere ein bisschen was haben. Ja. Mal vernünftig ausgedrückt. Lapidar gesagt. Lapidar gesagt. Mhm. Aber die waren so einfach fasziniert, dass der mal gesagt hat, ey, weißt du was, Jung, ey, wisst ihr was? So kölsche Typ, ne? Wisst ihr was? Du bist eine gerade Jung. Du bist eine gerade Jung. Für dich machen wir das. Ja, geil. Super. Genau. Dann haben bist die du das noch mit denen? Nee, es wurde ja mit dann irgendwann ein bisschen mehr, dass die auch wieder so sind, ne? Die gucken nicht dann, oh, jetzt können wir noch mehr Geld verdienen, weil der will einfach seinen Feierabend haben. Ja. Das heißt, dem war das egal? Dem war das egal, der hat mich gerührt, die sagt, ey, pass auf, Jung, das läuft ja nicht mehr, das ist zu viel. Und ich wollte ja was korrekt, zu seiner Erfahrung sagen. Da muss ja jemand anders suchen. Dann war die Zusammenarbeit wieder beendet. Geil, das wollte ich wollte ja zu dieser 20-jährigen Erfahrung gehen. Ja. Als ich dann das Brot gekriegt habe und es gegrillt habe und dann haben wir unser Soft-Opening gemacht, ist uns eine Sache aufgefallen, die vorher gar nicht mehr bedacht haben. Wenn das Brot mal 2 Minuten zu spät rauskommt, ist es zu hart drin und man kann es gar nicht mehr essen. Also war alles vorher umsonst. Richtig. Was haben wir dann gemacht? Wieder geguckt, wie lange, wenn es 5 Minuten steht, was passiert mit dem gegrillten Brot? Das muss man alles testen. So, und jetzt haben wir ein Brot gefunden, das kannst du, falls, wird nicht passieren, aber wenn es 10 Minuten sogar steht, ist innen schön knusprig, außen die Ränder schön weich zum Schneiden, dann haben die Messer nicht mehr gepasst, weil die Messer konnten nicht die Kruste dann schneiden. Hör zu, dann, Lisa. Dann sind die Zacken, wenn du zu viel Zacken hast, dann machst du das Brot so kaputt, du schneidest es so, dann zerfällt das. Du haben wir vorne nur so wie so ein Steakmesser benommen. Ja, der Winkel. Nur der Winkel. Der Schnittfläche muss stimmen. Genau. Alles gemacht, dass wir das perfekt haben. Und Leute sagen, was ist das? Es kommt an, die sagen, brutal. Soße selber gemacht. Nicht einmal sein Bruder so eins mitgebracht, aber kein Problem. Was seid ihr nicht mehr da? Ich bin doch aufgetreten am Freitag. Ja, da war ja kein Betrieb. Aber da, guck mal, wir tun ja jetzt feststellen, ne, wie viel Stress das ist, wo jeder denkt, boah. Ich werde mich schon von Zug geworfen. Ich bin doch illabil. Ja, aber dazu kommen wir. Ist das kein marokkanischer Name? Nabil. Achso. Nicht labil. So, jetzt haben wir das Niveau hier erreicht. Jetzt können wir Gas geben. Ja, ja. Auf jeden Fall, deswegen sage ich ja das Konzept, ne, weil die Leute manchmal ja fragen oder denken, ja, Franchise, der will verkaufen. Nein. Ja, aber willst du am Endeffekt ja auch. Ja, aber wie viel Franchise haben wir bis jetzt verkauft? Also wir sind da wirklich sehr, sehr sorgfältig in der Aussuche unserer Partner. Ja. Wie viel? Wir sind jetzt knapp bei plus minus 1. Kann man das so, ja. 18 bis 20. Ich glaube 20. 20, wie viele haben aufgemacht schon? Also es hat ja Bonn aufgemacht, ja. Denn Isat war ja da. Ja. 18 Uhr haben wir gesagt, schneiden wir Band durch, Drohne da, Schlange vor der Tür, Schere besorgt, so, und Isat durchgeschnitten, alle haben geklatscht, wir haben runtergezählt, Count, das war reingegangen. Sollzustand. Und dann sind wir reingegangen und haben wir Bonn eröffnet. Du, wahrscheinlich bist du gar nicht gekommen oder kamst du spät? Nein, ich bin gekommen. Ja, aber zu spät. Der ist gekommen. Dieser Gag ist auch wie Regen. Ist auch dieser Gag ins Wasser gefallen. Ja, oh, stark. Auf jeden Fall, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Bonn hat aufgemacht. Jetzt am Wochenende machen wir den Laden auf. Wo? Wann wird das ausgestrahlt? Nächste Woche Montag. Also sagen wir mal, Neuss wird aufgemacht. Müssen wir kein Datum nennen. Als nächstes wird Neuss aufgemacht, dann Rüsselsheim, wo Scheian zur Eröffnung kommt. Da wird er das Band durchschneiden. Ja. Frankfurt. Mal gucken, ob der die Ehre der deutschen Podcast wieder zurückholt. Ja, für muss euch. Ich ja. Muss einer ich muss mal. Ja wieder. Frankfurt, Kassel. Leverkusen hat ja aufgemacht. Bottrop.
Mönchengladbach macht auf, wen haben wir noch da? Wart ihr auch nicht in Frankreich irgendwo? Nee, wir haben das gestoppt. Also Frankreich, also ganze Dachbereich, Österreich, Schweiz, also überall deutschsprachiger Raum, haben wir gestoppt. Weil wir wollen uns erstmal nur auf Deutschland konzentrieren, weil, wie du gerade festgestellt hast, bei einer Stulle, wie viel Arbeit das ist. Jetzt stell dir mal vor, die Infrastruktur, wo du alle Läden beliefern musst, mit Brot, Fleisch, Soßen. Da brauchst du ja eigene LKWs und auch so. Ja, und Spedition. Das hat ja auch die meiste Arbeit gekostet. Das heißt, bis wir mit dem Franchise an den Markt gegangen sind, habe ich ja auch fast ein Jahr daran gearbeitet. Und wir sind ja immer noch am Optimieren. Immer, weil es, wie du siehst, es kommen ja dann immer noch Sachen, obwohl ich so viel Erfahrung habe, kommen immer noch Sachen, wo du sagst, okay, das kann man noch besser machen, hier kann man noch besser machen. Okay, wenn musst du ja auch die, sorry, ja. Dann musst du ja auch die Kühlketten immer konstant halten. Kühlkette darf nicht unterbrochen werden. Das ist in Deutschland genauso viel oder genauso schlimm, wie wenn du einen Baum durchsägst, den du nicht durchsägen darfst. Das ist schlimmer als Mord. Wusstest du das? In Deutschland haben Bäume mehr Rechte wie Menschen. Und Kinder. Nee, Kinder haben nicht so viele Rechte. Ja, doch, auf wollte ich ja noch. Ach so, ja. Mehr Rechte Fakt, Kinder, ja. Genau. Also mit Neuss, wenn wir den dazu rechnen, wie viele 3Hs-Filialen eröffnet, wo jemand reingehen kann, was essen kann, gibt es jetzt, die eröffnet sind? 20 sind jetzt verkauft, aber wie viele? Wir können ja aufzählen, Köln, Düsseldorf, Frechen, Wuppertal, Leverkusen, Bonn, Delmenhorst, Bottrop, Neuss, Rüsselsheim, also Rüsselsheim macht er dann auf, dann sind es 10. 10. 10 sind gerade auf. 10 werden dann auf sein, also bis auf 2, also 8 sind dann auf mit Neuss. Und okay. Dann 10 machen dann auf. Und du bist jetzt gerade erstmal beim Anfang. Genau, wir sind am Anfang, aber wir wollen ja nicht schnell verkaufen. Also wie gesagt, wir haben 300 Anfragen. Also wenn es nach Verkaufen geht, darauf will ich ja hinaus, ja. Das ist gar kein Problem. Weil diese Einstiegshürden sind ja nicht so groß. Das heißt... Darf man darüber reden? Ja klar. Eine Lizenz kostet 30.000 Euro. Ja. So. Ja. Und dann musst du 6% vom Nettoumsatz als laufende Gebühr bezahlen. Ja. Ne? So, und diese 30.000 ist ja dann erstmal, die kriegt ja irgendwie jeder irgendwie zusammen. Ja. So, aber davon lassen wir uns nicht täuschen, weil andere machen das halt anders, andere Franchise-Unternehmen. Die gehen hin, die arbeiten mit einem Finanzdienstleister zusammen, eine Bank und sagen, okay, du brauchst 20.000 Euro Eigenkapital. Das Ganze kostet aber 300.000 Euro. Aber wenn du die ganzen Voraussetzungen erfüllst, wofür die dir natürlich sorgen werden, kriegst du natürlich diesen Kredit, 300.000, ne, damit du richtig ins Verderben gestürzt wirst. Mhm. Und dann kommen sie und sagen, okay, du brauchst Einzelanlage. Wiesbaden, Einzelanlage, mindestens 150 Quadratmeter, 200 Quadratmeter. Stark frequentierte Straße, gucken, wie viel Quadratmeter das ist, muss auch so gebaut werden. Ob da vorher eine Bücherdreierinne war oder Gastro, interessiert die nicht. Und dann kommen und die Nutzungsänderungen und alles? Genau, dann geht das ja los. Ja. Dann bist du damit erstmal beschäftigt. Dann kommen die irgendwann mal, wenn du die Nutzungsänderung endlich mal durch hast, was sich viel Geld kostet, weil du brauchst Schallschutz, du brauchst Brandschutz, Gutachten, die ganzen Sachen, die kosten sehr, sehr viel Geld. Kann erscheinen aus erster... aus der ersten gleich mal erzählen. Gehen die rein und reißen alles ab. Wir sagen, da war wohl Gastronomie drin, reißen alles ab und bringen die halt deren Sachen, die dann irgendwo in Türkei oder in China hergestellt wurden und die schrauben die nur noch hier zusammen. Das hat die vielleicht 100.000 gekostet, die haben aber 250 kassiert. Das heißt, die verdienen einmal am Kredit, Kredit werden gute Provisionen ausgezahlt und die verdienen an der Einrichtung. Ja. So. Das heißt, die Hürde ist nicht so groß. Wir versuchen es halt ein bisschen anders zu machen. Das heißt, bei uns ist die Hürde jetzt auch nicht so groß, aber bei uns, wir lassen uns das zeigen. Das heißt, wenn wir sagen, der braucht 150.000 Euro, muss er die nachweisen. Als Eigenkapital. Und dann gehen wir hin und tun das individuell anpassen. Das heißt, du rufst mich an, hast Interesse und wir haben uns jetzt geeinigt, du hast 30.000 Euro bezahlt, kriegst deine Lizenz mit Gebietsschutz und. Dann komme ich raus oder wir kommen dann raus. Jetzt hast du einen alten, was wir immer empfehlen, ist halt ein gastronomisches Objekt zu reinzugehen. Weil warum? Da hast du schon die Konzession. Das heißt, du sparst Schallschutz, du sparst Brandschutz, diese ganzen behördlichen Aufnahmen sparst du, weil wir verkaufen keinen Alkohol und dann hast du ganz andere Auflagen. Du brauchst keine Toilette und so weiter. Je nachdem, wie groß der Laden ist. Und braucht man jetzt ohne Alkohol auch eine Toilette? Ja, und je nachdem, wie groß der Laden ist und je nachdem, in welcher Stadt. Jedes Bauamt ist anders. Ah, okay. Das ist wie Würfeln. Hm. Auf jeden Fall kommen wir dann dahin und jetzt sehe ich zum Beispiel, das war ein altes gastronomisches Objekt. Das heißt, da ist ein Kühlhaus drin, da ist ein Fettabschneider drin, da ist eine Lüftungsanlage drin, Schallschutz, Brandschutz. Da reden wir schon von ungefähr 100.000 Euro. Warum soll ich jetzt hingehen und sagen, Nisa, alles abreißen und verkauft dir alle meine Sachen neu? Ja. Genau, aber so läuft das normalerweise. Also wir machen es individuell. Wir versuchen das genau, so kostengünstig... Ich muss mich kurz entschuldigen. Ja, weil so kostengünstig, wie es geht, versuchen wir, dass du aus dieser Nummer rauskommst. Weil was wir nicht wollen, ist, dass du dich finanziell in irgendwelchen Ebenen begibst, die dann für dich mit Problemen in Zukunft. Problemen in Zukunft in Verbindung gebracht werden.
Ja. Ich weiß gar nicht, ich habe den Satz jetzt irgendwie zusammengeklebt. Ja, ja. Aber die Leute verstehen mich schon. Ja, du weißt, von jemandem erwarten, der mit 12 Jahren Unkraut gezupft hat. Ja, das heißt, viele Leute, die ja, die versuchen ja einfach dann so viele Franchise-Abnehmer wie möglich zu finden, weil dadurch der Pott generiert wird, ja, an dem die sich erfreuen, während du sagst, nee, es ist lieber langfristig, weil es bringt mir nichts, wenn er das kauft, aufmacht und in 6 Monaten macht er zum Beispiel zu. Genau. Genau, also was wir wollen halt langfristig, ne, und nachhaltig vor allem wachsen, und wir wollen halt die Leute in kein Verderben stürzen. Also wir wollen den Leuten wirklich, weil das Wichtigste, egal wie toll ich bin, wenn der nicht profitabel ist, das heißt, wenn er kein Geld verdient, ja, bin ich eigentlich, ist das Konzept nicht gut. Ja, das ist genau. Fakt. Ja, ja. Egal wie viel Mühe wir uns geben. Und deswegen, um zu garantieren, dass der Geld verdient, muss ich doch auch irgendwo hingehen oder irgendwo versuchen am Anfang, dass er nicht so viel Geld investiert. Ja. Weil das heißt, wenn er, sagen wir, im ersten Monat 5.000 verdient, aber der hat 300.000 investiert, der denkt zwar, okay, ne, die rechnen da irgendwas aus, so und so viel Rendite, so viel Prozent machst du, aber bis wann bist du dann im Break-Even? Ja. Du musst erstmal 300.000 Euro verdienen. So, aber wenn ich nur 50.000 oder 80.000 investiert habe, weil der Franchise-Geber oder Partner so individuell angepasst hat, dann bin ich doch schneller raus. Das heißt, ja, ich werde schnell mein Geld zurückhaben und schneller wieder Geld verdienen. Ja. Genau, und das versuchen wir halt dann so zu machen, dass wir den Franchise-Partner profitabel kriegen. Weil nur dann sind wir ein gutes System. Okay. Und deswegen sind wir bei der Aussuche der Franchise-Partner sehr genau und lassen uns auch viel Zeit. Verkaufen ist kein Problem. Du siehst doch, wenn so Coaches Sachen verkaufen, die haben ja gar nichts. Die verkaufen nur Luft, Sprüche und hier, check hands und so und verdienen Geld. So, wir verkaufen ja hier tatsächlich was, weil sie sind Pragmatiker und wir verkaufen ja wirklich was. Okay, jetzt kommt dieser zu dir. Du kennst ihn nicht. Der zeigt dir sein Konto, so 15 Millionen auf dem Bankkonto. Keine Ausgaben, 300 sogar. Also die Zahl haben wir letztes Mal festgestellt, Samstag. Ungefähr plus, ja, minus null. Da 15. Egal, letztes okay, Mal. Okay, 15 Millionen circa. Kommt und sagt, hier, Oma, Habibi, ich habe von deinem Franchise gehört. Ich will, Habibi, ich will, welcome, welcome. Ich will 8 Läden machen oder 9. Gib mir das. Dann sagst du, ja, wie willst du es meinen? Der so, guck mal, red nicht so viel hier. Hast du deine, ich gebe dir 2 Millionen. Also man muss sagen, also da sind schon... Der sagt das jetzt nicht so unhöflich, aber... Also man muss ja wissen, dass das Konzept, was wir haben, hat ja ein bisschen Exklusivität. Warum? Weil unser Produkt können wir an alle Glaubensrichtungen anbieten. Ja. Mhm. So, als Franchise. Wir waren auch die Ersten. Wir sind mittlerweile auch irgendwo eine Marke. Wir haben auch an Mormonen. Und wir haben uns... auch an denen. Die haben ja... Mormonen sind ja die, die auch... diese Neigung hast, die du hast, ne? Nein, nein, das sind nicht die. Doch, doch. Nein. Doch. Kommen wir gleich zu. Dann wird es mir recht geben. Ja, okay. Wo wir Samstag drüber geredet haben. Ja, ich weiß. Haben die? Ja, 100%. Deren Boss? Ja? Ja, ja, was denkst du denn? Stimmt! Ja. Der Erfinder, der ich bin zurückgeblieben, ne? Ja, genau. Ja, aber das war ja, weil das in der Zeit normal war. Dann denkt, der kann einfach Wörter schmeißen. Ja, nein. Der kleine der Kollege hier. Ja, ja. Auf jeden Fall, da kamen ja schon einige. Ja? Ja, ja, klar. Da kamen ja schon einige Habibis. Bruder, mein Bruder, ja, wir müssen, wir können, wir haben diese, ja, wenn du wüsstest. Wir sind doch nicht von gestern. Ja. Deswegen, also das machen wir nicht. Okay, also ihr sucht euch schon nein, exklusiv den Partner aus. Guck mal, das wichtigste Schein ist, dass einer, wenn ich muss spüren, dass er diese Begeisterung hat für diese Marke. Das Feuer. Genau, dass er das fühlt, was ich fühle, weil nur dann kann er... Fire Flame Spinner. Weil dann nur kann der dann die Begeisterung beim Kunden auslösen. Aber wenn der das nur macht, weil er denkt, okay, ich mache und dann gehe ich jeden Monat da mein Geld abholen, das wird nicht funktionieren. Okay. Damit schadet er uns nur. Okay, bevor wir jetzt... Würde ich nicht machen. Ich habe noch 3 andere Fragen, aber ich habe Hunger. Ja, hau rein. Deswegen. Ich verstehe sowieso nicht, warum, was ist seine Funktion? Seine Funktion ist, muss Essen bringen. Oh, boah, ist genug Essen sogar. Ja. Wow. You can really dance. Ey, und jetzt will ich Nizar sehen, ja, der nein gesagt hat, Bruder. Ey, wie viel hast du mitgebracht? Der so gesagt hat, ich hab immer 3 Hasburger im Kofferraum. Der gesagt hat, Bruder, diese scharfe Soße, die du mit Marc Gebauer gemacht hast, die ist nicht scharf. Rede. Heute will ich sehen. Das hab ich nicht gesagt. Ich hab gesagt, ich kann die du essen. Du hast das gesagt. Nein. Du hättest die angeblich im Wuppertal gegessen. Doch, die hier. Welche ist die schärfere? Die kleine hättest du gegessen. Nein, ich hab hast gesagt, die harmlosere. Hast du gesagt. Hat er oben nicht unten gesagt, der isst? Ja, ich esse ja auch. Hat er gesagt, der isst oder nicht? Schein, unten. Ja, esse ich. Sag einfach ja. Das ist mein Bruder, der verrät mich nicht. Die ist ein bisschen scharf. Nein, das ist die schärfere. Ich weiß das. Die schärfere werde ich nicht nehmen, weil es gibt diese Soßen, das hat nichts mit Geschmack, sondern einfach Mutprobe zu tun. Und da bin ich raus. Was bist du? Wie, was bin ich? Cheyenne Garcia hat in der Folge 98 gesagt,
Bei euch ist sogar stilles Wasser scharf. Ja, aber nicht so. Richtig? Ja. Genau. Also willst du nicht probieren jetzt? Doch, ich probiere. Wir nehmen einfach auf, während wir essen. Ich feiere das. Ich ja. auch. Dieser Podcast, was heute ist, einfach, wir sind normale Menschen. Ich habe euch runtergeholt. Ich gebe keinen auf normale Chips Menschen. Da sind auf jeden Fall mehrere, weil ich wusste, dass du die alle allein bist. Mhm. Soll ich dir was dazu erzählen? Ja. Also das ist Danakil, das ist unsere scharfe Soße. Mhm. Die haben zusammen mit Marc Gebauer rausgebracht, weil der ist ja bekannt, wenn du auch bei YouTube guckst, für Schafessen. Mhm. Also der ist das, der putzt sich, glaube ich, damit die Zähne. Der ist richtig krank, was Schafessen angeht. Dann habe ich lange überlegt, ich musste eh eine scharfe Soße rausbringen, weil den Leuten war unser Chili Cheeseburger nicht so scharf. Also okay, dann. Und dann haben wir das zusammen gemacht. Ja, und es wurde halt sehr, sehr gut angenommen, dass wir wirklich Stückzahlen haben, wo wir nicht mehr hinterherkommen. Einzelhandel fragt an. Also wirklich gut. Und wir werden jetzt dieses Jahr, werden wir suchen, wer in Deutschland der Danakil Champion 2023 ist. Also wer kann am schärfsten essen in Deutschland? Und der Gewinner kriegt ein, also der Hauptpreis ist eine Rolex Dayjust. Was Nein. heißt, die ganze Flasche? Nein, die essen Chilischoten, Habaneros, in verschiedenen Schärfegräden. So, und wer am Ende übrig bleibt, kriegt halt diese... Und das jetzt so übertrieben scharf? Für mich, ja. Für mich, das ist für mich radioaktiv. Und du bist ein für Schafesser? Marc, für Marc nicht. Ich bin kein Schafesser. Ja, ich auch nicht. Ja, ich könnte jetzt scharf essen, also aber ich bin jetzt keiner, dem Das hier ist wirklich nichts. Sag es doch, probier doch mal. Das ist nichts. Und das habe ich gegessen. Nein, will ich nicht, weil ich weiß. Mach doch nur mal einen Tropfen. Es gibt diese Soßen, wo es nichts mehr mit Geschmack zu tun hat. Das ist dann nein, einfach so ein Mut-Contest. Nein, weißt nein, du, wie schmeckt? Ein Tropfen. Ein Hauch. Ein Hauch. Ja, komm, gib. Bist du sicher? Ein Hauch. Aber mach mal so einen Klecks. Nein, nein, nein. Ich hab keinen Bock auf. Das sieht, ich weiß doch, dass ich Magenschmerzen kriegen würde. Nur, nimm einen Chicken Stick. Zeig mal. Genau, jetzt aber dann die Hälfte, komm. Guck mal, wenn du sagst die Hälfte, dann ist das schon sehr scharf. Mal, will ich menschlich sein? Okay, das dauert ein bisschen. Also Nisa hat gerade die scharfe Soße probiert. So, die Uhr ist weg. Siehst du? Gar nichts. Warte. Worauf? Ja, das kommt doch, das wirkt später. Woher? Wo soll das kommen? Aus Frankfurt oder was? So kein Tequila. Was redet der? Ja, okay, wenn der nicht abkackt, gepäsch, ist die auch. Ja, lass ihn mal probieren. Oder war das zu wenig? Vielleicht, oder? Lass ihn mal probieren. Probier mal so, wie der gerade probiert. Guck mal, ich hab jetzt so reingetrunken, so. Ja, ist ein bisschen verschmiert, aber ist okay. Ja, hier. So? Ja, so ist gut. Ich esse ja gar kein Schaf. Für mich ist Tabasco schon das Schärfste. Ja, jetzt ballert. Ja? Ja. Mal hier drauf. Ja, ja, ist scharf. Aber nicht so... Sag ich doch. Es ist essbar, aber... Ist nicht so wie diese ganz scharf, was du meinst. Ja. Genau, wo ja, so ein Kollege mich schickt, du machst drauf, dann... Nein, mach ein bisschen weniger. Der hat gut Geschmack, der ist okay, Mann. Ja? Aber ist gut, ja? Oma, aber siehst du? Also für mich ist es okay. Aber nur dieser Rahmen, Oma. So. Was los? Dieser Tropfen ist okay, so wie ich gegessen habe. Was ist los, Schein? Respekt. Respekt, Bruder. Respekt, du bist ein Macher, Alter. Ja, erzähl. Gibt's noch was zu erzählen? Also. Komm mir mal bitte zu meiner Frage zurück. Gerne. Wie willst du die Lebensqualität, die dir so am Herzen liegt, warum du überhaupt angefangen hast, gut, das über mehrere Standorte genau kontrollieren? Genau. Man sollte, wie ich auch eben mit dem Produkt gesagt habe. Die Lebensmittelqualität, genau, ja. Man sollte die Zeit und Ressourcen nutzen, um in Systeme zu investieren. Nicht in Aktionen. Und wenn du ein System hast, wo du mit 5 Läden, wo die Automatismen so gestaltet sind, dass die 5 Läden bedienen können, kannst du auch 500 machen. Da kannst du, ist kein Problem. Denn Hamburg kann nicht so gut schmecken wie Köln am Anfang. Dann kannst du es auch skalieren. Du musst in Systeme investieren, nicht in Aktionen. Okay.
Genau, und das haben wir jetzt die ganze Zeit gemacht. Und wir haben ja bewiesen, dass es funktioniert. Wir haben auch ein paar Sachen versucht, die ein bisschen weiter weg sind. Das hat geklappt. Und das hat uns den besten Beweis gegeben, dass es klappt. Und wir investieren weiter in Systeme, ne? In Qualitätskontrollen, in Mystery Shopping. Wisst ihr, was das ist? Ja, bin ich einmal durchgefallen. Mystery Castle kenne ich schon, Phantasialand. Damals, als ich im Möbelhaus gearbeitet habe. Ja, genau. Da kommen Leute rein, die essen, die kriegen von mir dann einen Fragebogen oder ein, wo die halt Resultate aufschreiben. Ey, und dann sollen die messen. Haben wir noch ein anderes Softdrink? Hol mal bitte so eine Cola Zero, bitte. Oh. Hol mal zwei, Bruder, bitte. Okay, mit System bin ich bei dir. Genau. Viel Zeit und Kraft in System investieren. Wie willst du aber den Menschen kontrollieren? Menschen machen Fehler. Kannst du nicht. Jetzt kommt der Typ in Rüsselsheim, der sieht, da sind viele Kurden, der macht jetzt Lamanjun in 3 Hs rein. Kann er nicht. Geht nicht? Nein. Warum? Weil die Produktpalette ja von uns... Ja, aber der macht das einfach. Der macht ja, einen Lamanjun-Stand. Da kannst du ja nichts machen. Dann hast du natürlich verschiedene, Strafen im Vertrag. Ne? Da hat er einen Vertrag unterschrieben. Ah. So, dann gibt es natürlich Abmahnungen. So, und dann haben wir natürlich auch... Ich dachte, Handmade bedeutet auch Handshake. Ja, ist leider, also das sind die Werte, die ich noch lebe. Ein Vertrag ist ja auch da, um sich am Ende zu vertragen. Ein Vertrag ist ja nicht da, um irgendein Geschäft einzugehen. Der ist eigentlich, holt man den Vertrag ja immer aus der Tasche, wenn man sich ja nicht mehr versteht. Vorher interessiert das ja keinen. Deswegen heißt der Vertrag kommt vom Vertragen. Mhm. Genau. Nach Plato. Ja? Nein, ich wusste, dass er reagiert. Oh. Du musst einfach ein paar Philosophen reinschmeißen. Nach Kant. Also ich sag dir ganz ehrlich, die ist sehr, sehr scharf für mich. Na, die ist auch scharf. Hab ich ja gesagt, die ist scharf. Du hast mich gefragt, ich habe ja gesagt, aber du hast den gesehen? Dann hast du dich provoziert gefühlt? Nein, nicht also, provoziert. Was der kann ich schon lange. Nein, das nicht. Das nein? Nicht, nein, 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 nein. Der ist nicht so. Nein. Ich bin nicht so. Ich habe ihn gesehen. Ich habe gesagt, ey krass, wenn es doch nicht so scharf für ihn ist, für mich wird es nur so ein bisschen. Auf jeden Fall. Und dann haben wir gesagt, okay, da ist Bedarf im Markt, um nochmal anzuknüpfen an der Drahas-Geschichte. Und dann so ist Drahas entstanden. Aber am Anfang wirklich war die Idee nur für uns. Ein kleiner, ich habe auch mit keinem mich darüber ausgetauscht. Also von meinem näheren Kreis, weil alle hätten gesagt, ey, kannst du nicht gegenüber von McDonald's einen Burgerladen aufmachen. Das wird nicht funktionieren. Aber ich habe anders gedacht. Und jetzt ist 10 Jahre. Wir sind in unserem 10-Jähriges, also das heißt, die Marke ist jetzt seit 10 Jahren etabliert. Durch Corona, durch Krisen, wo wir sagen können, okay, das funktioniert, was wir machen. Weil das ist am Ende... Machst du auch Schufa-Auskunft? Wir lassen uns schon die Liquidität beweisen, richtig. Ist die kalt? Ja. Kann ich das wegmachen? Mhm. Ne? Okay, schade, weil... Oh. Ich ein bisschen... Genau, Scheiern. Weil du ja aus einem Familienbetrieb kommst, 3Hs, oder? Am Ende ist ein Familienbetrieb daraus entstanden, genau. Daraus entstanden. Genau, daraus entstanden. Würdest du begrüßen, auch Franchise-Nehmer zu haben, die auch Familienbetriebe haben? Dass einer das mit seiner Frau aufmacht? Also oder mit seiner Frau? Oder sagst du, nee, es gibt eine Klausel, nicht mit Familie, nicht mit Brüdern? Nein, nein, nee. Die gibt es nicht. Ich sage halt immer nur dazu, das ist die absolute Königsdisziplin, mit Familie zu arbeiten. Ja? Ja. Was ist, wenn einer sagt, ich will mit meinem Bruder jetzt zusammen? Ja, kann er ja, ist ja kein Problem. Ich sage nur, Ach so. Es ist nicht einfach. Ah, so als Tipp? Als Tipp, genau. Das ist aber, warum nicht? Klar, Vertrauen ist da, es sind halt schon viele Sachen, die gegeben sind. Ne? Vertrauen ist da, da ist jemand, der auch hinter der Sache steht. Da ist jemand, der die Sachen wertschätzt. Der dankbar ist, so. Aber gleichzeitig ist natürlich auch die Kehrseite der Medaille, ne? Ja. Das heißt, du kriegst natürlich die ganzen Familienangelegenheiten natürlich auch dann mit, ne? Die vielleicht dann mit dem Geschäft und da bist du ja auch direkt mit verantwortlich. Ja. Genau. Das Fleisch produziert ihr selber? Genau. Das Brot auch selber? Genau. Und das wird dann den Leuten auch geliefert? Genau. Das heißt, der jetzt das aus Hamburg hört und in 3Hs gehen will, der kriegt die gleiche Qualität wie der Typ in Köln? Genau. Ist überall dasselbe. Und wir sind die Prozesse weiter am Optimieren. Was man dazu sagen muss, dass wir jetzt natürlich in einem Kontingent, der so groß ist, dass wir mittlerweile nach unseren Rezepten produzieren lassen. Mhm. So, wir haben es ja bis jetzt vor kurzem noch mit den Händen gemacht. Jedes einzelne Patty. Und um das zu garantieren, was du gerade gesagt hast, müssen wir ein ganz anderes Maß jetzt produzieren.
So, und deswegen lassen wir produzieren, damit das auch klar ist. Aber unter deiner Kontrolle. Genau, also wir haben die Wertschöpfungskette unter Kontrolle, von A bis Z. Sehr da gut. Lassen wir auch nichts dran. Da kann jetzt zum Beispiel auch nicht einer kommen und sagen, ja, mein Bruder ist Metzger, ich mach das bei ihm. Das geht nicht. Nein, also weil bei uns ist mittlerweile das Logo, wenn das die Menschen sehen, ist irgendwo diese Emotion des Vertrauens da, unterbewusst. Ne? Weil bei uns kann ja einfach jeder essen, ohne schlechtem Gewissen, kann einfach reinkommen. Und deswegen lassen wir damit nicht spielen. Das heißt, das müssen wir auf jeden Fall unter Kontrolle haben. Jetzt. Weil guck mal, normalerweise, ich will gleich unterbrechen, ja, damit das nur nochmal verdeutlicht wird. Normalerweise, wir müssten ja daran interessiert sein, dass der viel Umsatz macht. Ja. Ne? Weil wir kommen ja nach dem Nettoumsatz und kassieren dann unsere 6%. Genau, deswegen müsste ich dem ja normalerweise sagen, eine erweiterte Produktpalette. Verkauf noch Dessert, verkauf noch verschiedene Pommesarten, verkauf verschiedene Brote, weil umso mehr der hat, umso mehr Kunden bekommt er ja automatisch. So wie in so einem Schuhgeschäft. Genau, wie ein Supermarkt. Alles muss er da haben. Ne? Auch den Lamajun, was du eben erwähnt hast. Weil da kann ich auch noch mit 2 Euro machen. Ja. Das heißt, dann komme ich, ich nehme von dem Umsatz mein Geld und dann muss er erstmal seine ganzen Sachen bezahlen. Das heißt, am Ende werde ich immer mehr Geld verdienen als er. Ja. So, warum? Deswegen ist unsere Produktpalette spitz. Einmal, wir wollen den Kunden nicht verwirren. Und zweitens wollen wir, dass der Franchise-Partner auch profitabel ist. Aber normalerweise muss ich umgekehrt denken. Müsste ich sagen, du musst Kellner machen, weil der Kellner ist am Kunden, der kann vielleicht noch mehr Upselling machen. Das heißt, der kann noch mit den anderen, noch ja, einen Kaffee, noch einen das, noch einen dies. Aber machen wir nicht, weil wir wollen einmal Lebensqualität für den Franchise-Partner und wir wollen, dass er profitabel ist. Hm. Und der ist profitabel von dem, was am Ende übrig bleibt. Nicht vom Umsatz. Wir sind profitabel vom Umsatz. Das heißt, ich müsste eigentlich andersrum denken. Mhm. Sehr interessant. Wenn jetzt, ich glaube, wenn jemand sagt, ey, ich habe keinen Bock mehr auf meinen Job, das ist interessant. Ich glaube, das ist die erste Hürde. Ich glaube, die erste Hürde ist immer das Schwerste. Zu sagen, immer, ey, ich habe das, die finanziellen Mittel, oder ich nehme das von dem Ersparten oder von meinem Bruder oder von meiner Schwester. Die begleitet ihr den kompletten Prozess? Weil ich würde jetzt zum Beispiel, ich wurde ins kalte Wasser geschmissen. Genau. Und musste da jetzt selber durch und hatte euch als Freunde, als Unterstützung. Jetzt kommt einer, der hat niemanden. Der will aber, der hört das, der interessiert sich dafür. Begleitet ihn, nimmt ihn an der Hand oder sagt ihr einfach nur, ey, macht mal einen Laden auf, wir kommen, richten ein und fertig. Naja, also der wird sich ja dann bewerben bei uns. Also der geht erstmal auf www.3hs-franchise.de, da stehen alle wertvollen Informationen, die ihn interessieren. Ja. Was er braucht und alles, also da steht einfach alles drauf. Und wenn er danach immer noch sich entschließt und sagt, okay, das ist interessant für mich, geht er jetzt auf Franchise-Partner werden. Dann ist das so, dass du nicht einfach deine E-Mail-Adresse hinterlässt oder deine Telefonnummer und aus dem Callcenter kriegst du einen Anruf. Wir wollen irgendwas verkaufen. Sondern du musst 6 Seiten ausfüllen. Daran sehen wir einfach, okay, wie ernst meint er das? Macht er sich die Mühe? Weil einer, der ein Unternehmen übernimmt oder selbstständig, also wenn der zu faul ist, 6 Seiten auszufüllen, dann kann ich mit dem nichts anfangen. Mhm. So, der füllt das aus, dann haben wir dahinter eine künstliche Intelligenz, die uns ein Scoring sagt. Wir gucken uns aber trotzdem nochmal jeden Einzelnen an. Weil die entwickelt sich ja auch mit jedem Lead, der generiert wird, entwickelt sich ja auch diese KI. Ja. Dass sie irgendwann weiß genau, was wir wollen. Und bei uns geht es ja noch. Wir haben ja bis jetzt 300. Wenn du jetzt irgendwelche Kurse verkaufst, Coaching-Kurse, so kommen ja 3000. Ne? So 3000 Leads rein. Und dann wollen die natürlich so schnell verkaufen, wie es geht. Das wollen wir ja gar nicht. Und dann kommt das bei uns an, dann gucken wir das. Dann findet ein Erstcall statt, dann findet ein Zoom-Call statt, dann findet ein persönliches Treffen statt. Und dann lassen wir uns viel Zeit. Bis wir sagen, okay, mit dem machen wir das. Und dann wird er an die Hand genommen. Dieser komplette Prozess, und das ist auch immer emotionales Surfen, was du auch gemacht hast. Ja, ja. Nur wir sind dann immer da und können sagen, ey, entspann dich, ist ganz normal. Wir können ihn halt vorbereiten auf die Sachen, die kommen. Wir können die nicht verhindern, weil die existieren. Ja. Aber wir können den vorbereiten und geben dann natürlich unsere Expertise und wir begleiten ihn komplett. Vorbetreuung, Nachbetreuung, währenddessen, Bauphase, Ämter. Also wirklich vom, wie melde ich einen Gewerbeschein an? Richtig an. Genau. Bis zur Eröffnung und bis danach. Also wie bleibe ich nachhaltig erfolgreich? Mhm. So betreuen wir halt unsere Franchise-Partner. Schön. Freut mich. Das ist super. Und das mit der Soße, diese Höllensoße? Wie gesagt, die ist jetzt auch zu erwerben auf www.3hs-franchise-burger.de. Könnte man die Soße kaufen. Sehr lecker. Und am 1.6. da kann man sich auch bewerben. Gibt es einen Schaf-Ess-Wettbewerb. Wir suchen den Tanakil Champion 23. Man kann einen Rolex gewinnen.
was jetzt nicht gerade wenig ist, Parfüms, das wird live übertragen. Warum schenkt die mir nicht einfach eine Rolex? Ich hätte auch gerne eine. Muss man nur fragen. Du hast noch nie gefragt. Hast du mich schon mal gefragt? Nein. Okay. Und ich würde aber auch nicht fragen. Deswegen lehne ich mich so aus dem Fenster. Das wird seinen Dings niemals zulassen. Ja, der wird eher sterben. Ich kenne den. Ja, ich kenne den. Leider. Aber bei dir hätte ich das jetzt nicht gesagt. Du hast noch nie gefragt. Das wär mir 50-50. Von dem weiß ich das. Ja, je nachdem, wie der wetterbedingt. Ich ändere ja meine Meinung sehr oft. Das ist ein Problem. Du rufst um 1 Uhr an. Ja. Du rufst um 1 Uhr an. Ey, Bruder, wie war das eben nochmal? Ich würde da nochmal gerne drauf zurückkommen, auf diese Aussage. Ich würde das gerne annehmen. Ja, ich gucke so, wie es mir gerade geht, auch mental, finanziell, dann ändern sich oft Meinungen. Genau, und dann, das wird ich auch ich bin ein übertragen. Mann, so nächster Tag Tschechien, Casinos schön. So. Ja, aber egal, geil. Egal. Auf jeden Fall gibt es da eine Vorrunde. Ja. Ne, so ein Wettbewerb, Eröffnung. Dann in ein paar Läden gibt es Vorrunde und am 16. ist das Finale. Vielleicht wird der ein oder andere, der hier sitzt, einen Tag mit vorbeikommen und mit mir das moderieren. Weiß ja nicht, eure Moderation Zeit. Ist eher sein Ding. Genau. Der kriegt so jede Moderation. Ja, alles gut. Ist da nur Müll drin? Nein. Ja, dann warte, dann tu doch den Müll. Genau. Also bewerben. Teilnehmen am Wettbewerb, Rolex gewinnen, Parfüms gewinnen, Marc Geber ist da, Cheyenne wird da sein, Nisa wird da sein. Und dann werden muss ich dann mit dem reden? Und dann werden wir viel Spaß haben. Guck mal, du musst Cheyenne anders ignorieren? Locken. Du musst Cheyenne sein, du kannst von Marc Gebauer kannst du viel profitieren. Auf jeden Fall. Dann wirklich ein, wie wir in Köln sagen, ein dufte Kerl. Ja? Ja. Ja, wirklich. Marc ist... Ja, der sagt auch, Jeffrey Dahmer ist cool. Na, Bruder, der hat doch ganz andere Maßstäbe, was er anwendet. Achso. Nee. Boah, das sind noch Chicken Sticks. Nee, das wird aber an einem Tag sein, wo du und ich bin satt. Cheyenne, hallo. Ja. Wo du und ich nur moderieren. Ja, okay, das ist gut. Da wird keiner da sein. Machen wir uns ein bisschen lustig, wie die Leute nicht. Da abkacken. Ich fange sowieso nächste Woche mit meinen Straßeninterviews wieder an. Da kannst du doch an dem das Tag passt, in der Stadt das machen. Das passt. Ja. Ja. Das passt. Ja, kannst du da deine Straßeninterviews machen? Genau. Ja, sehr gut. Sind wir durch? Ja, Upselling hat jetzt betrieben. Wir haben ja die eine Frage noch nicht beantwortet, aber ich glaube... Ja, wir beantworten die welche? Was ist Talent? Genau. Ey, der ist gut, wirklich. Klar, Schein, gut. Denkst du, ich habe umsonst, ich nehme mir irgendeinen zum Podcast. Nein, aber das ist richtig gut. Da hatte ich eben schon ein paar Sachen gemerkt. Ja, klar. Hätt denkst du, ich nehme irgendeinen? Es geht nicht um meinen Podcast. Boah. Geil. So, was ist Talent? Da sind wir immer abgeschweift. Abgeschwiffen. So, habe ich jetzt hier so. Erzähl. Ne, du, ich frag euch. Was Talent ich, ist? Seit 10 Jahren bin ich da am Forschen. Weil warum? Weißt du, warum mich das so aufregt? Man könnte sagen... Weil sich die Leute dahinter verstecken. Und warum? Weil die Erwachsenen viel falsch machen in dem Sinne. Es ist normal, dass die Nase läuft. Ja, ja, da läuft gleich noch was anderes. Okay. Der ein oder andere Schließmuskel macht nicht mehr gleich so mit, wie du möchtest. Ja. Ja, gut, gut. Aber passt. Nächsten Monat ist soweit. Ist das Christopher Street Day oder was? Ah, korrekt. Ich hab's nicht verstanden. Ich auch nicht. Aber ja. Ich hätte das nicht gedacht, dass du darauf hinaus willst, aber... Ja. Okay, weiter. Ich hab keine Ahnung, was der meint. Ist auch nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Genau. Was? Alles gut. Achso. Ja. Redet ihr über das Animus Gay Video? Nein. Achso. Da bin ich raus. Das Gay Bild. Ja, das Gay Bild. Ja. Bis zum anderen Mann. Ey, seid ihr so voll drin in diese Social Media Geschichte? Nein. Ich nicht. Er mehr als ich. Er klärt mich aber immer auf über die neuesten. Also weißt du genau so, nein. Wo gerade diese ganze Dings herrscht? Guck mal. Komm, tu. Das ist die Wertschöpfungskette. Doch, er weiß. Nein, das ist er die Kette. Ne? Die Wertschöpfungskette. Die hast du unter Kontrolle. Nein. Was ich krieg Informationen von Reda. Okay. Ich krieg Informationen von dem Peter Griffin. Dann krieg ich Informationen von... Dulli. So. So, dann krieg ich Informationen von Dulli. Das ist doch sie. Peter Griffin von Family Guy. So. Ey, ihr seid so asozial. Dann krieg ich Informationen von hier, Mr. Nisa. Aber Nisa ist so drin. Ich krieg doch irgendwie Infos von dir. Ja, du kriegst so Infos von mir, aber der ums Ding geht, der ruft dich dann sogar an. Ja, genau. Guck mal, nee, weißt du, man muss das... Es ist, ey, ich hab wirklich mal eine Frage. Es ist so anders, bitte. Ich hab mal wirklich eine Frage, was, ne? Weißt du, wie die Infos sind in dieser Social Media Welt? Cheyenne klärt mich auf über diese ganzen YouTuber, Twitcher, Instagramer, Influencer, weil da weiß ich nichts. Er sagt, hast du gehört, der hat mit dem Stress. Das ich kläre ihn auf und sag, worüber er sich immer lustig macht, ey...
in diesem Backstreet Boys Video, die Frau, die da hinten tanzt, ist die Cousine von der Sängerin von ABBA. So, das sind so Sachen. Ja. Nein, aber dich interessiert das gar nicht. Ne? Wer ist der Schauspieler bei Backstreet Boys Everybody an der Tür, wo, der Taxifahrer? Dieser Schwarze? Ja. Das weiß sogar, dass der schwarz ist. Wenn er jetzt weiß, wer das ist, ne, dann ist der geistig krank. Der ist gar nicht so groß geworden. Ich glaube, der hat nur das und noch so eine Sache gemacht, aber. Und noch so eine Sache. Oder der ist. Aber der ist gar nicht so groß. So. Ja, was wolltest du sagen mit Wissen, interessieren, was? Genau, was mich interessieren würde, ihr erwähnt ja hier oft sehr viele Namen in einem sehr, sehr schlechten Ton. Das stimmt nicht. Rufen die dann an? Nein. Ruf dich jemand, seid ihr wirklich, hat schon mal jemand angerufen und sagt, ey, guck mal, Scheiern, das ist unkorrekt, was du da machst, du hast mich voll. Doch, einer. Nur einer? Ja, ihn. Ja, die, sowieso. Ich, mein, dann hat er rumgeheult und dann hat er mir nochmal weitergegeben. Mein Ding ist ja sowieso in seine Richtung. Der hat rumgeheult, ey, warum macht ihr das? Ich hab doch einen Namen zu verlieren. Dann sagt, kauft ihr erstmal Gardinen. Kauft ihr erstmal Gardinen und redet nicht so viel. Also ja, bis jetzt, sag mal. Nein. Na, bei dem kann ich mir das gut vorstellen. Ne, also guck mal, ohne Namen? Ja, ohne Namen. Kann man die eine Hand abzählen? Nein. Was schon passiert ist, ist, dass aufgrund gewisser Gäste, die hier saßen, andere sich angegriffen gefühlt haben und sich dann bei uns gemeldet haben. Ja. Ja, ja, wo ich wieder aber nur wegen denen, ja, nicht wegen uns. Ja, wegen uns. Weil wir machen ja nur Spaß. Ja. Wir machen nur Spaß. Totschlagargument. Ja, genau. Und, aber auch, und, nie, auch nie so eskaliert, dass jemand gesagt hat, ey, pass auf. Nein, ich sag dir warum. Also, ich sag dir, dass warum. Es wirklich so in eine ja, Richtung gegangen ist, wo du sagst, nein, ey, ich kann erklären, sofort warum. Zur Polizei. Ey, warte. Richtig, ich auch. Richtig, sofort. Dann doch Steuern. Ey, guck mal, ich erkläre dir aber auch, warum das so ist. Weil du darfst ja nicht vergessen, ne? 99% der Leute, die hier sitzen, und das ist ja wirklich so, ne? Ja. Haben ja wirklich nicht mal ansatzweise ein Ehrwertgefühl. Verstehst du? Jetzt geht's weiter. Das bedeutet. Jetzt geht's los. Das bedeutet. Ich weiß, dass die haben doch kein Rückgrat. Guck, genau. Ich respektiere die auch nicht. Deswegen disse ich die. Weil ich weiß, weil er Fame will, lässt er das über sich ergehen. Er lächelt mich an. Hey, ja, kann ich boah, Opener für dich machen und so. Das ist der Selbsternannte. Das ist der Selbsternannte. Guck mal, wie viele. Nummer 1. Guck mal, wie viele Comedians. Sagende. Wie viele Comedians. Stand-up. Comedians. Napoleon. Neigende. Ja, wie viele Comedians-Rapper ich hier disse. Ich weiß, dass sie das mitbekommen. Mittlerweile Vermögende. Ja, ich weiß, dass sie das rhetorisch begabt. Die Leute schicken das, die sehen mich, die lachen so. Hey, ich sag, was geht, ey, und? Meinst du, wir können irgendwann wieder Podcast machen? Wirklich, genau so? Egal, was du sagst. Ja, das sind Schlampen. Diese Comedians. Der Navy Seal Burpee Essende. Ja, nee, leider noch nicht. Das okay, ist doch nicht. Schwer. Okay, aber zurück zum Thema. Ja, was ist Talent? Ja, damit wir das ist Talent, was er gerade gemacht hat. Was ist das denn? Ist er so geboren? Ja. Okay. Kannst du das bestätigen? Diese? Nein, der ist nicht so geboren. Weißt du, wie der geboren ist? Wir sehen erstmal alle gleich. Ich bin ja aus dem Ei geschlüpft sowieso. Ich denke, Talent ist, weil jeder Fähigkeit hat, doch, jeder Mensch hat Fähigkeit und Talent ist, dass du deine Fähigkeiten erkennst und anwenden kannst. Sehr gut. Das ist Talent. Talent ist deine Fähigkeit in Erfolg umzusetzen. Das ist, aber es ist immer noch nicht erklärt. Also, nee, ach, guck mal, wenn man jetzt das heißt, Talent ist ein Vorteil. Ja, ich bin doch ein Komodo-Waran. Was? Ein ja, Komodo? Diesen, kennst du den einen Dings, der das mit dem Khan gemacht hat? Wie heißt der nochmal, dieser indische Schauspieler Khan, ne? Shah Rukh Khan. Alle in Indien und Pakistan. Aber kennst du diesen Araber, der diese Pranks macht? Der nee. Sich dann als Dings so verkleidet hat? Nein. Der macht ganz kranke Crap, auch mit Paris Hilton und so. Müsst ihr euch mal angucken. Ja. Dieser Fawzi-Tube. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ja, auf jeden Fall. Aber der hat ihn dann geschlagen, ne? Nee. Der Shah Rukh Khan hat ihn geschlagen. Ja, das ist geil. Der so, oh, Brother, I love you. Please, I love you. You are my idol. Also ich denke, dass in einigen Sachen, also ich hatte schon immer eine lustige Ader und war so ein Quatschkopf. Schon als Kind im Kindergarten. Also die Kindergärtnerin von mir damals, wenn die meinen Vater heute noch sehen oder so, die sagen immer, wir wussten, dass Nisa diesen Weg geht, weil der war schon immer so. Ja, das sagen ja alle Lehrer dann auch. Aber ja, genau, sagen die Lehrer sogar aber bei mir. Das Talent war nicht, dass du lustig warst, sondern Talent war, dass du erkannt hast, wie das den Leuten gefällt und dann hast du das eingesetzt. Ja, das heißt, oder? Ich glaube schon, dass was angeboren ist. Ich glaube auch, dass bei Mike Tyson dass das angeboren war. Aber dass er so ein genetischer Freak ist. Aber meinst du nicht, es gab andere, die genauso genetisch Freaks waren? Doch, klar. Wo, das heißt, okay, anders gefragt. Talent heißt, reicht nicht allein, dass du daraus was machst.
Genau. Work hard beats talent. Genau, hard work beats talent, sagt man ja sowieso immer. Deswegen ist ja Mike Tyson, ich weiß, diese shisha-rauchenden Kanaken hören das nicht gerne, aber deswegen ist ja Mike Tyson auch kein Top 5 Heavyweight. Ist er auch nicht. Weil er nicht so viel gerissen hat, ist er hat jeden, großen Kampf verloren und so. Warum? Weil er sich auf sein Talent verlassen hat. Vom Talent, sage ich selber, Mike Tyson ist der krasseste aller Zeiten, vom Talent. Aber die haben gesagt, was ist Talent? Die haben gesagt, aber was man weiß, er hat seine Gegner unterschätzt, sich überschätzt, er hat nur Party gemacht, er hat nur Drogen genommen, nur mit Frauen, nicht richtig trainiert und dann ging er ein Fight nach dem anderen K.O. Weil das ist ja die Karte, die ja jeder einsetzt, Scheiern, irgendwann mal. Ja. Warum? Weil die schon in jungen Jahren das mitgeteilt bekommen. Da sagt doch auch keiner zu dem Kind, das jetzt anfängt zu laufen, nach dem zweiten Mal, ey, pass auf, das ist nichts für dich, lass mal, krabbel weiter, laufen, vergiss mal laufen. Oder wenn er anfängt zu sprechen, ne, das passt nicht. Aber was ist Talent? Talent, ja, also wenn wir das Ziel beschreiben würden, würden wir ja sagen, ein Talent ist was, dass jemand in seiner, das Potenzial hat, in einer Disziplin Weltklasse zu erreichen. Ist nur das Talent? Ja, weil alles davor juckt ja keinen. Okay, aber dann... Wenn einer gut singen kann... Dann kann man ja sagen, bei Real Madrid gibt's nur... Bei Bayern München gibt's nur 3 Talente, weil die anderen 8 sind nicht so gut wie diese 3 besten Spieler. Aber die sind ja auch talentiert. Aber ist ja Weltklasse. Wenn du bei Bayern München spielst, bist du Weltklasse. Ach, generell immer? Ja. Okay. Kann er bestätigen. So, das ist ich wäre fast mal das ist Spieler immer bei Bayern geworden. Aber dann habe ich Kreuzbandriss gekriegt. Habe ich gehört, die jetzt immer. Ja, Kreuzbandriss und dann der Trainer. Der ist so asozial. Guck mal, das Geile ist, der sagt, ich bin asozial. Guck mal, was der gemacht hat. Bei der Eröffnung in Bonn. So ein junger Typ, so ein Fußballspieler. Und er redet mit ihm, dass er ihn berät. Ne? Wegen Fußball. Dann sagt Lombard zu ihm, hör mal zu, ne? Du spielst Kreisliga, Junge. Dann sage ich, ja, ist Kreisliga. Oberliga. Dann sage ich, ist Oberliga nicht krass? Dann guckt Omar mich an vor ihm und der Junge hat Hoffnung und Träume. Omar guckt mich an vor ihm und sagt, Nisa, trainier mit mir. Ich wusste gar nicht, was er mir sagen will. Der so, guck mal, trainier mit mir 2 Wochen, dann spielst du auch da. Ja, okay, das weil der hat mich jetzt das zweite Mal angesprochen. So, was ist Empathie? Ja, genau. Guck mal, aber warte. Ja, der hat recht, doch. Aber das ist, guck mal, wir haben ja über Statistiken gesprochen, ne? Ja. Statistiken. Ja, aber der Junge wollte Hilfe, ich hab's mitbekommen. Ja. Genau, der hat mich jetzt das zweite Mal schon angesprochen. Ja. Und ich sage dem, beim ersten Mal habe ich ihm gesagt, guck mal, fahr Bauhaus in die und die Abteilung, da gibt's große Scheren. Dann kaufst du diese Schere und schneidest deine Schuhe durch und gehst was Vernünftiges machen. Aber warum, was ist das? Das war mein erster Tipp. Das krieg ich korrekt. Dann hat er weiter gefragt und hab ich gesagt, okay, dann gehst du in die andere Abteilung, da gibt's Nägel. Kaufst du dir so einen dicken Nagel, der nie was aus der Bahn, der in den Beton reingeht. Und dann hängst du bitte deine Schuhe da auf und gehst was Vernünftiges machen. Aber warum? Und dann, das war die dritte Aussage, wo du dabei warst. Ja, aber warum machst du deine Träume kaputt? Yeah. Es gibt da nichts zu träumen, Mann. Der ist jung, der ist doch jung, der Typ. Der ist 22. Ja, 22 ist jung. Der geht den Weg nicht. Wenn er diesen Weg gehen will, das ist wie bei American Shaolin. Ja. In deinem, damit du das verstehst. Ja. Der muss praktisch da tagelang vor diesem Tor warten, bis er diese Chance bekommt. Alle Jahreszeiten, bis er reinkommt. Genau. Ja. Und dann hat er vielleicht eine Chance. Aber gibt es heute nicht mehr. Sind nur noch Jammerlappen unterwegs. Trainer ist schuld, Rasen ist schuld, Wetter ist nicht gut, Schuhe sind nicht gut, der ist schuld, der hat mir keinen Pass gespielt, bla 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 bla. Aber vielleicht ändert er sich ja durch dich. Nein. Ja. Da müsste ich mir viel Zeit nehmen. Ich sag ja nicht, dass es nicht funktioniert, aber ich möchte 24/7 mit dem arbeiten. Aber stimmt das, dass wenn ich 2 Wochen ich muss trainiere, ich auch in der Oberliga spielen kann? Ja. Nein, das stimmt. Ich muss in diese absolute Dagestan-Mentalität einprügeln. Ja, diese Dagestan-Mentalität. Ja, okay, meinst du, alle, die da sind, sind talentiert? In Dagestan? Ja. Boah, das ist ein sehr gutes Argument. Ja, sind die alle talentiert? Nein, das wird eingedrillt. Ah, okay, was ist dann Talent? Aber wenn du Khabib siehst, sagst du, der ist talentiert, ist der aber nicht. Nee, stimmt, es ist diese Arbeit, ja. Ja. Weil der Vater. Okay, was ist jetzt Talent? Der hat sogar. Also, er hat das geguckt. Ich im Büro und dann hat er irgendwas angemacht, so Dagestan. Und da war doch dieser kleine Junge und sein Vater, der so morgens rumläuft. Genau, mit der Mutter. Ja, und der reinkommt und man sieht, wie viel Respekt er vor der Mutter hat. Ja. Das sind Werte, die ich eben versucht habe zu erklären. Ja, aber trotzdem bist du ein Dream Destroyer, Allah. Also, willst du, dass der weiterhin seine Zeit verschwendet? So geil, Alter. Ich liebe die Leute. Aber der hat durch viel Englisch gelernt. Ja, ja, aber was? Der ähnelt dir sowieso in letzter Zeit. Ja, ich weiß, aber ich, ja, das ist ein Podcast. Ja. So, ich muss mich doch anpassen. Klare Regeln. Ja, klare Regeln. Du musst so Sprüche wie ich sagen. Ja, ist nichts Neues. Ja, ist Neues. Ey, du bist so. Der hat doch keinen Anstand. Hat er wirklich nicht. Nein. Guck mal. Aber sag nichts, bevor ich wieder 22 Minuten Autos kriege. Ja, genau. Wenn du mich liebst und respektierst. Guck mal, das Schlimme ist, es ist doch egal, wenn ich 22 Minuten Audios wirklich mache, du kopierst dir noch auch irgendwann und schickst dann auch 22 Minuten Audios. Mit den gleichen Sprüchen. Ja, das ist geil, aber ich habe mit den gleichen Sprüchen mehr Erfolg. Aber lass uns nicht anfangen, über Anrufe
WhatsApp, Sprachnachricht. Lass dieses Thema nicht aufmachen. Ja, genau. Ja, das weiß aber jeder. Sonst wird das unangenehm hier. Ja. Oh Mann. Aber wirklich, da, meinst du, sind alle talentiert? In den Top 10, also in den Gewichtsklassen, ja. In den Top 10, ist nicht überall einer von denen? Und verhindern die gerade nicht, dass die auch das Boxen übernehmen? Du bist doch hier Kampfsportexperte. Ja. Sind die alle talentiert? Nein, nein, die haben aber die trainieren einfach, als gäbe es keinen. Also was ist Talent? Das Leben ist nur so Training. Die haben so gar kein Leben. Okay, Talent ist das, was du nicht vielleicht antrainieren okay, kannst. Okay, aber was kann man nicht antrainieren? Warte. Sorry, ich unterbreche, aber das ist interessant, worauf er hinaus will. Ich weiß nicht, worauf er hinaus will. Das eventuell, ich weiß, was deine Quintessenz gleich sein wird. Aber Quintessenz. Ich nehme dir das, Quincy Jones, Alter. Ich nehme dir das nicht vorweg. Ich habe gestern wieder eine Doku mir angeguckt, Kampfsport-affin, also interessiert. Über den Great Gama. Das ist so ein Inder gewesen, ne? Der gilt als der größte Ringer aller Zeiten. Der hat erstmal in Indien alle besiegt. Dann ist er irgendwann nach 1,3 Milliarden Menschen hat er besiegt. Genau, genau. Das war alle Ringer. Warte, worauf ich hinaus will. Wie lange ging dieses Turnier? Alle besiegt, alle Inder. Und der war sogar, der war umgeschlagen, bis er 52 oder so geworden ist. Dann ist er aufgehört, weil er Oder was Inder? Ja, guck mal, warte. Aber der ist aus dem Indien, was heute Pakistan ist. Das heißt, dass der kommt aus der Zeit 1880 oder so, also als Indien, Pakistan. 1880. Als Indien, Pakistan und Bangladesch noch ein Land waren und der hat so ein bisschen. Bevor die, ja, genau. UK kam. Ja, bevor die UK. Die Freunde aus UK. Ja, genau. Die immer noch von 53 Ländern jeden Monat Kohle kriegen. Genau, dann hat er bis in die 40er Jahre alle aus. Gegen alle gekämpft. Dann haben die auch gezeigt, der hat Schwergewichte besiegt, obwohl er nur so groß war wie Cheyenne und so. Und dann gibt es den Trainingsplan von ihm, der ist bekannt. Warum nimmst du dich nicht selber? Guck mal, der hat jeden Tag 3000 Squats und 2000 Hindu-Push-Ups gemacht. Was sind Hindu-Push-Ups? Mit dem Kopf wackeln oder was? Nein. Und dann Push-Up machen. Was sind jetzt Hindu-Push-Ups? Wo du so runtergehst. Ja, ist doch Kopfwackeln. Nein, das ist nicht Kopfwackeln. Ja, aber wie kann man Wellen, das ist diese Wellenbewegung. Delfin-Push-Up. Ich habe mal eine Frage. Wie kann man 1880 das wissen, dass er genau das gemacht hat? Ja, 3000 Stück. Das ist dokumentiert. Von was? Auf Stein. Also glaubst du nichts, was dir irgendeiner über 1880 berichtet? Oder nur Gewinner schreiben die Geschichten. Ja, genau. Und der war ein Gewinner. Erfolgsgeschichten werden immer rückwärts geschrieben. Ja. Der war ein Gewinner. Wer sagt, dass das so war? Okay, dann lass die Hälfte sein. Nein, ich glaub dir. Ja. Ich glaub dir. Aber der war wirklich ungeschlagen. Also das kann man nachweisen, die Fights. Aber zu der Zeit, wie viele Menschen haben gerungen? Ohne eine Ringen ist der älteste Sport der Menschheit. Ja? Ja. Stark. Aber zurück zum Thema. Also die können ja nicht alle talentiert gewesen sein. Nein, nein, nein. Also, und den nehme ich jetzt als Beispiel, weil den nehmen die mal als Beispiel in der Ringer-Community, weil der halt so wirklich bis ins hohe Alter, niemand hat den besiegt. Der ist nach England gefahren. Wie Fedor. Ja, genau, so einer. So, und da weißt du, und der hat halt immer jeden Tag so trainiert. Jeden Tag. Es gibt nur Training und Schlaf. Okay. Mehr jetzt kommen wir zu der Frage, glaube ich, die jetzt diese 1 Million Zuhörer, die wir jeden Monat bei den Streamingdiensten haben. War gut. Muss man ausrechnen. 1 Million. Einmal das. Maschallah, Glückwunsch. Jetzt weiß ich, warum ihr First Class fliegt. Ich flieg doch nicht First Class. Außerdem, Spotify zahlt nichts. Nein. Ist umsonst. Wie zahlt nichts? Das ist Podcast, gibt's kein Geld. Okay. Also, wie gesagt, das ist einmal ohne den Wirt gemacht, Allah. PayPal so. Einmal überweisen. Die armen Was Kerle. Ist Talent? Es gibt Geld. Es gibt kein Geld bei Spotify. Nein? Nein. Natürlich. Nein. Nein? Ich dachte, das ist dein Podcast. Also kein Streamingdienst zahlt uns Geld. Es gibt kein Geld. Genau, ja, aber es zahlt uns die... Ach so, nein, guck mal, der, wie clever ja, der ist. Ja, der ist clever. Du klar. Nein, wir bleiben ja bei Fakten, oder nicht? Ja, Fakten, ja, genau. Fakten. Wir kriegen von Streaming, von dieses Streaming, also pro Hörer kriegen wir keinen Cent. Nein, genau. Aber es gibt... Wir haben Kooperationen. Es gibt die Firma, wie heißt die nochmal? Das sogar können wir nicht sogar sagen. Eine Aktiengesellschaft. Die werben immer damit. Aber was mit den Werbungen, die so reingeschaltet werden? Die investieren ist das nicht, ist das nicht Spotify selber? Nein. Die Werbung, das ist diese Firma, von der ich gerade rede. Genau, weil von denen haben wir nichts zu tun. Da kriegen wir auch nicht. Stimmt nicht? Nein, das sind Kooperationen einfach. Ja, genau, aber die laufen ja aber über diese Firma. Ja. Das meine ich doch damit. Aber es hat nichts mit dem Streaming zu tun. Podcast ist ein umsonst, kostenloses Medium, wo wir keinen Cent dafür bekommen. Genau, aber das ist die Wahrheit. Aber diese, genau, okay, lassen wir so stehen. Wir kriegen Werbung, ja, die wir selber reinschalten. Nein, nee, was mit der, die wir nicht selber reinschalten? Doch, das wird ja auch für uns reingeschaltet. Wir machen es selber nicht, weil die das Ding klick machen. Genau. Trotzdem? Genau, aber das ist ja meine Frage. Ist das, macht das auch nicht Spotify? Nein. Fragen die uns? Das heißt, wenn jetzt am Anfang von unserem Podcast, Sachen, mit denen wir nichts zu tun haben, wenn solches gesagt, H&M, jetzt ist Winterschlussverkauf. Damit haben, das macht nicht Spotify? Nein. Ah, okay, ich dachte, das macht Spotify. Nein, das macht nicht Spotify. Okay. Aber diese Agentur oder diese Firma, die dazwischen, fragen die euch?
Ja. Also die sagen, wir haben die und die. Also mich. Nein, nicht bei den Doch. Glaube ich nicht. Ja, was ist denn, wenn die irgendwas reinschalten, was dir nicht gefällt? Ja, da kam nämlich wo du schon ethisch Probleme mit hast. Ja, ich sag ja oder nein. Der ja, deswegen frage ich ja ihn. Nein, er weiß nichts davon. Und das ist ja dein Glück ist ja, dass er den Podcast nie hört. Ja. Ja, aber es gibt Sachen, da weiß das ich, dass cool. Den hättest du auch nicht ja gesagt. Deswegen, das kann nicht sein. Doch. Nein, Bruder. Du hättest auch nicht gesagt, dass ich Casino-Streams mache. Also, sei dir ja, nicht so sicher. Aber Hast du mal wie Tageslaune. Die E-Mail kommt am falschen Tag. Nein, das, was ich mal mitbekommen habe, reden wir später. Kannst echt nicht du gewesen sein. Nein. Kannst nicht du so gewesen sein. Kann er nicht. Weißt du, was Talent ist? Ja. Ich hab es. Dein Freund im Glauben zu lassen. Nein. Weißt du, was Talent ist? Bitte schön. Dass ich ihn aus dem E-Mail-Verteiler rausgeholt habe von der Firma. Dass er die nicht sieht. Ja, der wäre so, hätte auch so nicht gesehen, auch wenn die bekommen hätte. Doch. Der hat einmal abgelehnt. Ja? Ja. Aber was der abgelehnt hat. Jeder andere hätte die Freundschaft abgebrochen. Das stimmt. Was er abgelehnt. Darf man wissen? Ja, aber die Summe war zu hoch. Also fünfstellig? Sechsstellig? Fünfstellig. Nach dem Komma oder vor? Also, Jo, jetzt muss ich das noch rechnen. Ja, dann ist schon hoch. Also, am Anfang zu rechnen ist wirklich viel gewesen. Also ich sag mal so, wir hätten... Aber wie sehr musst du denn lieben? Wir hätten eine 3-Hs-Lizenz erwerben können. Aber wie sehr musst du denn lieben? Der liebt mich. Ja, 100%, jetzt hat das bewiesen. Ja, also der hat die abgelehnt, aber aus dem, guck mal, wenn es ein Grund gewesen wäre. Also ein Grund, wirklich nein, ein Grund. Wenn es ein Grund gewesen wäre. Ich konnte gar nicht reagieren, weil ich so schockiert wegen dem Grund war, dass ich diese Summe vergessen habe. Weil der Grund so banal ist. Also der ist wirklich, ich sag dir jetzt gleich, der Grund ist sehr hart. Das wird mich sehr interessieren. Und dann... Also sagst, wenn du dazu nicht sagst, Bruder, wie konntest du das machen, ohne mich zu fragen? Ne? Dann sagt er einfach, was wären wir, wenn wir sowas zwischen uns hätten? Wir sind doch Brüder, wir lieben uns. Ey, du hast gut entwickelt die letzten Jahre. Ja, der ist krass geworden. Auf jeden Fall. Ja. So, bevor wir jetzt zu der endgültigen Antwort kommen. Ne? Also ist nur von meiner Wahrnehmung. Also ist Talent, so. Jemanden 16.000 Euro zu bezahlen wegen 5 Sekunden YouTube-Video? Also ist auf jeden Fall ein Können. Ja. Ist auf eine Fähigkeit, wenn Leute bereit dafür okay. zu bezahlen. Man könnte kein Handy-Video machen, einfach hochladen und Geld verdienen. Ihr kommt doch nicht drauf, ne? Ich weiß eventuell, worauf du hinaus willst, aber ich will die Tür nicht aufmachen. Ich weiß auch nicht, worauf der hinaus will. Ja. Ich nicht. Dich? Ich stehe auf dem Schlauch. Ist immer so, wenn der mich sieht, das findet immer direkt eine Verbindung. Wo du sagst immer, der ist krank, obwohl du eigentlich selber so bist. Ah! Ja klar, doch, ja. Hat recht. Ja, was mit dem, Alter? Fragst du mich? Ja, du seid doch Brüder. Ja, ihr badet eure Füße gemeinsam. Dein bester Freund geht Hammam, lässt euch von anderen Männern schrubben, Alter. Ja, das haben wir nicht gemacht. Aber wäre eine gute Abwechslung. Ich mag Hammam. Ich nicht. Ich nicht. Doch. Nee. Das ist schon so ein... Ich mag das. Das ist so voll unhygienisch. Ja, das sind Türken. Nee. So, nee. Was ist Talent? Bei jemandem privat würde ich das machen, aber so diese öffentliche... Ey, geil. Das ist geil. What's Talent? Okay, ich habe aber eine Frage. Kann man dann auch sagen, dass YouTube uns kein Geld auszahlt? Weil das Geld entsteht ja nur durch die... Nein, da zahlt uns YouTube aus. Das heißt, das kommt nicht von Spotify, dieses Geld, das ab und zu kommt? Nein. Krass. Nein. Nee, aber ich finde das echt interessant. Okay. YouTube macht das ja so, da bewerben sich Firmen oder die machen Gespräche, die verhandeln mit denen. Dann sagt Adidas zum Beispiel, hör mal zu, ich habe diesen Quartal ein Budget von 100 Millionen für die ganze Welt. Und Google sagt, okay, wir nehmen 50% offiziell. Ja. Wir schalten euch vor alle YouTube-Videos? Nein, wir schalten euch, das wird ja vorher ausgemacht. Ja. Ey, wir wollen vor Videos kommen, die zwischen Rap-Musik. 25 bis 45 sind. Wir wollen diese Altersgruppe, deswegen sind ja die Statistiken-Altersgruppen sehr, sehr wichtig. Richtig. Wie zum Beispiel mehr weibliche Audience zu haben, um andere Kooperationen zu kriegen. Audience. Mhm. Ja. Das ist Fakt. Gut erklärt. Ja, ja, das ist so. Man muss echt auf den hören. Mach ich ja. Ja. Ich warte immer nur auf das Marketingkonzept. Ja. Hast du ja gut schon angefangen. Mit einer Taube hast du das geschickt. Ja, hast du schon gut angefangen bei TikTok. Da wollen wir aber nicht drauf eingehen. Können wir gerne drauf eingehen. Kein Problem. Erzähl jetzt, was Talent?
Ja, Talent. Was ist Talent? Wirklich, das stelle ich mir schon lange. Das gibt auch, das wird auch ein Kapitel in meinem Buch. Also schreibst du ein Buch? Mhm. Echt? Hättest du mir nicht zugetraut, Nisa, ne? Doch, klar. Doch. Jetzt, der will nur wissen, ob er auch vorkommt. Komm ich vor in dem Buch? Nein. Ja, dann kann das nicht so krass sein. Ja. Vielleicht ganz am Ende. Okay, okay. Oder ich erwähne dich nicht. Warte, worum geht's in dem Buch erstmal? Also kann sein, dass du ein Kapitel im, also im Talentkapitel ein Kapitel bekommst, wie man sein Talent aus dem Fenster schmeißen kann. Das ist gut. Oh, stark. Das stark. Kannst du. Das kannst ist hart, du, verletzend, aber stark. Stark. Aber ist Fakt. Ja. Wie ja. heißt das Buch? Das weiß ich noch nicht. Da gibt es einige Namen. Dream Destroyer. Dream Destroyer. Also weißt du die Antwort selber nicht, was Talent doch, ist? Doch, also ich, so. für mich. Also ja, antworte doch. Ja, warte doch mal, ich muss jetzt mal hier mein Kabel richtig machen. Das muss doch ordentlich sein. Das war so der, die sagte so, ja, reicht doch alle. Antworte. Jetzt ziehst du echt über die Länge jetzt hier mit deinem... Wie lange sind wir überhaupt dran? Zweieinhalb. Ja, zweieinhalb Stunden? Hin, ihr habt nur eine halbe Stunde gebucht. Ja. Ja, genau, wir haben gebucht. Ja. Ja, klar. So. So Magiebauer. Ja. Nee, Magiebauer ist der, ne? Ja. Wer ist der andere? Bill Kaulitz oder so? Ja, genau, Bill Kaulitz. Markus Bach! Ja, Bill Kaulitz. Nein, wie heißt der? Markus Baulig. Ja, Markus Baulig. Den müssten wir eigentlich jetzt auch holen. Ja, Markus Baulig. War der noch nicht hier? Nein. Ihr seid doch Cousins. Nee, Cousins nicht. Sonst hätte ich den schon längst ausgenutzt und ausgenommen. So. So, aber... Weil ich bin ja, ich bin Europäer, ich muss doch meinen Vorfahren gerecht werden. Ja, genau. Europäer? Stimmt. Ich muss doch Leute ausnutzen und Geld nehmen und andere Völker dann arm werden lassen. Genau. So. Also, Talent. Für mich gibt es dieses Talent nicht. Also ohne Begründung machen wir jetzt einfach... Genau, Punkt, Ende, aus. Wenn ihr mehr wissen wollt, mein Buch bestellen. Ja, geil. Das ist gut. Nee, weil... Ich habe wirklich viel geforscht, weil ich eben schon erklärt habe, diese Ausrede, wo sich alle hinter verstecken. Ja, ich war nicht talentiert, ich habe kein Talent, er hat Talent, auch bei Kindern. Das heißt, wenn wir eigentlich Kinder, jeder, der Kinder hat, beobachtet das ja, ne? Ja. Eigentlich müsste man so sein wie Kinder. Säuglinge und Baby. Warum? Die haben wirklich diese Never-Giving-Up-Mentalität. Haben die das echt? Ja, wie versuchen die zu laufen? Sind die, 5000 Mal? Sind die Rick Ristley? Ja, wirklich, oder? Wie oft versuchen die zu sprechen? Ist alles gecheckt? Hast du gecheckt? Nee, ich hab nicht gecheckt. Das ist wirklich hässlich. Wegen never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna erzähl weiter. Der Babys geben nicht auf, ja. Genau, und das, da kann sich eigentlich ein Erwachsener viel abgucken, weil dieses sogenannte Talent, jeder hat Fähigkeiten, um auf einem Gebiet eine Weltklasse zu erreichen. Aber jeder auf jedem Gebiet? Nein, jeder auf einem Gebiet. Ja, aber was, wenn jemand das andere Gebiet will? Guck mal, diese Neurowissenschaft, ne? Die ist ja mittlerweile sehr, sehr weit, dass die viele Sachen untersucht haben. Ja. So, und was ist denn eine Bewegung? Das ist ja ein elektrischer Impuls, ja. Der durch Neuronen ja. ne, einfach transportiert wird. Ja. Oder nicht? Ja. Genau. Sehr gut erklärt. Ich bin stolz auf dich. So, und wenn man eine Bewegung öfters macht, entsteht eine wellenartige Fettschicht über so einen Neuron. Das heißt, das ist das Myelin, wird das... bezeichnet im Fachjargon. Und das ist eine Schicht, die diese Neuronen isoliert. Boah, der Transmitter. Der hat 3 Stunden vorgebaut, damit er das erzählen kann. Nein, damit beschäftigt mich schon lange. Ja. Weil ich immer wissen wollte, wie das sein kann. Und umso mehr Schichten, die kann bis zu 50 Schichten werden, umso schneller wird dieses Signal durch diesen Kanal oder durch dieses Rohr geleitet. Das heißt, wenn ich eine Sache öfters mache, wird mehr Myelin. Das Problem ist bei diesem Myelin ist, das baut sich nicht ab. Deswegen sind Gewohnheiten schwer ab wieder wegzukriegen. Das heißt, du musst noch mehr Aufwand betreiben, um diese Sache wieder wegzubekommen. Okay, aber dann, Moment, aber es gibt 2 Leute, die können gleich viel Fußball trainieren. Ja. Und der eine ist trotzdem besser als der andere, weil er talentierter ist. Ja. Das heißt aber nicht im Endeffekt. Es geht ja nicht, wer besser ist. Sondern? Es geht ja um für sich auf diesem Gebiet krass zu werden. Genau. Also heißt es im Umkehrschluss, physikalisch ist kein, es ist nicht beweisbar, dass es Talent gibt. Also wenn wir reden... Talent ist sowas wie Liebe. Wenn wir, also das ist so ein... Nee, Liebe kannst du beweisen. Wenn wir reden von physischen und neurologischen Vorteilen, ja. Dann ja. Also ich kann ja jetzt nicht, wenn ich 1,80 bin, sagen, okay, wenn ich jetzt eine Bewegung 1000 Mal mache, werde ich 2,15 Meter und werde NBA-Spieler.
Geht nicht. Geht nicht. Ja. Aber ich kann trotzdem NBA-Spieler werden, auch mit 1,80 Meter. Ja. Wie groß war der kleinste NBA-Spieler? Maxi Bogues, der genau, war richtig. Also, hey, gut. Der war kleiner als ich sogar. Ja. Der hat NBA gespielt. Ja, bei Charlotte Hornets. Richtig. Wenn du mit wem noch? Wie ist der Deutsche, der damit gespielt hat? Bei Charlotte Hornets, ja. Detlef Schrem. Ey! Sehr gut. Und wie ist der super Dunkings gemacht hat? Auch bei Charlotte Hornets? Ja. Kempf. Ja, zu der Zeit habe ich auch viel NBA geguckt. Das war die 90s, Alter. Genau. Auf jeden Fall. Und diese Wissenschaft wirklich ist mittlerweile so weit, dass die das wirklich auseinandergenommen haben. Das heißt, das Wichtigste ist aber nicht nur zu trainieren. Es gibt ja diese 10.000 Time Rule von, wie heißt der Neurowissenschaftler? Erickson. Der sagt, wenn du eine Sache 10.000 Stunden investierst, kannst du Weltklasse erreichen. Egal was. Also es redet irgendwann so ein guter Cutter. Wie viel genau. sind 10.000 Stunden? Wie viele Tage sind das? Ungefähr 10 Jahre. Bekommt drauf an, wie viel du am Tag trainierst. Das Problem ist, hat das aber nur an einer bestimmten Gruppe Musikern gemacht, diese Studie. So 5 Musiker. Ja. Da kam ein anderer, Malcolm X. Geldwell. Genau, der hat ein Buch geschrieben, ist Bestseller. Überflieger heißt das. Ja. Und der hat einfach pauschalisiert. Ja. So, dass jeder denkt, ich muss 10.000 einfach in einem Bereich trainieren, um dann Weltklasse zu erreichen. Ist aber nicht so. Da sind mehrere Faktoren. Es ist auch wichtig, dass du in diesem Deep Practice bist, weißt du? Konzentriertes Lernen. Ja. Nicht einfach so, um es zu erfüllen. Richtig. Ja. Und das ist es. Ah, okay. Cheyenne kontrolliert das gerade und passt, ne? Mhm. Sehr gut. Der hat nur gerade kontrolliert, ob diese ganzen Namen auch tatsächlich existieren. Weil ich, wie ich eben erklärt habe, ist ja eine Eigenschaft von Cheyenne, sich immer selbst ein Bild zu machen. Das ist auch sehr toll. So, okay. Genau. Der Erickson. Oh, gut. Hat es bewiesen. Bewiesen, aber nur an diese Gruppe Musiker. Genau. Das heißt, das kann man aber nicht auf Basketball jetzt übertragen. Kannst du nicht auf Basketball Nein, der hat das nur an denen. Und wie gesagt, diese Studie hat er dann auch selber revidiert in seinem neuen Buch. Ich glaube, das heißt Peak, oder? Das habe ich nicht gelesen. Hat er das revidiert, weil der andere, der dort durch Bestseller geworden ist, hat einfach diese Regel in die Welt gesetzt, pauschalisiert. Dass jeder Coach rumgelaufen hat, sagt, du musst 10.000, wenn du mit 8 anfängst, bist du mit 18, bist du spitze auf dem Gebiet. Egal wie du trainierst. Nein, es geht um qualitatives Training und es geht um tiefes Training. Also Deep Practice in Fachjargon nennt man, wenn du diesen Clint Eastwood-Blick hast, weißt du? Wenn du so voll konzentriert, das kennen wir ja alle. Genau, wenn du so voll konzentriert bist, lernst du mehr als 2 Wochen, 3 Wochen. Ja. Genau. Und das sind so ganze Kombinationen und deswegen ist Talent überwert. Also man braucht kein Talent, um erfolgreich zu sein. Lass uns das mal so formulieren. Das ist ein schönes Schlusswort. Genau. Ja. Man braucht kein Talent, um erfolgreich zu sein. Genau. Schönen Gruß an die Rebel Comedy. So. Schönen Gruß. Ey, die Armen. Khaled hat mich wieder angeschrieben und gesagt, warum? Warum macht er das? Ich hab doch eben gefragt. Ja, aber ey, bei Khaled. Er sagt doch. Der nimmt mich ja nicht ernst. Warum? Das ist ja keine ernste Anfrage, wenn Khaled sagt, warum macht er das? Der liebt ihn ja. Aber so, du hast ja wirklich ernst gemeint, hat uns keiner noch irgendwie angegriffen oder geschrieben. So ernst keiner. Ja, ihr macht ja nur Spaß. Deswegen ja. So, also harter Spaß? Nee, Beschwerden oder so kommen auch, aber so mimosenhaft. Also Drohung oder so kommt nicht. Ja, wie denn bei dir? Du sagst direkt, komm, wir machen Einzel. Du bist so hängen geblieben. Du bist noch so auf Einzel hängen geblieben. Komm, wir machen. Okay, ich komm jetzt. Ja, das ist tot, ne, dieses System. Das gibt's nicht mehr, Bruder. Ich hoffe, seit ein paar Jahren auszureden. Nisa ist so der Einzige, der so am Bahnhof dann wartet. Ja, genau. Der Typ sagt, ja. Ich werde dann so angegriffen von 3 Mann und so krankenhausreif geschlagen. So, was würdest du, die letzten Worte für dich, Omar Afgir, CEO, Founder von 3Hs. Und die wichtigste Position, Freund von Nisa und Cheyenne. Genau. Imperiums. Gebüschbewohner. Ja, genau. Achso, da wollten wir auch noch reden. das können wir ja gleich machen. Letzte Worte genau, für dich, Omar. Später ist er nicht asozial, sag mal ehrlich, bitte. Warum? Bei mir ist das... Alles entspannt. Du weißt ja sonst, wie ich reagiere. Ja. Direkt Ring. Okay. Denn ich hatte ja schon mitbekommen, wie die Fäuste fliegen. Ja. Und nicht so wie der ein oder andere Influencer. Weil die fliegen richtig die Fäuste. Geht die Post ab. Und dann soll er antreten. Hat so ein ganz weiser Philosoph aus Köln gesagt. Wenn er Stress sucht, soll er antreten. Dann fliegen die Fäuste. Ja, das ist gut. Nee, Dann geht die Post ab. Da ist ordentlich Musik dahinter. Richtig. Also, wie war deine Frage? Abschließend? Abschließend letzte Worte, die du mitgeben möchtest. Der Community, den Zuschauern, den Zuhörern. Also jeder, der interessiert ist an dem Franchise auf www.3hs.franchise.de Minus. Minus. Ja. Genau.
um diese abschließend. Die Links werden wir nochmal natürlich in der Bio reinschreiben. Genau, wie sagt man in den Shownotes? Das wollte ich schon immer mal sagen. Ja. In den Shownotes werden alle wertvollen Informationen stehen. Das wollte ich schon immer mal sagen. Genau. Das ist geil. Wichtig ist, was ich immer den Leuten gesagt habe, auch den Fußballern oder Leuten, wo das ganze System praktisch gegen war, dass im Endeffekt. Er redet weiter. Und ihr seid im gleichen Alter, der ist so ein erfolgreicher Unternehmer. Und du der ist älter. Ey, wenn das stimmt. Sag auch Abi zu dem. Guck doch unsere WhatsApp-Verläufe. Die will ich nicht sehen. Ja, da gibt es nicht viel zu sehen. Ey, da kommt so Nachricht. Da kommt irgendwas um 3 Uhr morgens. Ah. Nachricht. Ey, irgendwas wieder um 3 Uhr morgens. Ey, was macht der Eskan? Ja, was macht der Eskan? Da kommt wieder irgendwas. Der aber ist, der ist ja nicht schlimm. Der ist der Beste. Ja. Da habe ich letztens mit dem telefoniert. Ja. Schöne Grüße. Ist immer noch so? Ja, nur mit dreistelligen Millionenbereich auf dem Konto. Ja. Okay, aber der ist ein Motherfucker, das war klar. Auf jeden Fall. Aber hat er noch diese Eskan-hafte Art? Ja, das ist ja drinne. Das ist geil. Dann kannst du ja anrufen. Ja. Kann er irgendwas über das obere Plateau des Persischen Reiches erzählen. Ja, genau. So genau. Vier, vier Stunden. Ich habe mal angerufen, hat mir über Wasser erzählt. Ja, der so immer drei so. Stunden Wasser, oder wir treffen uns der so, ey, wusstest du, dass bei Baby-Eichhörnchen ja, genau. Das Herz... Ja, du bist doch genauso. Ja, ich weiß. Deswegen fand ich den immer so geil. Okay. Auf jeden Fall habe ich denen immer gesagt, guck mal, nicht die Ersten, die loslaufen, gewinnen das Rennen, sondern die Ersten, die durchs Ziel laufen. Oder die über die anderen drüber laufen. Das okay. Ist das Abschließende, was ich geben kann. Hat er wieder kaputt gemacht. Das war sehr schön. Ich wollte gerade sagen, das war das schönste Ende hier im Podcast. Und dann genau, deswegen Gas geben. Okay. Danke, Oma, für deine Zeit. Ich habe zu danken, dass ich hier sein durfte. Danke, dass du da warst. Schade, dass du kommst, dass du aus der Nummer nicht mehr rausgekommen bist. Musstest Schein die Klippe mit runterreißen. Aber jetzt habt ihr es hinter euch. Ja, ja. Jetzt müsst ihr gucken, wie ihr das irgendwie versteckt. Unter diesen 318 Folgen. Nein, also es war eine super interessante kann Folge. Ich, kann ich. Kann ich die Sache sponsern? Was? Ja, kannst mit du sogar. Mit 20.000 Euro. Ja, ja. So, dass das so die meistgeguckte Folge ist, damit ja, die so richtig drin sein. Da, geht das, Jungs? Ja, das geht. Das geht. Da haben wir sogar nichts. Nee, also ich habe wirklich so da Räder, dank dir. Ne? Ja, ohne Räder. Sagen, ohne Räder, unser Räder. Schweizer Taschenmesser. Ohne Räder geht nichts. Ja, ohne Räder geht nothing. Ja, ja. Der braucht gar kein Dings zu machen, Astronautenausbildung. Der kann so fliegen. Der kann das. Wirklich, ne, ja, was der hier ja. Durchmacht, ja, der wird gedreht, geschleudert, links, rechts. Ja. Plötzlich ist er einfach auf der Bühne. Ich gehe zu Nisa, der ist einfach da. Das ist der Schein, du warst noch eben in Wiesbaden. Ja, der ist geil. Schein, Reza. Reda. Abschied. Abschied. Auf jeden Fall danke, danke Schein. Danke Oma, Nisa. War cool, dass du hier warst. Wirklich, hat, mich, wir freuen uns auf hat die, Spaß gemacht. Wir freuen uns auf die nächsten Stores. So, wir können ja gleich ausmachen, wenn ich wiederkomme. Ja, sehr gerne. Wir haben Nein, Spaß. Wir werden danach nochmal reden. Wahrscheinlich werden wir ein, zwei Gäste haben, die vielleicht das revidieren, was du gesagt gerne. Hast. Gerne, gar kein Problem. Wir und können auch gerne einen Diskurs stattfinden lassen. Genau. Ja. Ich dachte, das Haram-Diskurs, aber... oder eine Debatte. Aber, gerne auch mit deinen, aber auch gerne mit deinen Vorbildern, diese ganzen Coaches. Ja, ja, auf jeden Fall. Da kann ich richtig auspacken. Ja, mit dem Bill Kaulitz. Ja, genau. Nein, Markus Mollitz. Aber wer ist denn deine? Dirk Euter? Dirk Euter, ja, mit so. Den schönen Zähnen. So. Ist er mit Volker verwandt? Der ist auch mit Volker und Kevin verwandt. Ja, mit Volker und Kevin. Also, macht's gut. Meine Damen und Herren, abonniert uns. Genau. Abonnieren. Ja. Kreuzwerk, Haken rein, Glocke an, Glocke genau. Aus, keine Ahnung. Auf jeden Fall klickt einfach alles an. Jeden Freitag in Wiesbaden im Café Wilhelm eine Comedy-Show. Genau, nicht jeden Freitag, der hat jeden Tag auf. Der ist auch noch. Ich habe 7 Freitag. Tage die Woche auf. Ja, ich bin noch nicht fertig, ich habe doch erstmal die Comedy-Shows beworben. Freitag läuft doch schon jeden Tag. Jeden Tag kommt und jeden man sieht Schein immer dort. Ja. Weil er ist... Aber nicht nur wegen, kommt wegen der Qualität. Ja, wegen der weil Qualität. Ich die kann ich bestätigen. Ja, die ist echt krass. Ja. Wie lange habt ihr überhaupt auf? Fahren wir noch rüber? Wir haben schon längst zu. Schade. Ja, ich wollte gerne so eine Stulle essen. Ja, aber der die, denkt die 19. Version. Ja. So, dann, gibt es noch was zu sagen? Ja, ich wollte sagen, geht auf jeden Fall auf www.nisa.tv, holt euch Tickets. Genau, ich bin auf die Tour. Die Dates findet ihr auf der Seite. Genau, warum lachst du? Oh. Weil ich musste gleich was sagen, deswegen. Okay, kann ich noch was sagen? Ja, gern. Ihr habt ja viele Zuschauer, ne? Ja, weil geht. Weißt du, woran ich das gemerkt habe? Mhm. Weil als du so gezögert hast. Echt? Ja. Wobei habe ich gezögert? Gehen wir gleich drauf ein. Aber du hast gezögert, habe ich gesagt, okay. Ja, der hat viele Zuschauer. Ja. Aber ihr habt viele Zuschauer. Mhm. Tut mir alle einen Gefallen. Bleibt Gangster. Genau. Tut mir alle einen Gefallen. Geht auf seine Internetseite www.nisa und bucht alle Tickets für Bonn. Wir müssen Bonn ausverkaufen. Tut mir bitte den Gefallen. Ach so. Wir müssen
weil ich dem gesagt habe, Bonn werden wir aus. Wenn einer kein Geld hat, soll mich anschreiben. Ich schicke dem das Geld, aber bitte buch, das verkaufen wir aus. Wir werden diese Halle ausverkaufen. Und dann ist vorbei. Stark. Und dann verliert er die Festplatte danach, wo alle auch Videoaufnahmen sind. So, meine Damen und Herren, macht's gut. Das war der Die Deutschen Podcast mit Oma Afgier, CEO 3 Hass Burger, der beste Burger der Welt und Eva. Peace. Ciao. Ciao. Ey, geil. Wow.